Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Vortrag, den ich, wie gesagt, so einfach wie möglich gestalten möchte. Man hat mir auch schon gesagt, ich soll die Dinge so darstellen, dass sie einfache Leute verstehen können. Ich bin ja Teil eines Wissenschaftlernetzwerks. Seit 2005 haben wir also schon erkannt, wo die Probleme liegen, beschäftigen uns ungefähr schon seit Mitte der 90er Jahre mit Problemanalysen. 2005 haben wir auch schon verschiedene Lösungsvorschläge ganz gut ausgearbeitet, aber in wissenschaftlicher Sprache und wissenschaftlichen Publikationen. Und jetzt haben wir halt das Problem, jetzt müssen wir das aufbereiten, sodass es Politiker und die Bevölkerung verstehen. Ja, das ist natürlich eine besondere Herausforderung und ich bitte schon im Vorfeld ein bisschen um Verzeihung, wenn irgendwas so rüberkommt, dass man es nicht versteht, hinterher dann bitte nachfragen. Ja? Also im anschließenden Diskussionsteil macht euch Notizen, ja, schreibt euch auf, was ihr nicht verstanden habt. Und es geht wirklich hier um Sprachmuster. Es geht darum, die Dinge so darzustellen, dass man sich konkret etwas darunter vorstellen kann, vor allem, dass man auch sein Verhalten danach richten kann. Denn erst wenn man etwas lebt, also wenn man sich nach einem bestimmten Muster verhält, dann geht es in die Gefühlswelt über und dann wird es zur gefühlten Wirklichkeit. Wir haben heute diese gefühlte Wirklichkeit des Individualtauschs, wir werden darauf noch kommen. Jeder muss es dem anderen immer irgendwas geben und wenn es wertlose Symbole sind, ja, sonst fühlen wir uns nicht wohl in unserer Haut und in dieser Welt und deswegen kommen wir vom Geld nicht los, obwohl wir es eigentlich gar nicht haben. Also, das Ende des Geldes, wie wir es kennen, es steht uns bevor, es lässt sich nicht vermeiden, aber es ist kein Unglück. Es ist Unglück für Menschen, die es psychologisch noch brauchen. Und denen werden wir dann auch mit unserer Softwarelösung, bekommen dann am Schluss darauf, einen Ersatz bieten können. Ja? Das ist so ähnlich wie jemand, der sich jetzt unbedingt, ja, weil der Arzt gesagt hat, du hältst das nicht aus, das Rauchen abgewöhnen muss. Ja? Dem steckt man halt irgendwas im Mund, dass er nuckeln kann. Ja? Und so ähnlich ist es beim Geldsystem auch. Wir müssen den Menschen irgendetwas geben, was noch nach Geld riecht oder so ausschaut wie, aber wenn man das Geld selber eigentlich nicht brauchen würde. So. Also, unsere Wirtschaft, wie wir sie heute konstruiert haben, und bitte, das ist kein Naturgesetz, das haben Menschen erdacht, entwickelt und daher können jetzt auch Menschen wieder verändern, ist leider Gottes wirklich ein Nullsummenspiel. Warum? Weil wir alles doppelt buchen. Jetzt sind wir bei der ungeliebten Buchhaltung. Ich kann es verstehen, dass die Leute mit Buchhaltung nichts anfangen können, es ist ja ein Blödsinn. Ja, aber wir haben sie überall und sie bestimmt unser Leben und unsere Wirtschaft. Das heißt, jeder Geldbetrag, der heute in irgendeiner Form durch das System geht, wird immer doppelt gebucht. Auf der einen Seite kriegt ihn jemand und auf der anderen Seite hat ihn jemand ausgegeben. Das wird also immer auf zwei Seiten erfasst und diese Rechnungskreise, die gehen nach oben in der Volkswirtschaftslehre bis in die Makroökonomie hinein. Also über ganze Sektoren, über die gesamte Volkswirtschaft. Überall wird diese doppelte Buchhaltung angewandt und das ist genau der Punkt, warum wir dieses merkwürdige Nullsummenspiel haben. Das heißt, in dieser Realwirtschaft gibt es kein Vermögen, dem nicht gleichzeitig eine Schuld entspricht. Da gibt es keinen Gewinn, dem nicht irgendwo ein Verlust entspricht. Und das ist nicht so eine moralische Vermutung, das ist ein Hard Fact durch die doppelte Buchhaltung. Ich bin der Erste, und ich habe das auch schon oft vor größerem Publikum gesagt, der Erste, der wirklich dafür eintritt, dass wir die Buchhaltung endlich abschaffen. Wir müssen sie abschaffen. Ja? Denn auf der einen Seite erzeugt sie dieses unschuldige Nullsummenspiel-Denken. Ja? Ich muss also immer dem anderen was wegnehmen, damit ich was habe. Wir werden sehen, es gibt andere Lösungen auch. Und auf der anderen Seite sind die sogenannten Bewertungsregeln. Also immer dann, wenn ich etwas als Geld darstelle, das gar kein Geld ist, eine Maschine, ein Grundstück, ein Gebäude, ja, ziemlich willkürlich und nicht eindeutig nachweisbar. Und da haben wir unglaublich viele Probleme in der Praxis, wenn wir an Bilanzen denken. Und das entgleitet mittlerweile auch schon ziemlich stark in den Missbrauch. Ja. Und das ist nicht nur meine Meinung, da gibt es auch internationale Literatur, die das belegt. Das heißt, über die doppelte Buchhaltung ist es relativ leicht zu erklären, dass mein Exportüberschuss dein Importdefizit sein muss. Das bezieht sich jetzt auf Probleme wie Deutschland, Griechenland. Ja? Das ist ganz klar, wenn ein Land exportiert und das andere importiert, dann wird spiegelbildlich gebucht und was der eine jetzt mehr hat, nämlich einen Überschuss aus dem Export, das ist zwingendermaßen der Verlust, den der andere beim Import erleidet. Ja? Und aus dieser über die doppelte Buchhaltung konstruierten Realität, ja, dann eine moralische Empörung zu konstruieren und zu sagen, die faulen Griechen,
Ja, die können sich das nicht leisten. Toll, hätten sich die faulen Griechen nicht geleistet, ja, gäbe es keine Exportüberschüsse für Deutschland. Ja, also, das kann man so nicht interpretieren. Es geht nicht. Ja. Wir kommen dann zu dem Kritikpunkt Geldschöpfung aus Luft, Kritik der Grundlagen des Wirtschaftssystems und dann zur alternativen Sicht des Geldes. Kurz aber noch vorher zum Wachstum. Ihr seht hier drei Wachstumsverläufe. Die grüne Kurve A ist, wenn man so will, das natürliche Wachstum. Ganz am Anfang hat das natürliche Wachstum einen exponentiellen Verlauf. Die grüne Kurve geht am Anfang exponentiell hinauf. Also eine Zellkugel, eine Morula, ja, die explodiert geradezu in der Entwicklungsphase, ja, des Embryos. Ja, und später auch, nicht, da wächst man dann noch, aber dann flacht sich das ab. Und realistischerweise, also in meinem Alter, nicht, Knut wird es wahr, wir gehen schon wieder zurück. Da geht es eigentlich wieder mal gerade, da geht es dann wieder hinunter. Die lineare Wachstumskurve B kommt schon in der Wirklichkeit nicht vor. In der Natur gibt es dieses lineare Wachstum schon gar nicht. Aber das Exponentielle, das C, das wir in der Kurve A nur ganz vorne am Anfang finden, ja, die nachgezogen bis auf ewig hinauf, die ist tödlich. Ja, das kann nicht funktionieren, schon gar nicht in einem geschlossenen System mit begrenzten Ressourcen. Weiß auch jeder. Ja, jeder vernünftige Mensch weiß es, aber das politische Dogma ist dagegen. Die Ideologie sagt, wir müssen wachsen, müssen wachsen. Ich werde euch da ganz einfach erzählen, auch schauen, zeigen können, in einer Animation, was da dahinter steht. Da werdet ihr dann lachen, hoffe ich. Ja, also ich lache eigentlich nur noch über sowas. Gut, Exponentialkurven sind natürlich, wie gesagt, ein Wahnsinn. Das darf man nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Nur bitte überlegt ganz genau, was es heißt, wenn ein Politiker sagt oder auch jemand von der Wirtschaftskammer oder ein Wirtschaftstreibender, wir benötigen ein nachhaltiges Wachstum von 3% oder 2%, ja, oder irgendeinen Prozentsatz. Nachhaltig immer der gleiche Prozentsatz ist bereits die Exponentialfunktion, weil ich ja den Prozentsatz pro Jahr immer auf die neue, schon gewachsene Basis beziehe. Das, was also normalerweise so nach einer linearen Steigung sich anhört, immer 3%, da denkt man ja noch halt immer so von 100 ausgehend immer jedes Jahr 3 dazu, ne? Ist es aber nicht. Ja, weil 3% von 103 sind halt mehr als 3% von 100. Ja? Und dann wieder 3% wird halt immer größer und dann bin ich im exponentiellen Verlauf und das bringt uns um. Es gibt ein schönes Zitat von Kenneth Boulding, einem Ökonomen, jeder, der glaubt, dass exponentielles Wachstum auf dem begrenzten Planeten rechtlich weitergehen kann, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom. Man sollte natürlich auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass er beides ist. Ne? USA-Häuserpreise, da gibt es den Case-Shiller-Index, nicht, also diese privaten Wohnhäuser, da sieht man schon so ein bisschen die Exponentialkurve. Ne? Da sieht man schon, wie das hoch geht, aber man sieht auch, was dann passiert. Irgendwann platzt die Blase, es stürzt alles wieder ab. Das heißt, es kann ein nachhaltiges exponentielles Wachstum ohne dies nicht geben. Irgendwann ist Schluss und je länger es hinaufgeht, desto gravierender ist dann der Absturz. Das Derivatevolumen, ja, auch eine schöne Exponentialkurve. Man findet diese in den Grunddaten immer wieder und da unten das rote Kästchen, das ihr da seht, das ist das amerikanische Bruttoinlandsprodukt 2009. Ne? Fiktion und Wirklichkeit, wenn man so will. Ne? Und die USA-Staatsschulden, da ist 2010 Schluss. Ja, ja, auch interessant. Ne? Aber da gibt es also bei Weitem weniger Artikel als über Griechenland. Ne? Das muss man sich auch überlegen, warum das so ist. So, und jetzt sind wir bei dieser fürchterlichen Buchhaltung bei der Geldschöpfung aus Luft. Wenn man heute die Frage stellt, wie entsteht Geld, dann gibt es darauf nur eine wirklich legitime und kompetente Antwort. Bei Banken, die Kredite vergeben. Das ist so absurd und viele, vor allem auch Banker, weigern sich das wirklich, ja, überhaupt einzugestehen. Das nennt man dann kognitive Dissonanz. Ja, ja, das ist nachvollziehbar und ich mache Bankern selber nie einen Vorwurf. Das sind ganz arme Menschen. Ja. So wie auch reiche Leute, die heute fragen mich immer wieder, was soll ich mit meinem Geld tun? Ja? Ehrlichermaßen, da gibt es das Leuten wie uns und wir bauen euch das schöne System für nachher. Ne? Es geht ja nicht anders, weil ihr könnt es im heutigen System nur noch verlieren. Ihr könnt es nur noch verlieren. Ne? Es kann keinen Nutzen und keinen Wert mehr haben. Banken, die Kredite vergeben, und zwar jede Bank und jede Sparkasse, ja, geben eben nicht das Geld der Spararbeiter. Ja, die machen einen Buchungssatz, also wieder ein Geldbetrag, der zweimal aufgezeichnet wird. Einmal erfassen sie es als Forderung gegenüber ihrem Kunden, den Kreditnehmer, weil sie sagen,
ich habe dem jetzt Geld gegeben, ich fordere das zurück. Wir werden dann später sehen, auch mit Zinsen natürlich. Ja. So, und wenn Sie jetzt sozusagen das Geld wirklich hätten als Liquidität, dann müssten Sie die Habenbuchung, also die Buchung, die sozusagen zeigt, wo das jetzt weggenommen wird, ja, in der Kassa machen. Ja, Forderung an Kassa, sagt man dann in der Bilanzierung, das ist ein Aktivtausch, die Bilanzsumme bleibt unverändert, weil von der Kassa geht es raus, bleibt man als Forderung stehen. Das ist aber so nicht. Die Gegenbuchung blöderweise erfolgt auf der Passivseite als Verbindlichkeit. Mit dem Argument, die Bank selber bleibt dem Kreditnehmer den Betrag schuldig. Schuldig. Sie erzeugt das Chiralguthaben für den Kreditnehmer auf der Passivseite der Bilanz. Und das ist etwas, was die Banker routinemäßig lernen. Ich kenne viele, die haben mit mir allen unterhalten. Ja? Das steht in ihren Unterlagen, in den Unterlagen der Deutschen Bundesbank, in der Bank of England. Ja? Das ist offiziell, es ist einfach so. Darum heißt das auch Kreditgeld, das wir haben, oder etwas abfälliger Schuldgeld. Ja? Durch diese Kreditvergabe entsteht Geld, das vorher noch nicht existiert hat. Geld im heutigen System ist nichts anderes als Schulden, die die Banken bei den eigenen Kreditnehmern haben. Das klingt jetzt einmal vollkommen absurd. Ich muss ehrlich sagen, als Rechnungswesenprofessor ist es auch absurd. Das ist vollkommen. Muss ich das einmal vorstellen. Eine Forderung mit Zinsen, ja, also mehr zurückgehen, als ich gegeben habe, rechtlich begründet damit, dass ich es immer noch schuldig bin. Wie kann ich bitte etwas zurückfordern? Nicht? Eine Verbindlichkeit heißt ja, ich habe noch nicht geleistet. Nicht? Was ist denn das Merkmal einer Verbindlichkeit? Ich bin noch eine Leistung schuldig. Und die schuldig gebliebene Leistung fordere ich mit Zinsen zurück. Was heißt jetzt eigentlich zurück, wenn ich es nur noch nicht geleistet habe? Wie kann ich etwas zurückfordern, was meiner Bilanz nur eine Verbindlichkeit ist? Das ist natürlich eine Katastrophe, aber die Ausbildung, auch an den Universitäten, nicht bei den Bankern genauso, die Ausbildung funktioniert so, dass man sagt, Freunde, das ist so, ja? Das ist ein Tatbestand, den lernt ihr brav, so wird es verbucht, ja? So wird es aufgezeichnet und dann machen wir es. Warum? Weil wir es halt schon seit ein paar Jahrhunderten so machen. Da haben wir uns sozusagen etwas eingetreten, was eine heftige Nachwirkung hat. Ja? Gut, daraus folgt eine revolutionäre Erkenntnis, ohne Schulden gibt es kein Geld. Im Extremfall heißt das, wenn jetzt dieser Schuldner irgendwo im Wirtschaftskreislauf Geld auftreibt, plus Zinsen, und zahlt der Bank das wieder zurück, dann verschwindet das Geld. Ja? Geld, das bei der Bank zurückgezahlt wird, die Kredite, befindet sich ja klarerweise nicht mehr im Umlauf, im Geldumlauf. Ja? Das wird rückgebucht und ist weg. Wenn jetzt alle Schuldner, die bei Banken Schulden haben, ihre Schulden zurückzahlen würden, dann hätten wir kein Geld mehr. Und alleine diesen Zusammenhang muss man sich einmal vorstellen. Ja, da sagen jetzt zum Beispiel die in Griechenland, zahlt doch eure Schulden zurück. Ja, gerne, aber dann haben wir kein Geld mehr. Unsere Länder werden zurückzahlen, dann ist dann wirklich weg. Ja? Es hat auch kein anderer mehr. Wutsch, es löst sich genauso wieder in Luft aus, wie es aus Luft entstanden ist. Ja? Und das ist aber ein Zusammenhang, der bekannt ist, das ist nicht einmal versteckt. Ja? Das gibt es in der Literatur seit Jahrzehnten, nicht? Und auch in offiziellen Unterlagen von Nationalbanken. Aber irgendwie haben es die Leute übersehen oder vielleicht war es ihnen peinlich. Ja? Also ich kann das verstehen, dass sich jetzt Politiker nicht groß hinstellen und sagen, sorry, seit 1694 Bank of England machen wir eigentlich einen ziemlichen Blödsinn. Es hätte uns eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg und in den 30er Jahren auch auffallen können, aber aus irgendwelchen Gründen waren wir da so beschäftigt. Haben wir gesagt, machen wir lieber einen Zweiten Weltkrieg, dann fällt uns vielleicht wieder was Besseres ein. Und haben immer wieder das gleiche Idiotensystem aufgezogen und was anderes ist uns nicht eingefallen. Aber wir müssen doch sparen. Wenn wir jetzt verstanden haben, dass wir alle über Buchungskreise miteinander verbunden sind, soll haben, soll haben, soll haben, dann heißt es, dass jeder, der was spart, ja, das am Rücken eines anderen macht, der sich notgedrungen verschulden muss. Ganz logisch. Ja. Irgendjemand muss immer buchungstechnisch, wenn er es soll haben, soll man buchungstechnisch sich immer auf immer wieder ausgleichen müssen. Ja. Irgendjemand muss immer in die Schuld gehen und am Schluss ist es immer der Staat. Es wird am Schluss wird die ganze Schuld beim Vater Staat abgekippt. Ja? Die Privaten haben kein Geld mehr, die Unternehmen wollen sie auch nicht mehr verschulden. Ja? Am Schluss landen die ganzen Schulden beim Staat und da sagt man, oje, jetzt ist der Staat bankrott. Da sagt man, die Politiker hätten mehr sparen sollen.
Dann hätten sie halt die Privaten und die Unternehmer verschulden müssen. Ne? Aber wenn die sie nicht verschulden wollen, muss halt der Staat sein. Und das ist eben, das ist das Ergebnis der Buchhaltung. Es hat Ende der 70er Jahre schon betriebswirtschaftlich sehr interessante Schulen gegeben im deutschen Sprachraum, in Deutschland. Die finanzplanorientierte Betriebswirtschaftslehre. Dann sagt doch bitte Buchhaltung, Bilanzen, das ist eh so ein Wischiwaschi. Ja? Alles so willkürlich, nicht beweisbar. Nehmen wir ganz knallharte Finanzpläne. Schauen wir ganz genau, wer gibt wann sein Geld weiter an wen, für welche Gegenleistung. Das stimmen wir mit den Plänen und Verträgen ab und das ist 10-mal vernünftiger als diese komischen Stichtagsrechenwerte wie Bilanzen. Das hat sich aber nie durchgesetzt, obwohl dann eigentlich sogar die Netzwerke da gewesen wären, die elektronischen, dass man das sogar in Software umsetzen hätte können. Ja? Und ich habe mich wirklich jahrelang gefragt, warum das nicht implementiert wird, warum machen wir das nicht. Heute ist es mir klar, wir können die doppelte Buchhaltung, ein mittelalterliches Instrument von Luca Pacioli, das erste Mal aufgezeichnet, zu der Zeit, wie gerade Kolumbus Amerika entdeckt hat. Ja, das ist der Stand. Ja, das ist die Technologie, auf der wir uns da bewegen. Ja, Entdeckung Amerikas. Wir können davon nicht abgehen, weil mit diesem Buchungssatz unser Geld erzeugt wird. Wenn wir heute die doppelte Buchhaltung aufgeben würden und sagen, wir machen lieber Finanzpläne, weil sie eh besser sind, ja, dann können wir kein neues Geld mehr schöpfen, weil das ist dieser Buchungssatz. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Also in dieser Welt, guten Tag, ja, leben wir. In dieser Welt leben wir. Und das ist was, wo ich sage, da will ich mal, meine Kinder sollen da nicht damit leben. Die sollen nicht auf ewig in einem mittelalterlichen System versklavt werden. Ja? Für nichts und wieder nichts. Ja? Das ist ja Unsinn. Massive Sparprogramme für Staaten wie Griechenland, das kann ja nur eine Rezession sein. Man gräbt ja dort allen Leuten das Wasser ab, die gibt es keine Nachfrage mehr, daher können die Unternehmen nichts mehr produzieren, damit können sie auch keine Mitarbeiter mehr bezahlen, nicht? Das ist also eine Teufelsspirale nach unten. Es geht nicht. Das hat man immer gewusst, dass es nicht geht. Wenn man es doch macht, ist das eigentlich fahrlässig. Also, das nächste Problem, das wir haben, die Zinsen, die von den Banken verlangt werden. Die Zinsen existieren nicht in der Geldmenge als Geld, als gesetzliches Zahlungsmittel. Ja, für die Zinsen selbst wird von den Banken nie Geld erzeugt. Denn wie gesagt, Geld entsteht nur in diesem Buchungssatz für die Kreditsumme selber, Forderung an Verbindlichkeit. Die Zinsen bucht die Bank aber anders. Immer am Ende des Jahres erhöht sie ihre Forderung, ja, genau diese Kreditforderung, auf der Gegenseite aber an Zinsertrag. Und mit einem Ertrag entsteht kein Geld. Geld ist ja immer nur die Verbindlichkeit einer Privatbank. Ja? Die Schulden der Bank sind Geld. Der Ertrag, der ist zwar gebucht, für den gibt es aber nicht die gesetzlichen Zahlungsmittel. Da sagen dann die Wirtschaftsforscher, na das macht ja nichts, wir haben ja eine Produktivität, wir haben Wachstum. Und dann sagen sie, naja, reale Werte, das ist aber leider Gottes ein Trugschluss. Warum? Wachstum ist an sich immer eine Mengengröße. Das heißt, wenn ich in diesem Jahr 110 Stück erzeugt habe und im Vorjahr 10, also nur 100 Stück, dann habe ich 10% Wachstum. Aber das ist eine Mengengröße. Jetzt liegen bei mir diese 110 Stück am Lager und ich kann mir überlegen, was schreibe ich jetzt für die 110 Stück in die Bilanz hinein. Also ich kann einmal Werte annehmen, je nach Bilanzregel, nach Bilanzierungsregel sind das die einen oder die anderen. Aber das ist alles kein Geld. Nicht? Das sind nur Zahlen und Papier. Wenn ich das verkaufen will an meine Kunden, dann brauchen diese Kunden wieder gesetzliche Zahlungsmittel. Und diese gesetzlichen Zahlungsmittel, und zwar jetzt für 10 Produkte mehr als im vorigen Jahr, müssen sie sich wieder bei einer Bank holen. Und die Bank erzeugt auch die Zahlungsmittel für diese 10 zusätzlichen Stück, die ich produziert habe, wieder nur als verzinsten Schuldschein. Das heißt, auch meine Kunden müssen sich dann irgendwo wieder bei einer Bank verschulden, das heißt Geld beschaffen, Zahlungsmittel, Schuldscheine, ja, um das zu bezahlen, was bei mir auf Lager liegt. Und deswegen können wir mit Wachstum, ja, die Zinsen nicht kompensieren. Weil wir ja immer gesetzliche Zahlungsmittel dafür brauchen und die entstehen wieder nur als Schuld. Es hat noch eine weitere Konsequenz, die ganz entsetzlich ist. Es gibt weltweit in diesem System heute kein Geld, mit dem wir überhaupt Schulden bezahlen können. Es geht gar nicht, weil das Geld selber, Euro, Dollar, Yen, Pfund, ja, ist ja nichts anderes als ein verzinster Schuldschein. Wenn also das Geld selber schon ein Schuldschein ist, ja, dann bleibt mir, wenn ich zurückzahlen will, Schulden wieder über. Nämlich die Schulden für die Erzeugung wieder dieses Geldes, mit dem ich gerade bezahlt habe. Es ist ein endloser Rattenschwanz an Schulden, die ich nie loskriege und deswegen gibt es, werden wir dann sehen,
mittlerweile auch eine politische Bewegung in England, positivemoney.org.uk, die genau das fordern. Geld, das eben nicht als Schuldschein entsteht, damit man endlich einmal Schulden zurückzahlen kann. Ja, also ich zeige euch dann ganz kurz auch, wie einfach das wäre. Es muss nicht immer eine Schuld sein. Wenn wir aber jetzt sagen, wie zahlen wir dann die Zinsen zurück, gibt es zwei Möglichkeiten. Im normalen Wirtschaftsleben muss man eben einem anderen Wirtschaftspartner, an Lieferanten, an Kunden, ja, oder wem auch immer, Geld wegnehmen, also Gewinne machen heißt das dann, ja, also Überschüsse erzielen, damit man seine eigenen Zinsen bezahlen kann. Weil von der Bank hat man es ja nicht, man muss es aus dem Wirtschaftskreislauf nehmen. Und das ist dann der sogenannte gesunde Wettbewerb. Das ist, wenn die Unternehmen gegeneinander konkurrieren, weil sie das Geld für die Zinsen anderen wieder aus ihrer Kreditsumme wegnehmen müssen, weil es von der Bank ja nicht geschöpft wurde. Das halte ich für eigentlich ziemlich schlimm, diesen Zustand. Ja, ganz schlimm. Andere Organisationen, also vor allem Gebietskörperschaften, ja, die jetzt nicht im Wettbewerb stehen auf einem Markt, Gemeinden, ja, Bundesländer, Staaten, internationale Räume, Wirtschaftsräume, ja, was machen die? Die konkurrieren nicht auf einem Markt, ja, die müssen sich laufend weiter verschulden, alleine um die Zinsen zahlen zu können. Wenn ich also Zinsen zahlen will, brauche ich neue Schulden. Und das muss man sich mal vorstellen, nicht? Was, da machen wir den Politikern Vorwürfe und sagen, schaut, wie die Schulden gewachsen sind. Ja, der einzige Vorwurf ist die Buchhaltungsabteilung der Privatbanken. Ja? Wie erzeugt sie eigentlich Geld? Und wenn man aber jetzt dieses Wissen hat, dann stellt sich die Frage, wieso sichern dann Banken ihre Kredite mit dinglichen Sicherheiten der Kreditnehmer ab? Ursprünglich ist Papiergeld so entstanden, dass das Lagerscheine waren, Depotscheine von Goldschmieden, wo halt die reichen Leute ihr Gold quasi in den Tresor gelegt haben und die haben dann Zettel ausgegeben, Depotscheine, ja, und die haben dann gemerkt, die Bevölkerung, es ist praktischer, wenn ich am Markt diese Scheine, die Zettel weitergib und wenn ich immer das Gold vom Goldschmied hole und der Nächste trägt das Gold wieder zum Goldschmied, holt seinen anderen Zettel, ne? Zettel einfach weitergeben. Da kommt dann auch die Idee her, dass diese Zettel mit Gold gedeckt sein müssen. Ja, na klar, weil das ist das, was hoffentlich noch im Tresor liegt. Ja. Aber in dem Zeitalter ist dann auch den Goldschmieden aufgefallen, dass nur 10% der Leute sich das Gold wieder abholen. Und die haben dann 10-mal so viele Zettel in Umlauf gebracht. Und auch das haben wir in Ehren gehalten und immer kopiert und nachgemacht. Und das heißt heute Mindestreservesystem. Ja. 10% Mindestreserve in den Vereinigten Staaten, 2% im EU-Raum. Und das Traumland der Banker ist England, ja, 0% Mindestreserve. Also ganz toll. Das ist schon klar, dass man sich die Frage stellen muss, wieso kann man eigentlich Dinge, die ganz offensichtlich Betrug waren oder schlecht durchdacht, ja, einfach immer nur so unreflektiert weitergeben über die Generationen. Wird das nie hinterfragt? Ja? Stellt man das nie auf den Prüfstand und sagt, geht das überhaupt, was wir da tun? So wurde halt nie gelehrt oder unterrichtet, ja, hinterfragend, sondern immer nur durch geistiges Kopieren. Und jetzt muss man sich aber schon die Frage stellen, wie kommt eine Bank heute dazu, Geld, das, wenn sie es im Kredit erst erzeugt, der vorher noch gar nicht bestanden hat, das entsteht ja durch die Buchung in der Kreditvergabe, ja, das mit Zinsen zurückhaben zu wollen und sich noch dazu vom Kreditnehmer dinglich besichern zu lassen. Ursprünglich war es ja so, dass der Goldschmied, wenn er den Zettel hergegeben hat, nachweisen musste, dass das Gold wirklich in seinem Tresor lag. Ja? Heute hat die Bank nichts von Wert. Sie gibt uns wertlose Zettel oder Zahlen im Computer. Da ist kein Wert dahinter. Ja, vom Kreditnehmer verlangt sie aber eine dingliche Sicherheit. Und wenn es uns nicht gelingt, andere Wirtschaftstreibende, um die Zinsen zu berauben, die die Bank nicht erzeugt hat, ja, dann greift sie auf unsere dinglichen Sicherungen zu und enteignet uns. Ja, und sagt, dann habt ihr schlecht gewirtschaftet. Wir haben halt übersehen, dass wir für die Zinsen nie das Geld erzeugt haben. Aber ihr hättet es euch ja gegenseitig wegnehmen können. Und wenn ihr das nicht schafft, nämlich alle gemeinsam nicht schafft, ja, dann enteignen wir euch, ne, über die Sicherheiten. Und das ist ein Zustand, wo man sagt, das geht nicht mehr. In angloamerikanischen Ländern nennt man das Loan to Own. Ja, also Kredite vergeben, um sich an den Sicherheiten zu bereichern. Ja? Oder Predatory Lending, räuberische Kreditvergabe, gibt es Fachausdrücke dafür. Ja? Und so etwas gehört verboten, das kann man doch nicht auf ewig durchziehen. Ja? Also diese Art von Geldsystem bitte ist kalte Enteignung
Und das darf sich einfach die Bevölkerung nicht bieten lassen. Wir sehen ja jetzt, wenn das kumuliert in Griechenland und so, das kann wirklich zu Revolution und zu Bürgerkrieg führen. Da brauchen wir ein anderes Geschäftsmodell für die Banken und zwar so schnell wie möglich. Und am Schluss schlage ich einige Dinge vor diesbezüglich. Also, das Geldschöpfen aus Luft bitte an sich ist nicht das Problem. Heutzutage kann ein Zahlungsmittel, das ja nur noch eine Information ist, ein Informationsgeld, natürlich nur aus Luft geschöpft werden. Wie denn sonst? Ich bin bitte kein Anhänger der Golddeckung und des Goldstandards. Da gibt es einige, die sagen, ja, das waren so tolle Zeiten. So ganz toll mit Bretton Woods war das auch nicht. Es war auch das nicht wirklich logisch. Damals gab es die Spielregel, eine Feinunze Gold wird festgesetzt auf 35 Dollar, diese Wertrelation. Ja, 35 Dollar entsprechen einer Feinunze Gold und hat dort viele Jahre oder Jahrhunderte sogar gegolten, das ist dann ein Herrenmaßabzug, also in der Kaufkraft umgesetzt. Aber gleichzeitig, und das ist das Merkwürdige, hat man täglich in London ein Goldpreisfixing durchgeführt. Es hat aber immer noch daneben einen freien Goldmarkt gegeben, wo einfach auf Zuruf durch Telefonat jeden Tag Gold wieder in Dollar bepreist wurde. Ja, und das ist ja ein logischer Zirkelschluss. Ich kann ja nicht sagen, ich habe eine fixe Relation, 35 Dollar für eine Feinunze, und dann schnappe ich mir nebenbei auf dem Markt einen anderen Goldpreis aus, nur damit die Mehrheitseigentümer des Goldes die Nationalbanken unter Druck setzen können, ja, dass die zu jedem absurden Goldpreis Gold zukaufen müssen, damit ihre Währungen stabil bleiben. Ja, das war das Spielchen, das damals gespielt wurde. Das ist auch nicht sehr fein. Ja. Wenn das mal durchschaut ist, glaubt man dem Gold. Also Gold bitte könnt ihr als Wertanlage auch streichen von der Liste. Das ist etwas für einfache Gemüter. Bitte, ja, natürlich, wenn man sich psychologisch wohlfühlt, warum denn nicht? Soll man machen, was man will, nicht? Da kann man, weiß ich nicht, auch Warzen besprechen oder sonst was. Menschen sollen sich wohlfühlen, ja, in der Vielfalt. Aber wir erzeugen mit dem Buchensatz eine doppelte Schuld. Der Kreditnehmer, nicht die Forderung, der es zurückgeben soll. Und die Bank verschuldet sich ja auch durch diese Verbindlichkeitsbuchung. Und beide diese Schulden, zweimal Schulden, die da entstehen, bei einer Kreditvergabe, sind auch noch verzinst. Und das ist systemisch der Grund, warum bei uns überall im System die Schulden so explodieren. Die Banken verschulden sich in dem Fall ja völlig überflüssigerweise. Ja, durch diese dumme Buchung, ja, sie bestehen da, ich hab das Geld nicht, ich hab das nicht, ich hab's ewig zurück mit Zinsen, ja, aber ich hab's noch immer nicht, hab's noch immer nicht. Ja. Und so ist der Grund, warum die Banken ja, maßlos verschuldet sind und da nie rauskommen, weil mit jeder Kreditvergabe steigt ihre Verbindlichkeiten. Müssen sie verschulden. Ja. Ganz klar, dass sich das nicht ausgehen kann. Also das ist ganz, ganz schlimm, das muss man ändern. Na, da sieht man eine schöne Spiegelung, Geldvermögen und Schulden, ja, das ist genau auf der Nullachse gespielt, der von der Deutschen Bundesbank. Ja, das ist die Buchungstechnik. Das ist kein Wunder und kein Zufall. Nicht, wenn alle richtig buchen, schaut so aus. Aber wenn ich jetzt die Zinsen dazu habe bei der Schuld und in der Geldmenge kommen die nicht vor, dann divergieren die immer mehr und ab einem bestimmten Spannungszustand macht es einen Crash und alles bricht zusammen. Das heißt, es ist nicht vermeidbar, dass dieses System sich verabschiedet und uns um die Ohren fliegt, aber das soll uns nicht weiter stören. Ja, wir können ganz cool in ein neues System überwechseln und das ist bei Weitem stabiler. Ja. Das ist ein unschöner Nebenaspekt, dass nämlich die Zinsen und die Zinseszinsen eine Verteilungswirkung haben, nämlich von den ärmeren Menschen zu den Reicheren. Ja. Das ist kein Vorwurf an die Reicheren, ja. Die machen das vielleicht wirklich nicht absichtlich. Ja. Die machen so, okay, ich lebe halt gut. Schön, ich will gar nicht wissen, warum. Ja. Weil wenn ich zu lange nachschaue, ist mir vielleicht eh unangenehm. Ne. Aber es ist ein Systemfehler. Es ist ein reiner Systemfehler und den kann man ja beheben. Nicht? Also ein Zehntel sozusagen profitiert maßlos von den Zinsen, beim zweiten Zehntel ist ungefähr pari und der ganze Rest verliert eigentlich nur durch Zinseszinsen. Da gibt es Untersuchungen, wie viel Zinsen alleine in den Produktpreisen eingepreist sind. Ja, es ist ganz, ganz schlimm bei Mieten, ja, Mieten von Wohnungen und von Gebäuden, da können es bis zu 80-90% sein, weil das sehr langfristige Finanzierungen sind. Ja? Und da sind unglaubliche Zinsanteile drin. Und da kann man auf Knopfdruck sofort einsparen. Mein Freund Ottmar Brigitta, ein Co-Autor, der mich heute vertritt in der Sendung Konter, 23.25 Uhr, FS1. Ja? Wenn wir jetzt lang quatschen, könnt ihr angehen, könnt ihr gleich das nächste anhören. Der wird wahrscheinlich, zumindest hat er das vor, als Beispiel bringen für zinsloses Geld, was man sich ersparen hätte können beim Brenner Basistunnel. Ne? Da hat er so ein schönes Beispiel, das versteht jeder. Ja, Wahnsinnsbeträge, einfach nur das Geld, das sich der Staat selber schöpft, anstatt dass er sich bei Banken verschuldet. So, Henry Ford hat einmal etwas Schönes gesagt, eigentlich ist es gut, dass die Menschen das Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution von morgen früh.
Und bitte für alle, die schon was davon gehört haben, das erklärt jetzt die Occupy-Bewegung. Ja. Occupy ist nichts anderes als das, was der Henry Ford da gesagt hat. So richtig intellektuell komplett durchdrungen haben die das Geldsystem wahrscheinlich noch nicht. Oder vielleicht nur zu 2% oder zu 5%. Ne? Aber keine Sorge, das kommt schon noch. Ja, das kommt schon noch. Irgendwann einmal haben 7, 8, 10% begriffen, die werden die anderen dann noch schneller informieren in den heutigen Netzwerken. Und wenn einmal mehr als die Hälfte der Bevölkerung das versteht, dass es nicht geht, dann wird auch keiner mehr einen heutigen Geldschein verwenden wollen. Ja? Das ist ja eigentlich ein laufender Betrug an anderen. Auch wenn es ein anonymer Betrug ist, wenn ich nicht weiß, wem ich damit schade, will ich es nicht verwenden. Weil ich kenne den Defekt im System und daher mache ich das nicht. Und jetzt erkläre ich euch ja, auf ganz einfache Art und Weise, warum Wachstum und Zinsen diesen merkwürdigen Zusammenhang haben und wie man unser System konstruiert hat, sodass der einzige sinnvolle Gebrauch unseres Wirtschaftssystems der Missbrauch ist. Ja? Wer heute unser System wirklich gut gebrauchen will, sodass es ihm selber und seiner Familie und diesen Leuten, allen Freunden und so wirklich gut geht, der muss es missbrauchen. Denn es ist für Missbrauch konzipiert worden. Das ist jetzt auch wieder kein moralischer Vorwurf. Ja? Weil das machen alle. Auch in meinem Freundeskreis. Es ist ja, denkt man alleine an Steuersparmodelle, ja, die ich jahrelang unterrichtet habe. Ja, wenn das kein Missbrauch ist, leben aber alle gut davon. Ja? Also bitte hören wir endgültig auf, uns auf der moralischen Ebene ewig Vorhaltungen zu machen. Das ist kindisch. Ja? Wer das System einmal begriffen hat, der weiß, dass es ein Missbrauchssystem ist. Ne? Aber bitte, dann stehen wir alle ehrlich auf und sagen, wir wollen jetzt einfach was anderes. Ja? Es ist uns einfach zu blöd, dass wir uns sinnlos herumstreiten, nur weil das System so blöd gebaut ist. Drei Menschen ohne Geld wollen gut leben. Bitte, auch das ist jetzt kein moralischer Argument, du musst das immer wieder absichern. Ja? Gut leben wollen wir alle und auch ich will gut leben, ich gebe es auch zu. Was ich nicht mag, das ist, wenn jetzt alle so zum Sparen anfangen. Ne? Und so alle sagen, ich trage jetzt nur noch Secondhand-Kleider und die Möbel hole ich mir vom Müll. Und das ist nicht notwendig, wir haben genug Ressourcen auf der ganzen Welt, es geht sich alles aus. Ja? Nur beim bestehenden Geldsystem stimmt die Verteilungsregel nicht. Das ist der Defizit. Also Kreditkarussell. Drei Leute ohne Geld wollen gut leben. Sie müssen auch in unserem System ohne Geld gut leben, weil es Geld gar nicht gibt. Das ist nur eine Buchungszeile. Ja. Voraussetzung, dass das funktioniert, jeder ist Kunde bei einer anderen Bank. Ja, wenn jetzt jeder bei einer anderen Bank Kunde ist, eröffnet das Spiel der Herr B, indem er eine Rechnung von 100 an den Herrn A legt. Da müssen wir jetzt gar nicht lange philosophieren, was die Gegenleistung dafür sein soll. Im Zweifelsfall kommt Beratung immer gut an. Man kann sich aber alles Mögliche beraten, nicht? Welchen Hut setze ich mir heute auf, nicht? Oder soll ich eine Milch zum Kaffee nehmen oder nicht? Honorarnote gelegt, geht ja schnell. Wir können es auch à la Maischberger machen, nicht? Was war meine Leistung? Lassen wir das einmal dahingestellt sein. Es wäre möglich, dass es gar keiner wissen will. Dann denke ich nicht lange drüber nach, dann nehme ich halt das Geld. So. Also eine Rechnung von 100. Jetzt hat natürlich der Herr A das Geld nicht, es geht ja zu seiner Bank und sagt, ich hätte gerne einen Kredit. Die Bank wird ihm das nicht ohne weiteres geben. Jetzt sagen, was ist denn deine Sicherheit? Und er sagt, na, ich habe eine Forderung. Ich habe eine Forderung in Höhe von 200 an den Herrn C. Ja, ganz klar. Na, der Herr C hat das Geld natürlich auch nicht, aber er hat eine Bank. Ja? Und er fordert auch von der einen Kredit. Und warum soll die dem Herrn C den Kredit geben? Ihr ahnt es schon, weil der eine Rechnung von 300 an den Herrn B legt. Und der Herr B, der will auch wieder einen Kredit. Und wie besichert das? Hallo, nächste Runde. Ja? Nächste Runde und möglicherweise auch schon nächstes Wirtschaftsjahr. Jede Bank sieht immer nur diesen einen Kunden und sieht das Schönste für eine Bank, das es überhaupt geben kann in diesem Spiel, steigende Umsätze. Ja? Garantierte steigende Umsätze. Noch etwas bitte in dem Zusammenhang. Solange die Banken mitspielen und brav auszahlen, ist das legal. Ja? Ihr seht also jetzt die Doppelseitigkeit des Begriffs Legalität. Es liegt an den Banken, ja, ob das, was ihre Kunden machen, legal ist. Nur an den Banken. Wenn die aufhören, Kredite auszuzahlen, ja, machen sie ihre Kunden zu Verbrechern. Wenn sie brav weiterzahlen, ja, funktioniert alles wunderbar. Also, das Kreditkarussell. Wir sehen jetzt auch Folgendes. Diese Rechnungen wachsen jetzt in diesem Modell linear immer mit einem Betrag von 100. Ja?
Und wir sehen, der zugrunde liegende Kredit muss immer zurückgezahlt werden, plus Zinsen. Da jetzt die Kreditsumme größer werden, werden auch die Zinsen größer. Und die Differenz von 100 wird sie zusammenschrumpfen. Wenn wir jetzt von Rechnung zu Rechnung, ja, immer nur 100 dazugehen, geht sich das nicht aus. Wenn wir einen konstanten Lebensstandard haben wollen, ja, dann müssen wir da steiler hinauf, in eine Exponentialkurve. Seht ihr, meine Lieben, und das ist das Wirtschaftswachstum. So einfach kann man das erklären. Das Wirtschaftswachstum ist der Betrag, den wir alle zum guten Leben haben wollen, wenn wir die Rückzahlung von Krediten plus Zinsen abziehen. Wofür wir das kriegen, was wir tun, ist völlig wurscht. Geldsystem theoretisch betrachtet ist es nur diese Differenz. Ja? Und das geht natürlich bei Zinseszins exponentiell hinauf. Und deswegen muss das Wachstum, ja, immer den Zinsen davonlaufen, weil wir ja von der Differenz gut leben, aus Luftgeld. Und wenn ihr dieses Kreditkarussell euch jetzt vorstellt, über Millionen von Knoten quer über die Landschaft verteilt, dann ist das unser Wirtschaftssystem und sonst gar nichts. Das ist, wie Geld erzeugt wird, ja, wie wir immer nur Forderungen haben und Rechnungen legen. Das einzig vollkommen Absurde ist, wenn man sich dann überlegt, dass die Kredite, die die Banken jetzt hier zusagen, selbst auch nichts anderes als Verbindlichkeiten sind. Schulden, die die Bank selber macht, obwohl sie es gar nicht machen müsste. Ja? Dann wird es absurd, nicht? Dann wird es vollkommen absurd und dann sieht man auch gleich, aus welchem Grund das nachhaltig nicht funktionieren kann. Wir haben noch andere Dogmen in der Ökonomie, die hinterfragenswert sind. Der optimale Einsatz knapper Ressourcen. Nicht? Knappheit ist ja nur in der Vorstellung gegeben. Ich kann ja immer substituieren. Ja? Ich brauche Gold nicht als Gold. Ich kann, wenn es ein Schmuck ist, kann ich das mit anderen Materialien substituieren, genauso gut ausschauen wie Gold. Ja? Für die Zahnfüllung kann ich auch was anderes nehmen. Also es liegt nie an der chemischen Substanz, ob etwas knapp ist, sondern an der Funktionalität. Und da kann ich substituieren. Die optimalen Einsätze im Vorhinein, ja, ex ante bitte heißt im Vorhinein, also Optimalität ist im Vorhinein gar nicht feststellbar. Weil wenn man nächste Woche was Besseres einfällt, eine bessere Verwendung für Gold oder für was anderes, was gerade knapp ist, ja, und ich habe in der vorigen Woche einen Verwendungszweck entschieden, dann war es halt nicht optimal. Das weiß ich aber immer erst hinterher. Und Angebot und Nachfrage bitte sollten wir eliminieren, dort wo es auf die Preise sich auswirkt, denn das ist einfach nur Erpressung. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, sozusagen. Eine kleine Geschichte. Ja. Eine kleine Ortschaft mit zufriedenen Leuten an einem See mit Trinkwasserqualität, Wasser im Überfluss, so viel können die Menschen nie trinken, alle sind glücklich. Und dort kommt ein tüchtiger Unternehmer, etwas böse könnte man sagen, ein Kapitalist, ja, der diese Ortschaft, dieses kleine Dorf plündern will. Der macht das nicht mit Waffengewalt, weil das sind ja mehr und er ist kein tüchtiger Krieger. Das könnte ja, in die Hose gehen. Deswegen macht das auf der geistigen Ebene. Und wie macht man das? Wie plündert man die Bevölkerung aus mit geistigen Tricks? Indem man die Kinder der Elite, ja, dieser Bevölkerung in eine Schule steckt. Ja, die Kinder der Eliten steckt man in eine Bildungsinstitution und unterrichtet ihnen das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Da sagt man also, Dinge, die es im Überfluss gibt, die sind gratis, ist ja klar, jeder kann sich nehmen, es gibt immer noch genug. Wenn es einmal knapp wird, zahlt man einen Preis und je knapper, desto höher der Preis. Für diese geistige Leistung, dass sie sich das merken, setzt man ein lustiges Hütchen mit Quastel auf, ja, schenkt ihnen drei Buchstaben vor oder nach dem Namen und schickt sie wieder nach Hause. Die solcher Art Ausgezeichneten, ja, werden sofort nachgeahmt, denn das Pyramidensystem in der Gesellschaft ist ja nicht umsonst konstruiert worden. Ja? Die soziale Schichtung sorgt dafür, dass immer die Menschen in einer unteren sozialen Schicht zwanghaft äffisch die imitieren, die in der sozialen Schicht über ihnen sind. Das heißt, die dumme Idee, ja, das Meme, geistige Muster, Gedankenvirus, von Angebot und Nachfrage wird vollautomatisch über die Pyramide nach unten kopiert, durch Nachahmungsverhalten in den sozialen Schichten. Mehr brauche ich nicht machen. Ich fange nur die Kinder der Eliten ein, ja, vollziehe die Gehirnwäsche, schicke sie wieder zurück und dann funktioniert die soziale Pyramide als Kopierautomat. Übrigens hat man das schon gewusst, nicht? Weil das richtige Märchen dazu, früher hat man dieses Wissen im Märchen weitergegeben, ist der Rattenfänger von Hameln. Rattenfänger von Hameln erklärt euch nur, wie man geistig eine Gesellschaft beherrscht.
Ja, indem man die Kinder wegführt und Gehirnwäsche vollzieht. Und übrigens, das mit dem Luftgeld ist auch ganz klar, das sind natürlich des Kaisers neue Kleider, nicht? Das ist des Kaisers neue Geld. Nicht? Keiner sieht es, es ist gar nicht da, alle müssen daran glauben, sonst beschädigen sie ihren eigenen guten Ruf. Nicht? Also die Märchen haben uns alles das schon erzählt, aber diese Art von Wissensquelle ist uns leider verloren gegangen. Und jetzt beginnt der tüchtige Unternehmer, sich das Wasser in seine eigenen Tanks abzufüllen, das Trinkwasser. Mehr und mehr und mehr. Und wenn ihn jemand fragt, sagt er, das hast du ja bei mir gelernt, nicht? Das ist ein Überflussgut, da brauche ich nichts zahlen, alles in Ordnung, ihr habt immer noch genug. Wenn seine Tanks voll sind, da geht wirklich nichts mehr rein, dann wird er bei der Einleitungsstelle der Wasserleitung das ein bisschen verschmutzen. Ja? So viel zur Umweltverschmutzung. Ja? Damit macht er nämlich in der Ortschaft das Trinkwasser knapp. Dann wird er dafür sorgen, dass irgendwo die Wasserleitung leck wird. Vielleicht kommt zufälligerweise ein Terrorist um die Ecke, ja, und sprengt die Leitung in die Luft. Auf einmal haben jetzt die Menschen weniger zu trinken oder gar nichts mehr. Dann sagt er, ja, das ist aber Glück, dass ich da so viel in meinen Tanks habe. Ich biege gerade noch ein blaues Zettel drauf, ja, und versehe das mit einem schönen Werbeprospekt am Namen und ihr könnt es um Geld bei mir kaufen. Ja, ist ein besseres Wasser, nicht? Weil das hat einen lustigen Namen und ein Zettel. Ja? Und da zahlen die Leute dann gerne Geld dafür und er wird das weiter verknappen. Und die Leute werden völlig verstehen, dass sie dann teurere Preise zahlen müssen. Alle sind glücklich, alle sind gut befreundet und das Dorf wird wunderbar geplündert. So funktioniert das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das ist überhaupt kein Gesetz. Das ist ein Erpressungstrick der Bevölkerung, den man durch die Hirnwäsche in den Bildungsinstitutionen, durch Kopien in den sozialen Pyramiden in die Bevölkerung gekippt hat. Ist bekannt seit ewigen Zeiten, dass das so gemacht wird. Das ist ja unser politisches System. Genau in diesem System leben wir. Und bitte, der Wasserkrieg in Cochabamba hat ja wirklich so funktioniert in Bolivien. Aber nicht nur dort, auch in Berlin und in Paris hat man es versucht. Ja? Und es ist beide Male gescheitert. Ja? Also, das ist euer Schicksal, wenn ihr im alten System bleiben wollt. Also, Angebot und Nachfrage ist eine Fügung in Erpressung, brauchen wir nicht. Die Geldwirtschaft, wie sie heute haben, in einem Nullsummenspiel, am Ende kann nur der Kampf stehen, nicht die berühmt-berüchtigten Ressourcenkriege. Ja, also das ist ja vollkommen klar, in einem Nullsummenspiel ist immer der Kampf das Letzte. Kooperation wäre besser, bietet mehr Möglichkeiten. Poker versus Wizard. Ja. Es gibt auch Kartenspiele, da muss man sagen, Poker ist klar, nicht? Da gewinnt immer nur einer auf Kosten der anderen. Der Winner takes it all. Ja, Nullsummenspiel gewinnen, Verluste heben sich auf. Es gibt aber auch Kartenspiele, wo die Plus- und die Minuspunkte pro Runde sich nicht auf Null ausgleichen. Ja, wo man zum Beispiel sagen muss, bei einem bestimmten Blatt, wie viele Stiche werde ich machen in dieser Runde. Wenn es mir gelingt, kriege ich Bonuspunkte. Wenn es mir nicht gelingt, kriege ich nur für die Differenz Strafpunkte. Und zwar sowohl, wenn ich zu wenig, als auch wenn ich zu viel Stiche mache. Ja? Und daran sieht man jetzt eines ganz deutlich. In dieser Art von Kartenspiel werden die Menschen nicht dafür belohnt, dass sie gierig sind und sich auf Kosten anderer bereichern, wie bei Poker, sondern sie werden dafür belohnt, dass sie sich an den Spielkontrakt halten. Dass sie also das einhalten, was sie vorher vertragsmäßig zugesagt haben. Na, was wäre denn die schönste Variante eines Geldsystems, eines ethischen Geldsystems, als Menschen dafür zu belohnen, dass sie sich an Verträge halten? Ne? Das wäre doch einmal eine sinnvolle Idee. Und dann sehen wir aber eines sofort, ganz klar. Wenn jetzt zum Beispiel 10 Stiche existieren in der Runde, bei 5 Mitspielern und jeder sagt, er macht 2 Stiche und die bringen das durch, ja, dann kann ich mit einem Nullsummenspiel die Leute nicht belohnen. Denn dann kann ich ja niemandem mehr etwas wegnehmen, wenn ich alle belohnen muss. Das heißt, ein ethisches Geldsystem, wo die Menschen belohnt werden dafür, dass sie sich an Verträge halten, ja, geht sich nie mit einem Nullsummenspiel aus, weil der Worst Case wäre, dass alle ehrlich sind. Und dann kann ich niemandem was wegnehmen, weil ich alle belohnen muss. Also auch da sieht man sofort, Luftpunkte, ja, nicht Nullsummenspiel, ist das einzig Wahre. Und wir werden dann auch sehen, wie wir realwirtschaftlich in das Nicht-Nullsummenspiel hineinkommen, dass das eigentlich eh ganz einfach geht. Die Frage, was ist Geld, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mir würde besser gefallen die Frage, was sollte Geld sein, denn es ist ja eine soziale Konstruktion. Und dafür müsste noch die Frage stehen, wer bestimmt denn das? Wenn man an Demokratie glaubt, muss man sagen, die Bevölkerung. Deswegen drängt sich in der jetzigen Zeit ein Slogan auf, ein durchaus politischer Slogan, der da lautet, Demokratie beginnt mit einem demokratischen Geldsystem. Und das ist das, was die Occupy-Bewegung demnächst auf den Transparenten haben wird. Ja, Demokratie beginnt mit einem demokratischen Geldsystem. Ja, wo Geld nach Regeln erzeugt und vernichtet und weitergegeben wird, die von der gesamten Bevölkerung getragen werden,
und nicht nur von ein paar Bankern und Politikern, die sich in der doppelten Buchhaltung nicht auskennen. Weil dass die damit nur Schaden anrichten, ist, müsste ich sagen, hinlänglich bewiesen. Ja. Gut, also das heutige System mit der verzinsten Schuld, wo die Zinsen nicht in der Geldmenge sind, der gesunde Wettkampf der Realwirtschaft um Zinsen, die es gar nicht gibt, ne? Unsinnig. Das Kreditrisiko von Banken ist auch nicht wirklich nachvollziehbar. Es hat in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten einen Prozess gegeben. Da hat ein Architekt mit dem Namen Daly, Dora Anton Ludwig Y, und der hat einen Prozess gegen die Credit River Bank geführt. Daly versus Credit River Bank findet ihr im Internet, die Unterlagen dazu. Der hat $14.000 sich einen Hypothekenkredit aufgenommen und hat ihn nicht zurückgezahlt, hat sich geweigert. Und zwar mit Verweis auf einen alten Rechtsgrundsatz, die haben ja dort dieses President's Law, wenn irgendwann einmal ein Gericht in einer Sache entschieden hat, dann kann man sich später darauf berufen, dann müssen die anderen das auch so entscheiden. Und da hat es wirklich den Grundsatz gegeben in Amerika, wenn in einer Leihe eine Sache ja, das erste Mal erzeugt wird, das war vorher gar nicht da, das was da verliehen wird, dann muss der sich das ausgebeugt hat, es nachher nicht mehr zurückgeben. Ja, als Rechtsgrundsatz. Und genau so hat er es interpretiert. Er hat gesagt, die Bank hat aus Luft das Geld erzeugt, ja, Buchumsatz, Fiat Money. Und daher, weil das vorher nicht da war, gebe ich es nicht zurück. Und der Richter hat dann das Kindermärchen geglaubt, die Banken verleihen nur das Geld der Sparer. Hat den obersten CEO der Bank in den Zeugenstand gerufen, der hat das dort natürlich zugegeben und gesagt, ja, die Banken machen das so. Das ist das berühmte Fiat Money, das im Buchumsatz entsteht. Daraufhin hat dann der Architekt seinen Prozess gewonnen, musste den Kredit nicht zurückzahlen. Und hat das sogar in einer Zeitschrift publiziert. Ja? Sagt, Leute, wisst ihr eigentlich, was in unserem System geht? Nehmt euch doch Kredite, es ist Geld, das vorher gar nicht da war, es wird für euch geschaffen und nach unseren Rechtsgrundsätzen müsst ihr es auch nicht zurückzahlen. Natürlich wäre das jetzt nicht Amerika, wenn das gehalten hätte, sondern man hat dann politisch ja, einfach gesagt, dieses Bezirksgericht ja, hatte nicht die Kompetenz, über so eine wichtige Sache so zu entscheiden und hat das in höheren Instanzen alles wieder umgetragen. Aber nach dem Rechtsgrundsatz und nach der Logik her war es natürlich durchaus begründet. Und jetzt ganz kurz erkläre ich euch eine Sichtweise auf die Subprime-Kredite, die euch alles darstellen werden, weil da wird ja auch immer wieder verschiedene Dinge werden da durcheinander geworfen. Viele kennen sich nicht aus, was da passiert ist. Wenn ihr das Geldsystem versteht, dass unsere Geldscheine heute nichts anderes als verzinste Schuldscheine sind, dann sind auch die Subprime-Kredite ganz, ganz einfach von allen Leuten auf der Straße zu verstehen. Besser als von den Politikern und den Bankern. Das ist euer Vorteil. Ja? Mit dieser einfachen Sichtweise habt ihr das System besser durchschaut als die meisten Leute heute in der Politik. Bei den Subprime-Krediten in den Vereinigten Staaten ist Folgendes passiert. Es haben Menschen Kredite erhalten für ihre kleinen Häuschen, von denen man wusste, dass sie nie zurückzahlen werden. Das waren die sogenannten Ninja-Loans. No income, no job, no assets. Die hatten also kein Einkommen, keinen Job und auch kein Vermögen. Trotzdem wurde ihnen der Kredit gegeben. Ja, warum? Man wusste, dass der Kredit nie zurückgezahlt wird, es werden aber trotzdem Zinsen gezahlt. Und das Allerbeste, man hat diesen Kreditbrief selbst wieder an andere Banken und Finanzinstitute weiterverkauft. Ja, die sogenannte Kreditverbriefung. So, und was ist dann passiert? Die Ratingagenturen haben sich keinen einzigen, man weiß das, es hat Untersuchungen darüber gegeben, ja, keinen einzigen der Kreditverträge angeschaut und haben sie aber alle mit AAA geratet. Also null Risiko. Da sagen dann viele, dass das war eigentlich Betrug, nicht? Weil es war sicher, dass die Kredite nicht zurückgezahlt werden. Wie kann man so etwas mit AAA raten? Bitte unter der Hand, es ist ganz lustig, es haben einige Mitarbeiter von Ratingagenturen wollten sich ernsthaft die Kreditverträge anschauen. Die haben gesagt, na, schauen wir doch nach, nicht AAA, wer weiß. Ne? Die Chefs haben sie alle zurückgepfiffen. Die haben gesagt, nein, nicht hineinschauen, gar nicht, AAA, aus, Ende. Ja. Warum? Weil die Chefs der Ratingagenturen zum Unterschied von den einfachen Mitarbeitern das Geldsystem verstehen. Ja? Ein Schuldschein, dessen zugrundliegende Schuld nie zurückgezahlt wird, wo laufend Zinsen anfallen und der weitergegeben wird mit Kaufkraft, ist nichts anderes als unser heutiges Geld. Ja? Jeder Dollarschein, jeder Euroschein ja, ist nichts anderes als ein Subprime-Kreditbrief. Das heißt, was die da gemacht haben mit den Subprime-Krediten ist, sie haben unser Geldsystem kopiert. Und solange Dollar und Euro funktionieren, haben sie gesagt, AAA.
Dann ist aber etwas sehr Unangenehmes passiert. Die deutschen Banker haben es nicht geschnallt. Die haben auf einmal geschrien und gesagt, um Gottes Willen, die Kredite werden ja nicht zurückgezahlt. Die Amerikaner haben sich hingeworfen und gesagt, wie blöd kann man denn eigentlich sein? Das darfst du nicht laut rausschreien. Ja? Das ist doch logisch, dass das ganze Spiel zusammenbricht, wenn der Erste sagt, ja, das kommt nicht mehr zurück. Habt ihr das Geldsystem nicht verstanden? Das macht es doch jeden Tag. Das ist doch das Grundgeschäft der Bank. Ja? Und deswegen haben sie die Deutsche Bank auch heftig verklagt und gesagt, na, so blöd darf man nicht sein. Also, das geht so nicht. Aber wie dann die Leute gesehen haben, hoppla, dass die Subprime-Kredite, die das Geldsystem kopieren, die brechen zusammen und gehen nicht, sind aus dem Grund dann unter anderem Euro und Dollar unter Druck gekommen. Und jetzt gesagt haben, wenn ein System, das eigentlich eine Kopie des Geldsystems ist, schon das Vertrauen verliert, ja, dann das zählt selber auch, nicht? Und das war sozusagen das Öffnen der Büchse der Pandora, dass die Leute begonnen haben, das Geldsystem zu durchschauen und sagen, ist ja auch nur ein Schuldschein, wo die Schuld nicht zurückgezahlt wird. Ja? Die zugrunde liegende Schuld beim Geld ist die Staatsschuld. Ja? Würde nie zurückgezahlt. Kann man gar nicht, systemisch bitte. Ja? Praktisch nie in der Geschichte wurde die Staatsschuld wirklich getilgt. Wo soll denn das stattfinden? Und bitte diese ganze Relation, nicht? Das Verhältnis Bruttoinlandsprodukt zu Staatsschuld, das finde ich so wahnsinnig lustig, dass man das als Kennzahl verwendet. Bruttoinlandsprodukt, wenn ich was produziere, dann gehört es dem Unternehmer, aber nicht dem Staat. Ja? Und wenn es verkauft wird, gehört es dem Kunden, aber auch nicht dem Staat. Der Staat kassiert ein bisschen Steuern von denen, ja, aber sonst nichts. Also im Prinzip zu sagen, Bruttoinlandsprodukt ist jetzt eine Größe für die Rückzahlung der Staatsschuld, ist sowas von abartig, das geht sich nicht aus. Es gibt im normalen Insolvenzrecht für Unternehmen zwei Kennzahlen. Das eine ist 8% Eigenkapitalquote und das andere ist die dynamische Schuldentilgungsdauer von 15 Jahren. Aber das ist die Relation Cashflow, ja, zu den Verbindlichkeiten. Das heißt, der echte Cashflow-Überschuss, wie lange brauche ich, um aus dem rein theoretisch meine Verbindlichkeiten zu tilgen? Und wenn das über 15 Jahre ist, ja, und auch noch das Eigenkapital kleiner 8%, das müssen beide Bedingungen sein, dann bin ich insolvenzgefährdet. Ja? Als normales privatwirtschaftliches Unternehmen. Jetzt schauen wir uns einmal an, ob es irgendwann in der Geschichte Österreichs oder anderer Staaten wirkliche Cash-Überschüsse des Staates gegeben hat. Ja, in der Geschichte praktisch nie. Die sind daher von der Konstruktion weg, von unserem heutigen Insolvenzrecht aus gesehen, insolvent. Ja, aber schon per Design. Staaten sind schon per Design insolvent. Das geht gar nicht anders. Ja. Ein Staat hat keinen Markt, der verkauft keine Produkte, der hat keine Mitarbeiter. Ja. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, eine Analogie zu machen, Staat und Unternehmen, abartiger geht es gar nicht. So, Subprime-Kredite ist also klar, was da wirklich passiert ist. So gesehen kann man natürlich durchaus argumentieren, dass diese Ratingagenturen und diese auch die Investmentbanker, dass sie doch keine Gauner waren. Aber wenn sie das öffentlich eingestehen würden vor Gericht oder vor Kongress oder so, müssten sie das Geheimnis des Geldsystems lüften. Ne? Und das wollen sie nur viel weniger, dann lassen sie sich lieber als Gauner beschimpfen. Kreditkarten, das ist auch so ein lustiges Spielchen. Ja, ist fast das gleiche, ist ein ähnliches Märchen, wie die Banken geben das Geld der Sparer weiter in Kredit. Wenn ihr mit einer Kreditkarte eine Rechnung bezahlt, erzählt man euch das Märchen, ja, im Gasthaus, 50 Euro, Unterschrift am Beleg, erzählt man euch das Märchen, nach zwei Tagen oder so kriegt der Wirt sein Geld, abzüglich bestimmter Spesen, und ihr zahlt es dann viele Wochen später in einer Sammelrechnung, in der Zwischenzeit borgt euch jemand Geld, ja, und dafür fallen die Gebühren an. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn ihr eure Rechnung unterschreibt, ja, der unterschriebene Beleg mit 50 Euro, dann habt ihr ein Wertpapier erzeugt. Man nennt das auch Kreditverbriefung. Mit dem Zettel könnt ihr zu jeder Bank gehen und sagen, ich kriege dafür 50 Euro, weil das ist ein Schuldschein mit meiner Unterschrift. Ich habe gerade mein eigenes Geld hergestellt. Macht ihr jeden Tag. Ihr erzeugt bei Unterschrift euer eigenes Geld in der Kreditverbriefung. Und die Kreditkartengebühr zahlt sie in Wirklichkeit dafür, dass ihr das gar nicht wissen dürft. Ja, na, das ist so. Das ist so. Ja, weil ihr werdet so darauf geprägt, sozialisiert, dass ihr immer an eine Gegenleistung glaubt, wenn ihr irgendwo Geld hineinschmeißt. Ja? Also wer etwas bezahlt, ein Abonnement hat für irgendwas, was er vielleicht gar nicht braucht, ja? Den werdet ihr nie davon überzeugen können, dass es überflüssig ist. Ja, irgendwas kommt da schon. Ja? Ich schaue es euch nicht an. Ja? Und so ist es mit Kreditkarten auch. Also das sind so kleine Tricks, ja, wo man euch in die Verschuldung treibt und in Wirklichkeit. Es gibt einen Bankenprüfer bitte aus den 80er Jahren. In den 80er Jahren war William K. Black einer der obersten Bankenprüfer in den Vereinigten Staaten.
Und das war die Saving and Loan Crisis, ein tolles Buch geschrieben, 2005 auf den Markt gekommen, kann ich jedem empfehlen. Jeder, der also mit Banken oder auch Politiker zu tun hat, eine Pflichtliteratur. Und das Buch heißt The Best Way to Rob a Bank is to Own One. Das erinnert an Bertolt Brecht. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ja. Warum? Was ist in den 80er Jahren passiert? Da sind hunderte kleiner Sparbanken zusammengebrochen, wurden mit Steuergeld aufgefangen und das war unter Reagan. Da haben wir gesagt, jetzt brauchen wir mutige Investoren, die kaufen jetzt zum Schnäppchenpreis die Pleitebanken und dann regulieren wir sie gar nicht und der freie Wettbewerb macht sie erfolgreich. Jetzt müsste man als kritisch denkender Mensch einmal hinterfragen, wer kauft denn eine Pleitebank? Wer kauft, auch billig, ein Unternehmen, das durch Konkurs bewiesen hat, dass sein Geschäftsmodell gar nicht funktioniert? Wer will denn sowas? Und der William K. Black gibt die Antwort in diesem Buch, How Corporate Executives and Politicians Looted the Saving and Loans Industry. Naja, er hat gesagt, das waren alles Strohmänner, die sich das Geld bei Mafia-Bossen geborgt haben. Ja, und die sogenannten Bankster. Und kaum, dass sie zum Schnäppchenpreis diese Bank gekauft haben, haben sie dem Gangster, von dem sie sich das Geld geborgt haben, dem Bankster, einen Kredit gegeben, der höher war als der Kaufpreis der Bank. Der hat den einfach nicht zurückgezahlt, die Bank ist wieder insolvent geworden und wieder mit Steuergeld aufgefangen. Und das ist das Grundproblem der heutigen Banken. Ja? Es ist eine Gelddruckmaschine für die Eigentümer, die sich einfach Kredite geben, sie nie zurückzahlen und der Steuerzahler richtet es. Das ist unser Hauptproblem, das ist es auf den Punkt gebracht. Ja? Irgendwelche Parallelen zur heutigen Situation? Ja, jetzt machen sie es mit in einem Umfang, wo man die Nullen nicht mehr zählen kann. Ja? Und wo sie sagen, too big to fail, jetzt kannst du uns nichts machen. Bitte, das ist natürlich ein völliger Unfug. Man kann jederzeit Banken insolvent werden lassen. Ja, sofort. Man tauscht einfach das Top-Management aus gegen ein paar Beamte und die Bankomaten laufen weiter. Ja? Also alleine schon diese Idee, was man damals noch dem Gusenbauer erzählt hat, am Montag gibt es kein Geld mehr in den Bankomaten. Ja? Na, drollig, ne? Wenn ich die Eigentümer enteigne und das gehört jetzt dem Staat und das Top-Management wechsle aus, kann der Rest weiterlaufen. Ja? Wir werden halt schrittweise die Geschäftsmodelle umstellen, aber die Versorgung mit Zahlungsmitteln der Bevölkerung muss man ja deswegen überhaupt nicht antasten. Nicht, wenn man das doch tut oder behauptet, ist das reine Erpressung. Erpressung und Bluff in Wirklichkeit, sonst gar nichts. Also, wirklich, ganz witzig. So, also, da gehen wir jetzt ein bisschen drüber. Ja, eines ist vielleicht noch spannend. Eines ist spannend. Wir brauchen eigentlich Geld deswegen nicht. Es reicht, wenn wir uns auf ein Wertverhältnis einigen. In China hat es über 10.000 Jahre lang ein ganz spannendes Währungssystem gegeben, Feilun, das fliegende Rad. Wie hat das funktioniert? Man kommt zu einem Händler, sucht sich ein paar Dinge aus, einigt sich auf einen Preis und der Händler macht einen Kreidekreis an der Wand und schreibt eine Zahl hinein. Und daher kommt der Begriff in der Kreide stehen. Ein paar Tage später kommt man mit anderen Waren, bietet sie dem Händler an, man einigt sich wieder auf einen Preis und um den Betrag wird dann die Zahl im Kreidekreis vermindert. Ganz leicht. Und wie die Kreidekrise und Kreise unpraktisch wurden, hat man dann in kleine Heftchen geschrieben, in kleine Bücher. Das waren also sozusagen die Schuldscheine, ja, der Kunden. Und immer wenn die gestorben sind, ja, dann hat man diese Seiten rausgerissen, weil man denen dann die Schuld vergeben hat und hat sie bei der Beerdigung verbrannt. Und daher kommt der Brauch auch heute noch, dass Chinesen auf Beerdigungen ja kleine Zettelchen verbrennen. Da kommt das her. Ja, das war das Feilun-System. Das war ein Geldsystem ohne Geld. Man hat sich einfach nur auf den Wert als dimensionslose Zahl geeinigt. Ja, nur eine Zahl. Reicht ja. Ja, ich brauche nicht Euro, Dollar, Yen. Da ist ja nichts dran. Das ist ein Symbol. Da ist ja gar nichts. Wo kommt denn bitte eigentlich die Krone her oder sowas? Ja? Ursprünglich hatten die Adeligen das Privileg der Geldschöpfung und die haben auf die Geldscheine ein Symbol, eine Krone drauf geprägt. Aber warum? Das war die Erlaubnis des Herrschers, dass jemand, der diesen Geldschein benutzt, im Herrschaftsgebiet des Adeligen ja, wirtschaftlich tätig werden darf. Ein Erlaubnissiegel für wirtschaftliche Tätigkeit. Und wieder nach der Französischen Revolution, ja, die Banker den Adel vertrieben haben, sie haben Geldschöpfung machen jetzt wir, haben gesagt, oh, was haben da für lustige Zeichen am Zettel? Ah, da können wir jetzt so tun, als wäre das etwas, was einen Wert hat und mit dem können wir spekulieren und handeln. Und dann sind sie ins Kraut geschossen, die Taler und die D-Mark und Wechselkurs und hin und her. Es hat ja überhaupt keinen Sinn. Das ist eine dimensionslose Größe, ja, solcher Preis. Wenn ich da jetzt sage, das ist etwas mit Eigenwert, kann es nicht funktionieren. Dann habe ich in Wirklichkeit nur ein Geschäft für die Spekulanten. Nicht? Die Spekulanten, also die Volatilität wird künstlich gesteigert, weil durch diese
Auf Abwärtsbewegungen entstehen leistungslose Einkommen bei den Spekulanten. Aber die realwirtschaftlichen Unternehmer, die in einem Land Rohstoffe kaufen, im anderen Produkte verkaufen müssen, müssen sich teuer gegen diese Schwankungen versichern und an beiden, der Spekulation und der Versicherung, verdient wieder die Bank. Das heißt, Banken haben heute ein Geschäftsmodell daraus gemacht, Dinge, die es gar nicht geben kann, nämlich D-Mark, Dollar, Euro etc., ja, eigentlich Herrschaftssymbole, denen einen Eigenwert zu unterstellen, obwohl man gar nicht brauchen, die Zahl allein genügt. Und die Zahl kann ich nicht tauschen, weil 5 ist 5 und 7 ist 7. Ich werde 7 gegen 5 nicht tauschen. Ganz einfach. Was aber zugrunde liegt der heutigen Entwicklung, ist etwas viel Dramatischeres. Die menschliche Entwicklung vollzieht sich, geschäftsbezogen, auf der Grundlage der Informationsinfrastruktur. Wir hatten früher Informationsinseln. Das heißt, ein Händler konnte beim A billig kaufen und beim B teuer verkaufen. Voraussetzung war, dass A und B sich selber nicht gekannt haben. Ja? Und natürlich auch, dass niemand verraten hat, dass er da billig kauft und dort teuer verkauft. Solange also eine inselförmige Informationsstruktur ist, bleibt das Geschäftsmodell aufrecht, die Geschäftsbeziehungen bleiben erhalten. Heute haben wir aber das Internet, und das ist der wirkliche die Triebkraft dieser Veränderung, weil nämlich praktisch im selben Moment fast alle Menschen die gleichen Informationen haben. Das heißt, Geschäftsmodelle, die auf Konkurrenz und auf Informationsasymmetrie beruhen, Informationsasymmetrie, einer weiß was, was der andere nicht weiß. Bitte, die normale Bevölkerung nennt das Betrug. Ja? Aber wenn man akademisch sozialisiert ist, dann nennt man es Informationsasymmetrie und sagt, das hat einen Wert. Das ist gut. Ihr seht, wie sich halt so manche Menschen den Rest der Bevölkerung entfremden im Zuge ihrer Ausbildung. Ja? Und dann haben sie ein Problem, Kommunikationsproblem. Ja? Also Informationsasymmetrie und Konkurrenz kann nur funktionieren bei inselförmigen Informationsinfrastrukturen. Wenn jetzt global das globale World Wide Web ausbricht, ja, dann müssen wir im Kopf nur umschalten auf Kooperation, ja, und Transparenz. Das ist alles. Weg von der Konkurrenz, weg von der Informationsasymmetrie, sofort vollständige Kooperation, ja, und totale Transparenz, und dann können wir eigentlich weitermachen wie bisher. Ja. Nur den einen Schalter müssen wir im Kopf umlegen, weil die Informationsinfrastruktur sich geändert hat. Ja, das ist alles, was wir jetzt tun müssen. Und Geld ist ein Teilaspekt dieser Entwicklung. Gut, das steht in manchen dummen Büchern drinnen und kann sofort widerlegt werden. Bitte, Geld ist kein universelles Tauschmittel. Ja, wenn ich also zwei Dinge habe, zwei Menschen tauschen, zwei Gegenstände, einen Tisch gegen einen Sessel, ja, dann tauschen sie das einfach, da braucht man kein Mittel dafür. Niemand braucht ein Mittel. Und wenn sie sich darauf einigen, dass sie einen Apfel gegen zwei Birnen tauschen wollen, dann haben sie eine Wertrelation, einen Preis, 1 zu 2 oder 0,5 zu 1. Ja? Und dann haben sie eigentlich schon gekauft. Und schon wieder machen sie das, ohne dass sie Geld verwenden. Ja, also es gibt kein universelles Tauschmittel. Tausch erfolgt einfach, wenn man sich auf eine Wertrelation einigt. Das ist eine abstrakte Zahlengröße, die man dafür braucht, ja? Und nicht ein Zwischending. Ja? Das braucht man nicht. Aber wenn Monopolisten gesetzlich die einzigen sind, die das Zwischending erzeugen, da können sie uns natürlich in jedes Geschäftsmodell sofort reinreden und dort mächtig sein. Was soll ein Wertemaßstab sein mit Eigenwert? Bitte, ein Meter ist die Länge, hat aber keine. Ja? Das war früher das Pariser Urmeter mit einer Metalllegierung, heute ist es ein Vielfaches einer blauen Lichtwellenlänge. Und der Metermaßstab ist an und für sich willkürlich, es ist egal, ob ich sage, der ist so, so oder so. Ja? Aber wenn ich ihn einmal definiert habe, darf er sich nicht mehr ändern. Er darf sich gar nicht ändern in der Verwendung. Das macht ihn als Maßstab ja erst wichtig und wertvoll. Und jetzt schauen wir uns einmal an, das Geld hat ja angeblich einen Eigenwert. Das hat im Inland eine Inflation, das hat nach außen Wechselkurse. Ja, ja, mit sowas soll ich messen können. Das ändert sich nach Angebot und Nachfrage. Das ist genau wie wenn ich zu einem Bretterstapel gehe mit 30 Brettern. Dann wird mein Metermaßstab ganz lang wegen der großen Nachfrage. Und wenn ich ein einzelnes Brett abmessen will, wird er ganz schmal, wegen der geringen Nachfrage. Ist das ein Wertmaßstab? Die wissen nicht, was messen heißt. Also es ist Geld kein universelles Tauschmittel und es kann auch kein Wertmaßstab sein, aus logischen Gründen. Wertaufbewahrungsmittel, Geld, da stelle ich immer die Frage, Dinge, die euch wirklich wichtig sind. Zum Beispiel Gold, dem einen, ja? Oder die Kinderfotos, ja? Oder irgendwelche anderen, der Familienschmuck, geerbt aus über die Generationen. Wie bewahrt ihr den auf? Wahrscheinlich verkauft ihr das alles gegen Geldbündel und die Geldbündel steckt dann in den Tresor. Wenn ihr das macht, dann ist Geld ein Wertaufbewahrungsmittel. Wenn nicht, dann nicht.
Also alles drei sind absurd dumme Propaganda-Argumente. Ja? Geld hat in Wahrheit überhaupt keine Funktion. Das kann er keine haben, weil es entsteht in der Buchungszeile aus Luft und verschwimmt dort viel. Also das Einzige, was ja wirklich da ist, sind Güter und Dienstleistungen. Ja? Aber mit verschiedenen Geldtricks kann man natürlich andere Menschen um die bringen. Man kann sie enteignen, indem man Geld verwendet. Geld, das selbst keinen Wert hat. Früher hat man gesagt, Goldmünzen, die noch einen Wert hatten, zum Beispiel als Tauschmittel, das war Warengeld. Warengeld hat einen Eigenwert. Das heutige Geld ist Informationsgeld, entsteht als Bit und Byte im Computer, hat keinen Eigenwert. Aber es wird noch so getan, auch bei der Kreditvergabe mit dinglicher Besicherung, als würden wir es mit Warengeld zu tun haben. Also wären diese Zettelchen, die euch im Bankomaten holt, alles echte Goldstücke. Ja, dann ist es klar, wenn ich da echte Goldstücke kriege, ja, dann verpfände ich mein Häuschen, dann habe ich ja Gold. Aber Zettel, die nichts wert sind. Und wenn dann die Banker sagen, aber du kannst dir damit einkaufen gehen, dann kannst du ja den Wert, den ich nicht habe, ja, dir von jemand anderen holen, dann geht es wieder, ne? Dann ist es ja doch wertvoll. Da kommt der Wert zwar nicht von mir, von einem anderen, ja? Das ist eine Argumentation wie von einem Gemäldedieb. Ein Gemäldedieb, der die echte Mona Lisa stiehlt im Museum und durch eine ganz tolle Kopie ersetzt, der dabei ertappt wird und man sagt, hey, du hast da die Mona Lisa gestohlen. Da ist eigentlich für nichts passiert. Der wahre Wert des Bildes ist ja nur, dass die Leute ihn anschauen können. Das können sie mit der Kopie genauso. Also nehmen wir das Echte einfach weg. Ne? Das ist die Argumentation der Banker mit dem wertlosen Informationsgeld. Ne? Diese Argumentation von Dieben in Wirklichkeit. Schlimm. Also da Geld gar nicht wirklich existiert als etwas Materielles, es funktioniert nur, wenn alle daran glauben, ist es eine Religion. Weil sie uns gesetzlich staatlich vorgeschrieben wird, ist es eine Staatsreligion. Und weil wir das alle so gar nicht wissen, ist es eine geheime Staatsreligion. Geld ist eine geheime Staatsreligion. Und deswegen bin ich dafür, wir treten einmal schnell aus der Geldkirche aus. Es gibt übrigens keine Kirche, die teurere Beitragsgebühren erhebt als die Geldkirche. Also, was sollte jetzt Geld sinnvollerweise sein? Da gibt es auch Varianten, die vielleicht doch was bringen. Eine Regel zur Verteilung von Gütern und Dienstleistungen in einer Gesellschaft. Denn die Art und Weise, wie wir Güter und Dienstleistungen verteilen, soll rein demokratisch funktionieren. Das soll die Bevölkerung selber bestimmen. Ja, da soll kein Politiker, kein Wissenschaftler was vorschreiben, denn da kann auch die Bevölkerung wachsen. Jede Bevölkerung, ja, jeder Staat und jede Volkswirtschaft hat eigentlich zwei Probleme. Einmal die Produktion, was wollen wir alles herstellen, Güter und Dienstleistungen, und dann die Verteilung. Und unser historischer Fehler ist, dass wir die zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, mit einem einheitlichen Geldsystem verbunden haben. Weil nur das, was ich hier verdiene in der Produktion, kann ich bei der Verteilung wieder ausgeben und bestimmt meine Kaufkraft. Das heißt, wenn hier ein Unternehmen zusperrt, weil keiner mehr die Produkte will, dann verlieren die Mitarbeiter Kaufkraft und können sich auch von anderen Unternehmen immer weniger kaufen. Und so entsteht ein Konjunkturzyklus. Also ein Konjunkturzyklus ist ein Rückkopplungseffekt, weil wir durch das Geldsystem zwei Dinge miteinander verknüpft haben, die nichts miteinander zu tun haben sollen. Ja, in einer funktionierenden Gesellschaft zerschneidet man das einfach. Man sagt, was wollen wir produzieren, da arbeiten wir alle zusammen, kooperativ, modernste Technologie, nachhaltig, ökologisch, ja, keiner soll sich überarbeiten, unangenehme Arbeiten sollen Maschinen machen, ja, wunderbar, kann man alles konfigurieren. Und dann kommt das Verteilungsspielchen. Wer kriegt wovon wie viel? Und das soll die Bevölkerung entscheiden, um Gottes Willen. Ja? Das soll mit der Produktion einfach nichts zu tun haben. Ja? Da gibt es menschliche Regeln, ja? Da gibt es Belohnungen für gute Ideen, ja? Da gibt es neue Experimente. In diesem Bereich muss sich auch die Menschheit geistig weiterentwickeln können. Ja? Und nicht ewig in diesem Versklavungsmodell, dass man sagt, nur was du hier erarbeitet hast, ne, das kannst du dann da hinten wieder ausgeben. Wenn Maschinen kommen, dann muss das Einkommen erhalten bleiben. Also, es gibt ja auch momentan Probleme mit Korruption, habe ich mir sagen lassen. Viele meinen, das hängt an der Betragshöhe. Dabei, das haben wir auch gesagt, das Anfüttern. Wenn man hin und wieder mal einen Beamten zum Essen einlädt, ich bin ja auch Beamter, wenn man mich zum Essen einlädt, anfüttern. Und ich sage meinen Studenten bei Korruption immer ganz etwas anderes. Da schauen sie am Anfang aus verblüfft. Aber ich kann es noch beweisen. Ich sage, wisst ihr, was Korruption ist? Ganz eine einfache Definition. Korruption ist, wenn man für Geld arbeitet. Das ist es. Wer für Geld arbeitet, ist korrupt. Zwangsläufig.
Das System funktioniert ja so, dass wir alle zwangsläufig korrupt werden, damit uns die Korruption bei den anderen nicht auffällt. Ja, weil dann ist es nur ein Betragsunterschied und das nennt man dann Neid. So kann man das ja schön aushebeln. Ne? Ganz einfach. Warum sollte man arbeiten, frage mich dann meine Studierenden, sage ich ganz einfach. Weil es eine sinnvolle Tätigkeit ist, weil es mir Spaß macht, weil ich neue Fähigkeiten gewinne, weil ich damit hilfreich für andere bin, ja? Weil ich etwas Neues kennenlerne. Gibt es viele, viele Gründe, warum wir arbeiten sollen, aber arbeiten als sinnvolle Tätigkeit. Und wofür sollten wir ein Einkommen bekommen? Ja, also Geld, Kaufkraft im neuen System, Kaufkraft, viel wichtiger als Geld. Geld kann das nie sichern, die Kaufkraft. Ja, ganz einfach, damit wir den Lebensstandard haben, den wir alle haben wollen. Ganz einfach. Und diese zwei Dinge, ja, sinnvolle Tätigkeit, ja, und der Lebensstandard, dürfen nie etwas miteinander zu tun haben. Das sind zwei ganz getrennte Dinge. Und wenn wir eine Gesellschaft schaffen, wo wir diese Trennung aufrechterhalten, dann wird das eine nachhaltige und gesunde Gesellschaft sein. Ja? Solange wir das miteinander verkrampft verlinkt haben, haben wir Konjunkturzyklen, haben wir Neid, haben wir Verteilungskämpfe, ja? Diesen ganzen Unsinn, den wir uns sparen können. Ja? Also, Geldschöpfung kann auch ohne Schuld erfolgen. Geld ist eigentlich dimensionslos, wertvoll sollte nur menschliches Verhalten sein und nicht die tote Materie. Zum Beispiel könnten wir in einer demokratischen Nationalbank, wenn wir Buchhaltung noch haben wollen, ja, damit wir langsam da einen gleitenden Übergang schaffen, buchen Kassa an Eigenkapital. Das wäre simpel und ehrlich. Und das Eigenkapital ist gestückelt auf alle Bürgerinnen und Bürger der Bevölkerung. Ja, und erzeugt so die Kaufkraft. Einfacher geht's nicht. Ist auch eine Bilanzverlängerung, aber ohne Schulden und ohne Zinsen. Kassa an Eigenkapital. Und wenn wir das gekauft haben, was wir wollen aus der Bevölkerung heraus, verschwindet das Luftgeld wieder Eigenkapital an Kassa und ist wieder weg. Es ist halt kein Kreislauf. Nee, der Kreislauf ist es schon heute nicht. Es wird nicht wirklich weitergegeben. Ja? Sondern es entsteht dauernd im Kredit und es verschwindet wieder. Es fluktuiert eher. Es ist sowas wie eine Quantenfluktuation und nicht ein geschlossener Kreislauf. Ja? Das wäre auf jeden Fall das Ende des Nullsummenspiels. Wenn Menschen etwas haben wollen, das sie nicht haben, müssen sie nicht tauschen. Sie müssen nicht kämpfen und nicht Kredite vorstellig werden. Sie sollten das, was sie haben wollen, sich einfach selber herstellen können. Das ist der Punkt. Ein Nicht-Nullsummenspiel bedeutet, Dinge, die wir haben wollen, erzeugen wir neue für die Menschen, wenn sie es brauchen. Ja? Auch die Preissetzung müssen wir in einer zentralen Datenbank lösen. Ne? Denn Angebot-Nachfragespielchen mit Erpressung und Verknappung, auf die können wir verzichten. Das vermeidet die Inflation, das ist völlig transparent, wir können alle kooperieren. Kapazitätsausweitung statt Preiserhöhung. Ja? Wenn die Nachfrage steigt, muss die Kapazität ausgeweitet werden, nicht dass der Preis erhöht wird. Ja, was ist denn das für eine dumme Regel? Wir hätten dann Geld mit Mascherl. Alles wäre transparent, wir würden das sehen, wir hätten funktionales Geld. Stell dir vor, in unserem elektronischen System, an dem wir gerade arbeiten, können Investoren, die einem Vorstand zum Beispiel Geld geben wollen, die Verträge so einstellen, ja, wie er das Geld weitergeben darf. Der Vertrag, ja, ist parametriert, also eingestellt, im Geld selber. Das Geld trägt den Vertrag in sich und kann für andere Verträge nie wieder ausgegeben werden. Das ist technisch gesichert. Ja, da brauche ich nicht hinterher irgendwelche Zettel durchsuchen und schauen, wann der Vertrag dann da hinterher erst geschrieben wurde. Ja. Die technische Absicherung des Geldes, das eingestellt werden kann, funktional nur für bestimmte Verwendungszwecke, für andere eben nicht, ja, ist ein sicheres Geld. Und es ist nachvollziehbar, das erste Mal dieses Geld mit Mascherl. Die Banken können gar nicht nachweisen, wo das Geld herkommt. Ja, bei den Zinsen auf dem Bausparvertrag kann keiner sagen, ob die nicht unglücklicherweise, ja, von den Einzahlungen anderer Bausparer kommen. Das wäre ja dann eigentlich 168a ein Pyramidenspiel. Pfui, pfui. Aber so sind die Banken heute ja nicht aufgestellt. Warum? Weil sie die Seriennummer der Geldscheine bei ihren Buchungen nicht miterfassen. Ja? Geld wäre eigentlich eine Entity, hätte eine Identität, die wird aber nirgendwo dargestellt. Das ist einfach eine simple Zahl, die entsteht aus nichts, ja? Hat keine Seriennummer, ich kann damit machen, was ich will. In der heutigen elektronischen Welt sind Sachen ohne Identitäten wertlos. Ja? Was ist denn das für eine Welt, bitte? Die Menschen kriegen alle IDs und Pässe und das Geld hat keine Identität, mit dem kann man machen, was man will? Entschuldigung, das kann man doch einer aufgeklärten Bevölkerung nicht verkaufen, oder? Also, die Demokratie erzeugt die übergeordneten Meta-Regeln der Geschäftsfälle. Anstatt der Gesetzgebung stellen wir uns das in einem sozialen Netzwerk in Zukunft selber ein. Ja? Oder es machen die Enkel für die Großeltern.
Funktionales Geld kann man nur für bestimmte Zwecke verwenden. Bei Missbrauch, weil auch die Rechtsverhältnisse in der Datenbank verankert werden, ja, kann man sofort, wenn die Transaktionen zeitgestempelt sind, sämtliche Rechtszustände wieder in den früheren Zeitpunkt versetzen. Ja? Grundbuch, Firmenbuch, alles das, was wir heute haben wollen, ist da enthalten. Und wenn einmal ein Missbrauch aufgedeckt wird, fährt das System einfach zurück, eine Woche vorher, und nichts ist passiert. Das nenne ich Rechtssicherheit. Ja? Es ist das Ende der Medienbrüche. Plan, Vertrag, Vorleistung, Bezahlung, alles in einem System. Heute haben wir Belege, Zettelchen, wir haben Buchungssätze, ja? Wir haben die Verträge in der Rechtsabteilung und keiner weiß in welcher Fassung und ob der Vertragspartner den gleichen hat, den Vertrag. Nein, der wird 14 Tage später vom Rechtsanwalt geschrieben, da schreibt er an das Datum hin. Ne? Routinefall. Ne? Also, elektronische Netzwerke, Echtzeitkommunikation, elektronische Verträge und Rechnungen, elektronische Prozessketten, funktionales Geld, steht alles zur Verfügung. Ja? Was wir wollen, ist ein Baukastensystem im Internet für beliebige Geldsysteme und Wirtschaftssysteme. Und die Demokratie entscheidet selbst, was sie haben will. Aber es ist dann alles transparent. Ja? Man kann alles darstellen und es ist eindeutig nachvollziehbar. Das erste Mal, dass wir nicht Medienbrüche haben, wo in der Rechtsabteilung war anderer was sagt als in der Buchhaltungsabteilung. Ne? Und der Wirtschaftsprüfer hat dann die dritte Meinung dazu. Das wäre dann aber auch ein Geldsystem für die Wissensgesellschaft, weil wir dann ja kooperieren, können wir das Wissen auch wirklich weitergeben, weil wir nicht mehr in Konkurrenz zueinander stehen. Ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal die Weltraummächte heute auf diesem Planeten. Ja, Amerika, Russland, China, Indien, Japan, Europa. Die haben alle für ihre Raumfahrtprojekte einzelne getrennte Budgets. Klarerweise. Und natürlich kämpfen sie gegeneinander. Also die Europäer werden den Chinesen sicher nicht verraten, wenn sie eine neue Idee für irgendeinen Treibstoff haben. Ne? Und die Russen werden es den Japanern auch nicht erzählen. Ist ganz logisch. Und wenn wir jetzt eine neue Entwicklung brauchen, zum Beispiel einen Photonenantrieb oder irgendwas, der sehr teuer ist, dann werden es die einzelnen Staatenblöcke mit ihren kleinen Budgets noch dazu gegeneinander, und sie sagen, wahrscheinlich nicht schaffen. Würden die aber alle ihre Budgets in einen Topf schmeißen, ja, und würden sagen, okay, wir kooperieren, dann könnte sich die nächste Technologie in der Raumfahrt vielleicht gerade noch auskennen. Das geht heute nur in der Kooperation und nicht in der Konkurrenz. Das ist ganz klar. Dass Konkurrenz einen Vorteil schafft, dass der Wettbewerb zu Fortschritt führt, ist der größte Denkfehler in der Geschichte der Menschheit. Das ist leider Gottes wirklich wahr. Ja. In diesem System gäbe es nur noch die natürliche Person, ja? Menschen, die auf Augenhöhe kooperieren und die sich in Projekten in diesen Kooperationsnetzwerken zusammenschließen und konfigurieren. Ja, und dort alle an einem Strang ziehen. Die handeln sich die Konditionen aus, die Leistungen, die Gegenleistungen und ziehen das dann durch. Intelligente Entscheidungsstrukturen kann man da einbauen. Das geht bis hin zu elektronischen Wahlsystemen. Die Gruppen- und Schwarmintelligenz können wir entwickeln und die Kreativität kann mit Kaufkraft belohnt werden. So, wie schaut das aus? Wir sind heute darauf konditioniert, im sogenannten Individualtausch zu arbeiten. Ja? Immer wenn ich etwas haben will von einem anderen Menschen, wird er darauf bestehen, dass ich beinahe zeitgleich eine fast wertgleiche Gegenleistung erbringe. Und wenn ich das nicht kann, weil ich momentan kein Geld eingesteckt habe, ja, ist ein Problem, dann wird er das vielleicht gar nicht hergeben, was ich von ihm will. Da können natürlich viele Verträge nicht zustande kommen, nicht? Das ist eine Verknappung, eine schwierige Situation. Wenn wir aber sagen, wir haben in Wirklichkeit unser Netzwerk, unsere Gesellschaft in der Mitte, dann können diese rein individuellen, dualen Beziehungen sich auflösen, verschwinden. Und wir kommunizieren dann nur noch mit dieser Wolke, mit diesem Netzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt von jemandem etwas möchte, ja, ein Stück Brot, ja, eine Leistung, was auch immer, ich habe aber jetzt kein Geld dabei, kann er das trotzdem geben. Weil auf seinem Konto, wenn wir das jetzt einmal so zu umschreiben, ja, im Netzwerk wird ihm das gut geschrieben. Und das ist gleichzeitig schon seine Kaufkraft. Er kann das auch schon ausgeben. Ja? Und ich habe eine Belastung auf meinem Konto und werde es irgendwann in einem Deal mit irgendjemand anders wieder ausgleichen. Ja? Aber die Leistungen können jederzeit erbracht werden, weil niemand mehr von der Kaufkraft des Kunden abhängig ist. Okay? Wir sind das erste Mal nicht mehr abhängig von der Kaufkraft der Kunden. Wir haben die Kaufkraft sofort, wenn die Leistung erbracht ist. Ja? Und die Kunden leisten später, wenn sie wieder Kunden haben. Ja? Und in diesem System brauchen wir eigentlich nur noch eines, das kommt dann noch dazu, als Zucker, einen neuen Beruf. Ja, das sind psychologische Begleiter. Neuer Beruf. 5-10% der Bevölkerung, ja, sollten
nichts anderes mehr in ihrem Leben machen, als 10 bis 20 Leute glücklich ein Leben lang. Indem sie diese Menschen fragen, was möchtest du eigentlich wirklich sein? Wie möchtest du dich entwickeln? Was macht dir Freude? Ja? Was ist deine schönste, tollste Tätigkeit? Und dann verschaffe ich dir im System so viel Kaufkraft, dass du einmal die Ausbildung machen kannst, ganz problemlos. Und was du dann aus Begeisterung in der Gesellschaft leistest, für das konfiguriere ich dir eine Schnittstelle, dass mit dem, was du aus Begeisterung freiwillig leistest, ja, der maximale Gemeinnutzen entsteht. Denn das sind kombinatorische Schnittstellenprobleme, die wir mit der heutigen Softwaretechnologie im Griff haben. Sonst nichts. Es ist Technologie, die uns den Weg weist. Und das ganze kombinatorische Potenzial der Möglichkeiten, ja, der menschlichen Kooperation steckt in diesem Netzwerk drinnen. Und das ist sogar schon fertig. Gut. Also, was bedeutet das jetzt aus technischer Sicht? Wir haben am Backend, am Server, die physischen Ressourcen und Fähigkeiten der Menschen im Netzwerk. Die sind dort indiziert, die sind verknüpfbar, die können wir in einfach beliebigen kombinatorischen Algorithmen auflösen, zerlegen für alle Projekte, die anstehen. Und da gibt es ein eigenes System mit künstlicher Intelligenz, ja, ein neuronales Netzwerk, das das pausenlos kombiniert, durchpermutiert und sagt, was gibt es alles für Möglichkeiten mit den bestehenden Ressourcen, welche neuen Projekte anzulernen. Die Menschen sind in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Ja? 95% der Menschen, ihr vielleicht schon ein bisschen besser, wenn ihr jetzt hingeht, ja, aber 95% der Menschen können ohne Geld nicht leben. Ist so. Ja? Die brauchen das, damit sie sich festhalten. Und jetzt habe ich mir nachgedacht, was ist denn eigentlich Geld noch, außer der Regel zur Verteilung von Gütern und Dienstleistungen in der Gesellschaft? Geld ist eigentlich eine Benutzerschnittstelle. Wenn ich etwas leiste in die Gesellschaft, kriege ich Geld. Wenn ich etwas haben will, ja, gebe ich Geld. Geld ist also die Benutzerschnittstelle zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Bei funktionierenden Systemen sind Benutzerschnittstellen auswechselbar. Ich kann mir bei Linux aussuchen, ob ich KDE oder GNOME als Oberfläche nehme. Ja? Ich kann mal bei Windows die Farbe einstellen von meinen Fenstern, ja, das Verhalten, alles Mögliche. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn hinten die echten Ressourcen und Fähigkeiten, also das, was Realökonomie ausmacht, am Server liegen und dort nach ökologischen Gründen ja nachhaltig verwaltet werden, dann spiegel ich das Geldsystem einfach am Frontend und für jeden Menschen individuell einstellbar. Hm? Ja, jeder Mensch kann sich sein Geldsystem aussuchen, ja, das er haben will. Das kann er auch weiterentwickeln, bis er geistig so reif ist, dass er vielleicht gar kein Geld mehr braucht. Ja? Aber unsere Software stellt sicher, dass er im Hintergrund mit jedem faire Transaktionen abschließen kann, weil es ja immer nur um die echten, realen Güter und Leistungen im Hintergrund geht. Hm? Das heißt, das ist eigentlich nur so eine psychologische Stütze. Ja, selbstverständlich. Es ist eine psychologische Stütze, eine Entwicklungshilfe der Menschen, damit sie schrittweise von der Konkurrenz zur Kooperation übergehen können. Ja? Das ist doch eine schöne Interpretation. Okay. Geld ist die Benutzerschnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft und soll in der Software auch als Benutzerschnittstelle implementiert werden. Ja? Mit den psychologischen Begleitern, die das menschliche Potenzial ausschöpfen, sodass es nie wieder Stress gibt, sondern einfach ja, Harmonie, Ästhetik, ja, lauter schöne Dinge. Und die Menschen werden sehen, das wirkliche Glück kommt ja, wie die Hirnforscher uns immer wieder beweisen, aus Hormonausschüttung, einem Hormongleichgewicht im Gehirn. Und das kann man trainieren. Man kann trainieren, glücklich zu sein. Man muss es lernen. Menschen, die Glück gelernt haben, die Fähigkeit haben, glücklich zu sein, die sind es unabhängig von materiellen Bedingungen in der äußeren Welt. Ja? Menschen, die Fähigkeit aber nicht haben, die sind auch dann nicht wirklich glücklich, wenn die äußeren Bedingungen ganz toll sind. Ja? Die können das nicht. Das heißt, wir müssen erst lernen, uns glücklich zu machen, damit wir dann sozial miteinander umgehen können. Und das ist der Fehler, den auch die alten Marxisten, Kommunisten und alle gemacht haben. Die wollten nämlich Materialismus mit Materialismus bekämpfen. Ja? Die sind immer von dieser Maslow-Pyramide ausgegangen und gesagt, na, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ne? Dieser alte Spruch. Stimmt aber nicht. Stimmt nicht. Denn damit ich mich sozial verhalten kann, damit Gesellschaft funktioniert, muss ich erst die Fähigkeit haben, glücklich zu sein. Weil glückliche Leute sind automatisch sozial. Die bringen sich ein und nehmen niemandem was weg. Das ist der Punkt. Die haben auch keine Angst, glückliche Leute. Ja? Das ist... So, also wir werden sehr schnell in diesem neuen System sein.
weil die Alternative ist die da. Das ist die Alternative und das weiß heute auch jeder. Das weiß die Politik, das wissen die Banker, ja, das wissen die vielen, die vielleicht im Hintergrund, die im Hintergrund Fäden ziehen oder was, nicht verschwörungstheoretisch, oder verbreite ich mich jetzt nicht. Ja. Also das ist ganz klar, so kann es nicht weitergehen. Ja. Und bitte, das verzinste Schuldgeld ist daher politisch am Ende. Schaut euch an, die österreichische Initiative ist geldmitsystem.org. Ja, das sind schon an die 50 Wissenschaftler, die die Systemkritik betreiben, anderes Geldsystem fordern. Die Monetative ist die Initiative in Deutschland. In England gibt es positivemoney.org.uk und die haben jetzt auch ein tolles Buch herausgebracht, Where Does Money Come From, wo sie über 500 Dokumente der Bank of England untersucht haben, um wirklich hieb- und stichfest zu erklären, es ist so. Banken erzeugen das Geld im Kredit und dieses Geld war vorher nicht da. Muss aber mit Zinsen zurückgegeben werden, das geht hier nicht aus. Und das ist der Grund, warum es demokratisch verändert werden muss. Und das können wir friedlich und das können wir freundlich, da müssen wir alle davon überzeugen, dass es notwendig ist. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt machen wir eine kleine Pause und nachher gibt es Ihnen. Wir beginnen jetzt mit der Diskussion und der Harald hat mir gesagt, dass wir die erste Wortmeldung von draußen haben. Dann mal schauen, wie das funktioniert. Ja, hallo, mein Name ist Harald Matschina. Ich bin Lehrer, Informatiker, Mathematiker. Ich gehe konform mit den einigen Aussagen, aber nicht mit allen. Ja. Hallo. Wir kennen uns eh. Ja, natürlich. Ich habe natürlich einige Blogs, wo ich mich mit Themen beschäftige. Gut so, ja. Auch am Blog das Geldsystem, also geld21.wordpress.com. Und ich schreibe auch über, wie sich aus meiner Sicht, der Informatiker-Sicht, das Backup-System des Kapitals. Mhm. Oder Geld aus dem Nichts. Mhm. Ja. Und ich sehe da natürlich eines in meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrer, dass die Logik bei den Schülern verloren geht. Ja? Und sie ergeben sich aus dem Computer nicht mehr verifizieren. Ja? Und ich glaube, da ist es auch sehr sinnvoll, wenn man über ein neues Bildungssystem nachdenkt. 100%. Ich glaube, das ist sogar das, womit wir, wenn wir jetzt eine neue Gesellschaft andenken, beginnen müssen. Das Bildungssystem, das wir heute haben, es gibt einen amerikanischen Lehrer, John Taylor Gatto, der schreibt sich mit A, ja, und der wurde zum besten Lehrer New Yorks gekürt und in der Dankesrede hat er gefordert, man soll das Pflichtschulsystem abschaffen, weil er anhand von Dokumenten nachgewiesen hat, dass 1880 bei der Einführung des Pflichtschulsystems in den Vereinigten Staaten die Zielsetzung der amerikanischen Elite die Verdummung der Bevölkerung war. Mit den Instrumenten Frontalunterricht, Einzelbenotung und Auswendiglernen. Ich würde mal so bezeichnen, angelernt, anerzogen, antrainiert, anerlernt. Ja, aber falsch. Ja, er hat zwei tolle Bücher geschrieben, also mehr. Ja, aber zwei, die auf jeden Fall lesenswert sind, ist Dumbing Us Down, also uns durch Verdummung unten halten. 1880, wie dieses Pflichtschulsystem in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde, hat es in mehreren Bundesstaaten fast bürgerkriegsähnliche Zustände gegeben, weil die Eltern ihre Kinder diesem Verdummungssystem nicht ausliefern wollten. Und da mussten die Kinder mit Militäreskorten in die Schulen gebracht werden. Und bitte bei uns, Maria Theresia war auch nicht die Menschenfreundin, als die man sie uns verkaufen will, die wollte Soldaten, Kanonenfutter. Und in Preußen hat man die pensionierten Offiziere als Lehrer angestellt, weil die gesagt haben, wir wissen, wie das funktioniert, der Offizier erklärt den Vorderlader und die Rekruten schauen zu. Und das Stillgestanden und nicht reden, Augen geradeaus, die Disziplin haben die vom Militär in die Schulen importiert. Und nach dem Role Model des Kanonenfutters, ja, kam das Fließband, die Industrialisierung. Und so sind die Schulen heute noch organisiert. Und alles das hat nichts mit Wissen zu tun und nichts mit Bildung. Ja, ich habe einen Blog für Bildung 21,
ja, WordPress.com. Mhm. Der heißt nämlich Talente erkennen, Talente formen, Talente fördern. Ja. Und ich möchte mit einem Zitat schließen: Da dümmelt sich doch der Mensch, wenn er Kriege führt und nicht weiß, wer Kriege schürt. Mhm. Das ist von mir. Ja, und von Albert Einstein gibt es auch ein Zitat in dem Zusammenhang. Bildung beginnt dann, wenn man das, was man in der Schule gelernt hat, vergessen hat. Vortrag, danke für die Inputs. Einen Punkt möchte ich noch einmal kritisch hinterfragen, das war der Punkt, ich weiß nicht, ob ich noch mal genau geben kann, aber Sie haben irgendwie gemeint, es hat keinen Sinn zu recyceln, oder? Second Hand, Kleidung. Ach, nein, ja. Das könnte man falsch verstehen. Ja. Weil es ist schon so, dass die Bevölkerung wächst und Ressourcen sehr knapp werden. Ja, was ich gemeint habe, ist, dass wenn wir die heutige Technologie richtig verwenden, dann können wir aus Sicht der Ressourcen einen viel, viel größeren Wohlstand schaffen als heute. Und wir müssten nicht aus diesem Grund sparen. Was wir natürlich schon sollen, ist gar keine Frage, ja? Cradle to Cradle, ja? Also diese Kreislauf-Ökonomie, die ist per se natürlich sinnvoll, gar keine Frage. Ja? Aber es ist nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel aus Geldgründen ja, sparen sollten und unseren Lebensstandard zurückfahren. Wenn wir Lebensstandard zurückfahren wollen, und das ist jedem unbenommen, und man kann das auch tun und sich dabei gar nicht irgendwie beengt fühlen, ja? Dann muss man das aus anderen Gründen machen. Ja, man kann gerne beliebig lange, ich weiß nicht, in ein Kloster gehen, ja, und dort sich innerlich weiterentwickeln, das ist toll. Es haben einfach zu wenig Menschen die Zeit, das zu tun, dann ging es uns allen besser, ja, weil diese Leute, die dann von dort wieder zurückkommen, die haben uns dann was zu sagen, ja. Das wäre natürlich spitze. Aber wenn man sich heute einreden lässt von der Politik oder von Unternehmern oder Wirtschaftsvertretern, wir müssten den Gürtel enger schnallen, ja, weil uns Geld fehlt, dann ist das absurd. Das ist wirklich absurd. Ja, genau, das wollte eigentlich. Danke, dass du die Gelegenheit gegeben hast. Hallo, also ich wollte einmal nachfragen, Sie haben ja ein schönes Gedankenexperiment, wie das funktionieren könnte mit der Bevölkerung und so weiter und so fort. Was meiner Meinung nach auch funktioniert, wenn man wirklich nicht irgendwie beeinflusste Lebewesen nimmt, die voll macht mit diesen Gedanken, aber wie sollen wir vom Punkt jetzt dorthin kommen? Ich meine, Sie schreiben ja selber in Ihrem Buch, dass der Mensch nicht wirklich logisch ist. Ich hätte gern einfach wirklich so, was kann der einzelne Mensch dafür tun? Ja. Ich glaube, so auch aus eigener Erfahrung, weil ich mich ja schon sehr lange mit diesen Dingen beschäftige, wir haben es wahrscheinlich einfacher, einen Zugang dazu zu finden, wenn wir über das Gefühl gehen und nicht über den Verstand. Das war der erste ganz, ganz wichtige Punkt. Ein ganz kleines Beispiel, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Wenn man durch eine unbekannte Gegend geht, im Finstern, ja, und man fühlt sich also irgendwie nicht wohl, weil man weiß nicht, wer kommt einem da jetzt entgegen und auf der nächsten Ecke. In einer funktionierenden Gesellschaft, auch in der Rezension, also auch wenn es den Leuten wirklich schlecht geht, das Einzige, was passieren, oder das Schlimmste, was passieren könnte, wenn jemand dann an mich herantritt, ist die Frage, wie kann ich dir helfen? Ja? Also in einer Gesellschaft, wo das Schlimmste, der Worst Case, wenn mich jemand antritt, ist, dass ich sage, und was kann ich für dich tun? Ja? Ich glaube, in so einer Gesellschaft braucht sich keiner fürchten. Ja? Und wenn wir das einmal verstanden haben, ja, dass das unsere eigene Verhaltensgrundlage ist, die das möglich macht, dann haben wir eine grundlegende Angst überwunden. Und so kann man die Angst vor Knappheit überwinden, ja, so kann man die Angst vor Verschwinden von Geld überwinden, etc. Indem man eigentlich sagt, es hängt ja nur von meinem eigenen Verhalten ab.
Ja, wenn ich mich in einer Panik oder einer schlimmen Situation einfach ganz, ganz freundlich, kooperativ, hilfsbereit verhalte und das andere auch machen, ja, dann gibt es das Bedrohungsszenario nicht mehr, dann ist es einfach weg. Und das ist aber eine emotionale Erfahrung. Also diese Sicherheit kann man nur aus dem gelebten Gefühl heraus haben, nicht aus dem Verstand. Weil wenn ich Verstand sage, dann muss ich sagen, das muss ich jetzt in ein Buch schreiben, das müssen alle lesen, dann müssen sie das verstehen, dann müssen sie das tun und das geht sich nie aus. Ja, aber wie kriegen Sie die Leute, keine Angst zu haben? Die meisten Leute, wenn sie in der Nacht durch die Gegend gehen und was kommt irgendwer entgegen, haben nun mal Angst. Und aus einem Angstzustand in einen Nicht-Angstzustand zu kommen, wir haben ja irgendwie keinen Gedanken- oder Gefühlsquantensprung vor uns, oder ich weiß es nicht, das muss ja eine Art, wie kriegt man die Leute? Am schönsten ist es, wenn man es vorlebt, nicht? Also, und wenn es immer mehr vorleben, dann pflanzt sich dieses Verhalten in die Gesellschaft ein. Das ist einfach so. Ja. Und ich glaube schon, dass heute die Menschen schon auch in der Krise ganz anders reagieren als noch in den 30er Jahren. Und das ist unsere Chance, dass wir uns weiterentwickeln. Andere haben wir eh nicht. Die nächste Frage kommt von draußen. Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Schöffel, Franz Schöffel. Ich bin Investmentberater für Vermögenssicherung. Zu meinen Kollegen beschäftige ich mich nicht mit der Vermehrung von Geld, so nach dem Motto, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten, sondern ich beschäftige mich darum, wie die Kunden ihr Vermögen oder ihr Geld über die kommende Krise retten können. Und dazu meine erste Frage. Sie haben ja heuer durch Ihr Interview in der Bezirksrundschau Freistadt, 31. März, für Aufregung gesorgt mit dem Titel Staatsbankrott noch heuer. Ihren Ausführungen zu entnehmen, kann man auch dem heutigen Vortrag. Natürlich kommt der Staatsbankrott, er ist aber noch nicht eingetroffen, daher die erste Frage. Wann wird also jetzt wirklich der Staatsbankrott, den alle schon so herbeisehnen, kommen? Wird das 2012 sein, wie prophezeit von den Meier? Und die zweite Frage, es ist ja so, dass heute ungefähr 350 Familien weltweit mit 20 Personen, das sind also ungefähr 7000 Menschen, kontrollieren ja diesen Planeten. Das heißt, es ist eine interessante Zahl, 7000 im Verhältnis zu 7 Milliarden. Und jetzt müsste man sich ja eigentlich vorstellen, es müsste doch ein leichtes sein, dass sich 7 Milliarden gegen 7000 Menschen durchsetzen. Aber schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten ist es so, dass in Wirklichkeit eine ganz kleine Minderheit die Welt regiert und herrscht. Und die Frage, wieso ist das so? Nein, jetzt habt ihr mich wieder in die Ecke der Verschwörungstheorie getrieben. okay, vielleicht zunächst zum Zusammenbruch, zum Staatsbankrott. Wenn man Geld jetzt nicht materialistisch, sondern, also nicht als Materie, sondern als Spielregel betrachtet, also eine Sammlung von Regeln, dann muss man natürlich sagen, dass das Eurosystem sehr wohl schon zusammengebrochen ist, weil ja nur durch Verstoß gegen andere gesetzliche Normen noch die Fassade des funktionierenden Euros aufrechterhalten wird. Der Vertrag von Lissabon wurde gebrochen, deutsches Grundgesetz wurde gebrochen. Also man kann sich schon bald gar keine Gesetze mehr vorstellen, gegen die nicht verstoßen wird, nur um die Illusion des Fortbestands des Euros aufrechtzuerhalten. Das ist also ein Abgleich. Und wer also jetzt Gesetze bricht, um die Währung aufrechtzuerhalten, der entscheidet sich für das bestehende Schuldgeldsystem gegen die Demokratie. Das ist so einfach. Und was die herrschenden Familien betrifft, die sogenannten Eliten, kann ich immer wieder nur das erzählen, was ich in solchen Fällen dann immer erzähle. Da gibt es zwei Gruppen, mindestens, es gibt noch mehr, aber zwei Gruppen. Das eine sind die Eigentümer von Banken und Versicherungen. Die sind von der Kopfzahl weniger, aber im heutigen Geld viel mächtiger als die zweite Gruppe. Und das sind die Eigentümer realwirtschaftlicher Unternehmer, die in der Kopfzahl mehr sind, aber im heutigen Geld nicht so mächtig wie die andere Gruppe. Die realwirtschaftlichen Superreichen haben aber jetzt begriffen, dass sie alleine durch das Geldsystem, durch die nicht vorhandenen Zinsen der Geldmenge, ja, von den Bankern schrittweise enteignet werden, was ihnen nicht gefällt, ja, kann man sich vorstellen. Die Banker nehmen die Strategie der Geldverknappung für die Bevölkerung, was sie immer machen, weil
dann reduzieren sich die Umsätze der realwirtschaftlichen Eigentümer, dann erhöhen sie die Volatilität an den Börsen, dann können sie sich dort nicht mehr so viel Eigenkapital holen, ja, und dann sind sie immer mehr auf die Verbindlichkeiten angewiesen, die Bankverbindlichkeiten, die sie mit Zinsen nicht zurückzahlen können. Dann funktioniert die Enteignung. Wie schlagen die realwirtschaftlichen Eliten zurück? Die haben eine interessante Waffe momentan, die sie verwenden, und das ist das bedingungslose Grundeinkommen. Glaubt ihr wirklich, dass diese Ideen, dass das jetzt reine Menschenliebe ist, bedingungsloses Grundeinkommen? Also ich würde somit sagen, wenn man Menschenliebe irgendwie ins Spiel bringt, müsste man von bedingungsloser Grundversorgung sprechen. Nehmen wir doch im bestehenden System einmal an, wir geben wirklich jedem Menschen, was vielleicht schön und wünschenswert wäre, 1500 Euro im Monat als bedingungsloses Grundeinkommen. In dem Moment, wo alle Leute das ausgeben wollen, haben wir eine Inflation, die sich gewaschen hat. Ja? Es kann so nicht funktionieren. Es kann funktionieren, wenn wir gleichzeitig die Preise regulieren. Ja? Wenn wir sagen, alles das, was wir da dann kaufen, ja, da wird nur die Kapazität ausgeweitet, aber die Preise werden eingefroren, dann okay. Aber dann kann ich das natürlich mit Gutscheinen auch lösen, das Problem, die ich nicht tauschen kann, ja, persönlich, ein Bezugsrecht, ja, für, auf Güter und Dienstleistungen. Also, das bedingungslose Grundeinkommen funktioniert nach dem Motto, und wenn wir der Bevölkerung das Geld schenken müssen, ja, sie werden damit in unseren Geschäften einkaufen und wir sind immer noch reich und mächtig. Und das Beste in dem Spiel, die Banker brauchen wir gar nicht mehr, weil das Geldsystem gehört dann auch uns. Ja? So menschenfreundlich sind die realwirtschaftlichen Eliten. Okay. Mein Name ist Jürgen Lendinger. Danke für die vorangehenden Fragen, die treffen zusätzlich auf meine Frage. Sagt Ihnen das Buch Transformation der Erde was und das Arbeitsbuch von der FED über die Sonneneruptionen, wo darüber reguliert wird, unter Anführungszeichen, aus dem Arbeitsbuch geht hervor, dass Sonnenaktivitäten den Finanzmarkt beeinflussen, sozusagen. Meine Vermutung ist es, dass derzeit der Finanzmarkt geschoben, getaucht, gebrochen und alles Mögliche gemacht wird, dass der Finanzmarkt genau bei einer Sonnenaktivität mit höchstem Flair zusammenbricht, wo keine Rechner mehr gehen. Was glauben Sie? Naja, es gibt verschiedene Szenarien. Sie meinen jetzt wahrscheinlich große Sonneneruptionen, die mit ihren elektromagnetischen Feldern unsere Stromversorgung und solche Dinge beeinflussen. Da hat es Versuche gegeben, also Testszenarien in New York, und Notfallpläne wurden durchgespielt. Und man hat sich entschieden, von zwei großen Kraftwerken, die New York versorgen, eines gezielt runterzufahren, also einen Blackout in der halben Stadt zu machen. Dann kommt also diese Teilchenwelle, weil es kommt erst, ich weiß jetzt nicht, ich bin da kein Physiker, aber es kommt erst Röntgenstrahlung oder sonst irgendwas und dann kommen die Partikel, die wirklich geschädigt sind, ungefähr eine halbe Stunde später. Das heißt, man kann eine halbe Stunde reagieren, wenn sowas passiert. Ja, und da kann man, ja, bist du der Experte, gut. Also er hat einen Vorlauf, man hat einen gewissen Vorlauf und da kann man gezielt zum Beispiel bestimmte Kraftwerke runterfahren, die dann, wenn sie ausgeschaltet sind, eben nicht zerstört werden und man hat dann die halbe Kapazität, wenn man das einplant. Solche Experimente und solche Notfallpläne gibt es allerdings in der EU nicht und das ist natürlich schon eine Katastrophe. Das gebe ich völlig zu. Die Amerikaner stellen sich auf sowas ein, die EU verschlauft es wieder einmal. Aber wenn das die Rechnernetze betreffen würde, müsste man halt auch rechtzeitig die Rechner runterfahren. Ja? Ganz klar, wenn wir es ausschalten, dann können wir hinterher wieder hochfahren. Ich habe da auf was ganz anderes bezogen. Auf das Bewusstsein? Ja, auch. Ja? Das ist die erste und auch die vorgehenden Fragen, dass die super passen. Ja? Der Hintergrund ist der, dass zum Beispiel, dass der Markt derzeit wirklich zusammengeflickt wird auf einer Schnur, die was Gott nur so wackelt, weil es einfach die letzten Zeile sind, ist das wirklich Warten auf Sonnenaktivitäten. Dass der Finanzmarkt, weil es gibt die Transformation der Erde von Dieter Börs, ja. Ja. Er hat sehr viel Wissen bei den Russen, sehr er hat sehr viel Wissen, ja. Er ist im Scorpio Verlag, wo sie abbrennen sind. Ja. Ja. Und es ist auch mit den Diskussionen, wo ich tätig bin, da geht es darum, dass der Markt
dass der Markt so lange bis zum geht nicht mehr, bis zu den Sonnenaktivitäten hinausgezügelt wird. Also ich kenne seine Bücher und seine Videos und die Auswirkungen, die also diese Magnetfelder auf das menschliche Bewusstsein, das Gehirn haben, die Zellaktivitäten. Und da gibt es definitiv einen Zusammenhang, macht das ja auch statistisch mit Börsenbewegungen in der Vergangenheit immer wieder korrelieren können. Das ist richtig, dass es das gibt. Aber inwieweit das sozusagen jetzt der ultimative Knall wird, genau wenn diese Sonnenflares kommen oder so, das wäre möglich, aber wie gesagt, da fehlt mir. Meine Frage war auf das bezogen, ja, ob die Elite mit dem spekuliert. Ach so, naja, also die Elite, das, weiß nicht, ich mag diesen Begriff nicht, weil das ist die Gruppe, naja, abgesehen davon, die Gruppe ist so heterogen. Da gibt es verschiedene Glaubensrichtungen, da glaubt jeder an seine eigenen Schriften und das ist nicht ein Topf, in den man alle hineinwirft. Ja, und da sind auch Menschen mit unterschiedlichen Entwicklungsspannen dabei. Ja, da gibt es einige, die das, was wir machen, toll finden. Ja, also das ist nicht eine homogene Gruppe. Und die haben auch unterschiedliche Meinungen. Es gibt bestimmte Vereinigungen und so, die in diese Richtung gehen. Das schon. Aber das ist nicht geschlossen, die ganze Elite. Das ist eine Untergruppe. In einer Untergruppe gibt es solche Meinungen. Ja, das stimmt. Vielleicht über die nächste Wortmeldung. Ja, draußen, bitte. Ja, mein Name ist Franz Kogler. Mir gefällt das System mit der Wolke sehr gut, aber nur wie kann man hier absichern, dass sich nicht wieder die 7000 bereichern und ja, 99% an sich reißen? Naja, die Regeln, die in diesem System eingestellt werden, werden ja durch die Mehrheit eingestellt. Also das ist wirklich ein IT-System mit Zugangsberechtigungen, das überwacht wird. Und es ist immer nur die Frage, sozusagen, welchen Aufwand treibt man, um solche Systeme abzusichern. In der heutigen normalen Bankenwelt zum Beispiel werden die meisten IT-Systeme gar nicht besonders abgesichert, weil bei kleineren Transaktionen mit Kreditkarten oder so, da ist ein Verlust durch Hacker und Ähnliches einfach eingeplant. Ja, also der Aufwand, die Systeme zu erneuern oder sicherer zu machen, wäre viel, viel zu hoch. Ja, und das bisschen, was also die Hacker da so wegschnappen bei den Transaktionen, das riskiert man einfach, es ist billiger. Aber wenn man jetzt ein wirklich hochsicheres System haben will, zum Beispiel für Österreich, ja, alleine, dann könnten wir da schon was hinstellen, wo die heutigen Hacker sich ganz schön schwer täten, da reinzukommen. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen das für die ganze EU, ja, dann ist das schon ein Bereich, der dann wirklich ziemlich sicher ist. Es ist, wie gesagt, immer nur die Frage, Aufwand, Nutzen, ja, was will man da hineinstecken, damit man es sicher macht. Die alten Geschichten, die ich auch vor Jahren noch gelesen habe, ich bin ja eigentlich Wirtschaftsinformatik, komme schon aus dem Bereich, dass zum Beispiel die Hacker in den Vereinigten Staaten an den Universitäten geheime Baupläne von Versuchsflugzeugen des amerikanischen Militärs gehackt haben und so. Ne? Sogar, die kommen überall hinein. Da muss man schon noch dazu sagen, wie das damals gelaufen ist. Das amerikanische Militär hat sich einfach bestimmte Sektoren auf den Festplatten der Universitätsrechner zugemietet. Ne? Und wenn sozusagen auf der einen Partition die Informatik-Hacker arbeiten, ja, und auf den Sektoren daneben sind die geheimen Dinge abgelegt vom Militär, dann ist das klar, dass die irgendwann drüben sind. Ja? Also es ist vollkommen absurd, ja, diese Vorgangsweise. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht gesichert in dem Fall. Also die Eliten, die werden, wie gesagt, freundlich aufgenommen. Also die Leute, die heute superreich sind, denen werden wir versuchen, den Lebensstandard, den gefühlten, den sie haben, beizubehalten, solange bis sie sich schrittweise anpassen können, weil sie werden sehen, dass sie dafür eigentlich relativ wenig Geld brauchen. Ja? Das, was sie also 24 Stunden mal 7 erleben, ist nicht das, was auf ihren Konten steht. Was auf ihren Konten steht, sind dumme Zahlen, von denen sie in der jetzigen Entwicklung sowieso die Mehrheit verlieren werden. Ja? Nur das ist ein rein psychologisch gefühlter Verlust. Anfangen können sie damit eh nichts. Hinterher sind sie glücklicher, weil dann müssen sie sich keine Sorgen mehr drum machen, dann sind sie los. Vor allem glaube ich, dass auch der Bezug zu der Dimension schon total verloren gegangen ist. Ist ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Völlig richtig. Und dann sage ich ja, es gibt ja Leute, die mit dieser Bewegung, mit dem, was wir da tun, durchaus sympathisieren. Wenn sie in einer Familie von Superreichen geboren sind, ja, und sie gehen jetzt von früh bis spät mit einer Magnetkarte herum und kaufen einfach Sachen ein, ohne ein einziges Mal nachzuschauen, was sie am Konto haben. Weil das einfach egal ist. Ja. Sie können sich kaufen, was sie wollen. Ja. Es ist immer Geld da. Geld hat für sie keine Bedeutung, sie geben es einfach aus. Ja. Und sie erkennen dann zwei Dinge. Erstens, den meisten anderen Menschen geht es nicht so. Die treiben einen irren Aufwand und haben dann einen läppischen Bruchteil von dem Lebensstandard. Ne?
Und die sind daher auch irgendwie nicht gut zu sprechen auf solche Leute, denen es so gut geht. Dabei können die nichts dafür. Die sind einfach in der falschen Familie geboren oder in der richtigen, ja, wie man sieht. Ja. Die sind also einfach in einer anderen Familie geboren und haben jetzt Feindseligkeiten auszuhalten, für was eigentlich nichts dafür können. Ja. Die sagen, ja, mir geht's gut, da kann ich ja nichts dafür, ich bin hier geboren. Ja, was soll ich tun? Soll ich das jetzt einfach abbrechen? Sagen, nein, ich vergriff mich irgendwo, damit die anderen nicht mehr neidig oder böse auf mich sind. Ja, ist ja auch eine komische Idee. Ne? Aber die kriegen jetzt noch etwas mit, dass nämlich ohne dieses Geldsystem, wenn wir nur die Ressourcen betrachten, ja, die meisten anderen Menschen einen vergleichbaren Lebensstandard haben könnten, ohne Neid, ohne Aggression. Ja, und die sind natürlich auf unserer Seite. Danke, Herr Hörmann. Sie öffnen für mich Denkräume und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein besseres Geldsystem gibt oder ein besseres Verteilungssystem. Und jetzt brennen mir ein bisschen schon, brennt mir die Ungeduld im Herzen und in den Fingern und wollte Sie fragen, was können Sie empfehlen? Gibt es dieses Baukastensystem schon, auf das man zugreifen kann, ja, verschiedene Geldsysteme? Das Bankgeldsystem, also diese intelligente Wolke, die ich gezeichnet habe, die gibt es schon. Ja, da rennt im Hintergrund die Postgres-Datenbank aufgebohrt, ja, im Systemkernel, kann Millionen von Anfragen über das Internet gleichzeitig beantworten, extrem leistungsfähig. Und sie hat eben, wie gesagt, ein neuronales Netz für Sprachanfragen. Und da kann man eingeben, zum Beispiel, also jeder Mensch gibt seine Fähigkeiten ein. Ja, so beginnt es einmal ins Profil. Was kann ich, habe ich für Dinge, die ich herbeugen kann, welche Projekte habe ich abgeschlossen, was sind meine Wünsche, ja, mit wem bin ich vernetzt, wen kenne ich. Diese Daten kommen dann da hinein, alles ganz ehrlich. Und dann kann ich eingeben, zum Beispiel, ich möchte heute Nachmittag Tennis spielen. Und dann sagt die Lisa, so heißt also diese Benutzerschnittstelle, die sagt, dann glaubst du, dass da das Wetter passt. Und ich sage, ich spiele gerne auch in der Halle. Und dann sucht sie, ja, alle Tennisplätze, alle Hallen, die am Nachmittag frei sind, ja, mögliche Spielpartner, die in der Nähe sind, die Zeit haben, sagt, vernetz dich mit dem. Wenn ich eingebe, ich will ein Kaffeehaus gründen, ja, dann sagt sie, dort steht ein Lokal frei, der hat eine Gewerbeberechtigung, der war für den Kellner, vernetz dich mit dem. Sie kann aber auch intelligente Schlüsse vollziehen. Wenn ich zum Beispiel ein Tennislehrer bin, ja, dann wird sie auch den Schluss ziehen, dass ich möglicherweise auch Federball spielen kann und dass ich überhaupt ein sportlicher Mensch bin und wird mir entsprechende Projekte und Vernetzungsangebote machen. Ja. Und da kommt ein kombinatorisches System heraus, das es ermöglicht, permanent die unglaublichsten Leistungen, ja, von Menschen für Menschen zu erbringen, nach Zahlmethoden, die sich die dann selbst ausverhandeln können. Was heißt das für mich konkret? Danke für das, was Sie anscheinend schon an Arbeit geleistet haben. Das war nicht ich, das sind Freunde von mir, muss ich auch dazu sagen. Wie kann man sich da beteiligen? Wir haben natürlich im heutigen System, es ist nach wie vor nicht einfach, für so etwas eine Finanzierung zu bekommen. Aber wir haben das jetzt über die Runde gemacht. Ja, das ist der Schwachsinn. Wir müssen Leute, die intelligent sind und tolle Ideen haben, aus dem heutigen System herauskaufen, damit sie etwas Sinnvolles tun können. Das ist so. Aber es gibt Gott sei Dank immer mehr Leute, die das begreifen und die uns unterstützen. Ja? Und jetzt sind wir eben in der Phase, dass wir ab Ende des Monats wirklich uns nur noch um diese Dinge kümmern brauchen, ohne dass die Leute nebenbei nach irgendwelchen Jobs nachgehen. Und das heißt, dass wir Anfang nächsten Jahres schon etwas haben, was man auch wirklich präsentieren kann. Die Logik selber funktioniert schon. Die Benutzeroberfläche ist noch etwas schwerlich. Das heißt momentan noch Creality mit 2 i, creality.y.com. Es wird aber dann anders heißen, vielleicht YouSpin oder so, nicht das Zeitwort, wenn wir da einbauen. Und es wird mit ziemlichem Pomp und mit jeder Menge Glamour wird das dann in die Öffentlichkeit gerollt. Es wird was bewegen, keine Frage. Das werden Sie auf die Homepage stellen. Da gibt es nicht nur meine Homepage. Die erste Frage noch. Also, mich interessieren immer Erfahrungswerte. Ich habe gehört, in Wiener Neustadt gibt es ein Projekt, ein Wirtschaftskreislauf. Okay, funktioniert das schon oder nicht? Und wie sind das ist Bad Füßler. Ja, richtig. Ja, das läuft schon. Da sind schon einige Unternehmer dabei. Das soll jetzt auch nach Wien ausgeweitet werden. Ja. In andere Bereiche, die sind auch sehr tüchtig, die Leute. Aber natürlich auch immer mit einem Fuß im alten System und noch Work to pay the bills. Die nächste Frage ist von draußen wieder. Grüße, mein Name ist Albrecht. Ich hätte eine Frage, weil Sie gesagt haben, das Geldsystem bricht ja vielleicht jetzt bald zusammen. In was für Szenarien wird sich das abbilden oder werden wir das zum Spüren kriegen? Durch eine Inflation, eine Hyperinflation, eine vielleicht kommende Währungsreform? Naja, das ist die Frage.
Das ist die Frage, was sich die Politiker nur zutrauen. Ja, es tut mir leid, ja, es klingt komisch, aber es ist so. Hyperinflation kann es nur dann geben, wenn schlagartig die Bevölkerung über sehr viel Kaufkraft verfügt, nicht? Die sie realwirtschaftlich natürlich ausgeben will. Das wird ja nachhaltig verhindern. Also ich glaube, vor der Hyperinflation sind wir noch ziemlich sicher. Ne? Und wenn es uns immer schlechter geht, ne, so wie in Griechenland, und wir dann, ich weiß nicht, die Blätter von den Ästen essen, ja, solange sind wir so der Hyperinflation gesichert. Die Währungsreform wäre natürlich die logische Alternative, gar keine Frage. Das ist das, worauf in Wahrheit eh schon alle warten. Nur, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die heutige politische Garnitur sich das noch antun will. Ja, also die trauen sich über das Projekt Währungsreform nicht drüber. Man darf ja nicht vergessen, jede Währungsreform war ja in weiten Bereichen auch eine Enteignung der Bevölkerung. Ja, mit ganz lustigen Spielen, dass man gesagt hat, euer Vermögen wird halbiert, aber zum Beispiel bei den Krediten nehmen wir dann nur ein Drittel weg oder ein Viertel. Nicht? Also das sind ja alles Exzesse, wo man sagt, das würde ja die Bevölkerung ziemlich sicher heute auch nicht mehr mit sich machen lassen. Nicht? Und da wahrscheinlich die Politik sehr wohl weiß, die Bevölkerung würde sich eine Währungsreform nach altem Muster heute einfach nicht mehr gefallen lassen, ja? Zögern sie und ist ihnen die Idee auch nicht gekommen. Nicht? Also ich glaube, das traut sich die Politik nicht mehr zu, eine Währungsreform. Und was dann sonst noch überbleibt, ist, ehrlich gesagt, und das macht es schön, etwas Neues. Weil warum müssen wir denn immer in die Vergangenheit schauen und sagen, mein Gott, wie war es in den 30er Jahren und wie war das? Es kommt sicher nicht das alte Muster. Ja? Das alte Muster kommt nicht mehr, es kommt etwas völlig anderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf. Ja? Ich freue mich drauf, weil schlechter werden kann es nicht mehr. Eine kurze Frage habe ich da noch kurz. Und zwar möchte ich trotzdem wissen, wir leben ja noch in diesem Geldsystem, wie veranlagen Sie selber Ihr Geld? Das interessiert mich. Sie sagen ja voll selber, Sie sind so super. Wie machen Sie es sonst? Ja, kann ich ganz genau Ihnen sagen, ich gebe es einfach in der Realwirtschaft aus. Ja. Also ich lasse bei meinem Einfamilienhaus noch alles reparieren, was repariert werden muss. Ich bin gerade am Überlegen, ob sich noch ein neuer Kleinwagen ausgeht, ja, mit ein paar schäbigen Resten, und meine Lebensversicherungen habe ich alle schon verkauft und dann haben wir Urlaub gemacht. Monat die Zeitung gelesen, ob das stimmt. Ab 2050 werden alle reich. Stimmt, würde das stimmen oder nicht? Naja, es ist die Frage immer, was man unter reich versteht. Ja, ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir in der Bevölkerung ein anderes Grundverständnis implementieren, also dass die Leute sozusagen nicht nach materiellen Werten streben, also nicht nach einer Zahl auf dem Konto oder nach einem Auto mit einer Luxusmarke oder nach einem Haus, das ein paar Quadratmeter größer ist als das vom Nachbarn. Wenn wir es dorthin schaffen, dann sind wir gut unterwegs und dann werden die Leute vielleicht auf die Idee kommen, dass wenn sie selber Fähigkeiten haben, dass sie das glücklicher macht, weil sie mit ihrer Lebenszeit dann einfach mehr anfangen können, als wenn sie nichts kennen. Ja? Also Fähigkeiten zu haben, ist nach meiner Erfahrung für das Glücksgefühl im Leben viel, viel besser, als Eigentum zu besitzen. Weil auch noch so viel ich auch habe, ich kann alle Dinge, die ich habe, nie gleichzeitig verwenden. Ja? Ich verwende immer nur einen Bruchteil, inzwischen wird das andere aber hin. Nicht? Es rottet vor sich hin oder ich muss es wieder reparieren lassen und durch andere verwenden und dann ist es nach der Panik, dann darf ich das nicht hinmachen und muss wieder so zurückgehen. Also man versklavt sich ja auch an sein Eigentum, nicht an diese toten Dinge, die da um und umstehen und die man noch dazu in der heutigen Welt ja nicht einmal selber reparieren kann. Nicht? Das ist das, was mich am meisten aufregt. Meine, als Akademiker und Wissenschaftler habe ich eh zwei linke Hände, ja, also ich bewundere jeden Heimwerker und Handwerker. Ja, es ist ein Wahnsinn, was ich alles nicht kann.
Aber hoffentlich im neuen System habe ich dann auch die Chance und die Zeit, dass ich da mich da ein bisschen vervollkomme. Wäre höchst an der Zeit. Inzwischen darf man so alles daheim meine Frau machen, wo das ist genial. Ja, das war so die klassische Arbeitsteilung, nicht? Ich bringe das Geld nach Hause und sie repariert. Aber ich finde das absurd. Ich finde das völlig absurd. Und ich will auch in Zukunft nur Dinge haben, die ich selbst reparieren kann. Zum Beispiel ein Auto. Ja? Warum können nicht alle Kfz-Hersteller sich auf einzelne Komponenten spezialisieren, die man wie mit einem Lego-Baukasten mit zwei Handgriffen ausbaut und wieder zusammenbaut, wenn sie hin sind? Und zwar nur den einzelnen Teil und nicht die ganze Karre verschroffen. Ja? Das muss doch bitte machbar sein, wenn wir das heute Ingenieuren in Auftrag geben, Entwickler, macht genau so ein Auto. Bei jeder Tankstelle liegen die kompatiblen Ersatzteile und mit drei Handgriffen ist alles wieder repariert. Warum geht das nicht? Ich bin überzeugt, dass das geht. Nur die heutige Logik des Gewinns und die Verdrängungskonkurrenzindustrie, ja, verhindert das, weil die einzelnen Bauteile sind ja eh schon gleich, nicht? Wenn man sich die Auto-Hacks anschaut und sonst, das ist ja schon wurscht, wo das herkommt, die haben alle die gleichen Teile, schrauben irgendwo ein anderes Pickel drauf und sagen, das ist jetzt ein anderes Ding. Wenn sie es offen zugeben würden, und sie würden zum Beispiel nicht vorne, ja, ein Viertel von Auto aus einem Bauteil machen. Ja, früher hat man Stoßstange gehabt und da hat man oft anfangen können, bevor man was gesehen hat. Und heute eckt man irgendwo an und muss ein Drittel der Karosserie aus. Zwei Fragen noch. Eine Frage ist draußen. Mein Name ist Dietmar Hauser. Ich hätte noch eine Frage. Ein kurzes Beispiel nur. Wir haben ja alle schon eine massive Krise erlebt, und zwar, wie wir als Baby im Bauch in dem Fruchtwasser gebadet und geschwommen sind, kam es dann ja zu einer Riesenkrise, nämlich dem Geburtsvorgang. Und das Interessante dabei ist, dass wir damals noch keine Ahnung gehabt haben, dass wir Organe vorbereitet haben im Körper, die dann später das Atmen und anderes ermöglichen. Deswegen meine Frage, wäre es nicht möglich, unter vor allem der Jugend hier positive Beispiele für eine Zeit nach dieser Krise, die ja jetzt da ist, zu geben, indem man genau ihr Wissen, das sie uns heute dargeboten haben, vernetzen mit Wissen aus der Technologie, aus der Medizin. Es gibt dermaßen vieles schon, das umsetzbar ist und auch schon umgesetzt wird, das noch nicht bekannt ist, dass man hier sozusagen eine positive Stimmung erzeugt, dass die Jugend ihre Kreativität wieder lernt einzusetzen und nicht schaut, wo kann ich noch unterkommen im alten System, wo kann ich noch retten, was zu retten ist. Das würde ich bitte gerne anregen, dass man hier sowas einmal in einem größeren Rahmen organisiert. Wir müssen schließen. Ich habe gesagt, darf ich ganz kurz dazu etwas sagen? Ich bin schwanger, wenn man das also so sehen darf. Wir haben da jede Menge Arbeitsgruppen, die das schon tun. Zum Beispiel entwickeln wir momentan zusammen mit Kollegen, mit Wissenschaftlern aus Deutschland und der Schweiz eine Nachhaltigkeitsuniversität, die soll ihren Sitz in der Schweiz haben, mit Wissenschaftlern aus dem ganzen deutschen Sprachraum, die werden aber auch in Österreich und in der Schweiz Dependancen haben, also auch in Deutschland Dependancen haben. Die Nachhaltigkeitsuniversität besteht eben aus Wirtschaftswissenschaften nach dem Geld, zum Beispiel. Dann entwickeln wir eine Metapolitik-Plattform, wo unterschiedliche politische Parteien wieder dialogfähig werden, ja, mit den entsprechenden Kommunikationsstrategien. Dann kooperieren wir mit den Wissenschaftlern der freien Energie. Ja, und alles dieses Wissen wird aber auf dieser Nachhaltigkeitsuniversität nicht in Patenten und Lizenzen enden, sondern es wird unmittelbar an die Bevölkerung weitergegeben. Ja. Die Bevölkerung holt sich das ab und das müssen Dinge sein, mit denen die Menschen dann wirklich umgehen können. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt sind soziale Wohnprojekte, ja, die wir da auch einbringen. Da sind wir mit Soziologen zusammen, die da ganz tolle Dinge machen und da könnte ich also stundenlang drüber reden. Es ist also wirklich ein riesengroßes Netzwerk an Weltverbesserern, die sich da jetzt zusammentun und sozusagen die Entwicklung vorantreiben. Das ist völlig richtig. Das sind schon die Organe sozusagen, die dann ihre Leistungsfähigkeit entfalten, wenn das alte Geldsystem die Fesseln löst. Wenn das wegfällt, dann werden das erste Mal die Menschen das tun, was sie immer schon tun wollten, nämlich etwas Sinnvolles. Ab wann gibt es die Universität, bitte? Naja, also ich gehe davon aus, dass wir
im nächsten Jahr uns um den Standort umschauen. Wenn das, was wir uns momentan vorgenommen haben, verfügbar ist, dann wird es im übernächsten Jahr geben. Ja, wenn wir das dann noch anbauen und umbauen. Aber wir haben da schon einen konkreten Standort im Auge und da müssen wir jetzt schauen, wie wir mit den Eigentümern verhandeln. Entschuldigung, dass ich mich vordringe. Wie überzeugen wir die Menschen, zum Beispiel Großgrundbesitzer, von deiner Idee, die einhergehen wird mit Grund und Boden und Ressourcen werden Gemeingut? Naja, indem wir das Eigentum in Nutzungsrechte umwandeln. Ganz einfach. Ja, Nutzungsrechte. Wir müssen den Eigentumsbegriff sowieso komplett hinterfragen. Nicht? Kapitalgesellschaften, wie wir sie heute haben, wenn ihr euch da informiert über The Corporation, den Film, oder über die Literatur, das Buch oder auch das gratis PDF-Datei, The Gangs of America. Ja? Kapitalgesellschaften waren, genauso wie auch diese Luftgeldgeschichte, eigentlich in Wahrheit ein Betrugsmodell. Ja? Ein Betrugsmodell, das dann irgendwann politisch einfach akzeptiert wurde und uns heute natürlich das Leben schwer macht, weil es die Demokratie umbringt. Ja? Und Demokratie muss man auch sehr vorsichtig bewerten, weil das, was wir heute haben, funktioniert nicht richtig. Ja? Da gibt es andere Wahlsysteme, die besser wären, da könnt ihr euch informieren. Das systemische Konsensieren von zwei österreichischen Systemanalytikern entwickelt schon in den 70ern, sk-prinzip.net. Mehr Zeit habe ich nicht, aber schaut euch das an. sk-prinzip.net, gibt es zwei Bücher dazu, da wird mit Gegenstimmen jede Alternative gewichtet und die Alternative umgesetzt, die die geringste Summe an Gegenstimmen hat. Ja, dadurch entsteht ein Konsens und es gibt keine Gewinner und Verlierer nach der Abstimmung. Das sind alles ganz einfache Techniken, die man in die Politik bringen kann, mit dem Ergebnis, dass dann plötzlich alle an einem Strang ziehen und nicht mehr gegeneinander arbeiten. Das ist unser Ziel. Ja? Echte Kooperation und weggehen von den Gegnern. Heute glaubt jede politische Partei, sie muss die Interessen einer kleinen Gesellschaftsgruppe gegen den Rest der Bevölkerung durchsetzen. Das ist ja Blödsinn. Ne? Wir müssen nur unsere Begriffe und unsere Wörter so wählen, dass wir eine Überdeckung kriegen, ja, das ist eine Schnittmenge, und müssen uns auf diese Schnittmenge konzentrieren. Und deswegen, unsere Freunde im Netzwerk suchen jetzt schon zusammen sämtliche Parteiprogramme, alle im deutschen Sprachraum, in Parlamenten vertretenen Parteien, und analysieren die auf diese Sprachmuster, ja, um ihnen zu ermöglichen, im Konsens zusammenzukommen. Das läuft auch schon als gedrängtes Brösten im Hintergrund. Ganz kurz, Franz, du weißt, ich bin bei dir. Es wird noch eines notwendig sein, das müssen sich auch alle Leute überzeugen, dass Grenzen wegfallen werden müssen für solche Sachen. Dessen müssen wir uns bitte alle bewusst sein, was heißt weltweite Solidarität. Bitte, danke. Ich weiß, ich sage es auch nicht. Ich will mir kurz fassen, weil es an der Zeit ist. Es gibt jetzt so viele, die noch was sagen wollen, mitdiskutieren wollen. Der Franz Wehrmann hat schon vorgestellt, es gibt eine Webseite, die heißt geldmitsystem.org und da gibt es ein Diskussionsforum übers Geld und da kann sich jeder einbringen und dort wird also auch darüber gestritten, ob denn nun Geld wirklich mit irgendwelchen Pfanddingen, wie es heute bei der Bank ist, überhaupt festgemacht werden kann, festgeschraubt werden kann an das Materielle oder ob wir nicht eh schon längst in einem System leben, wo Geld nur mehr auf Vertrauen basiert und wenn wir uns das einmal eingestehen, könnte man eigentlich das Geld ausschütten durch ein Grundeinkommen, Sie haben sich ein bisschen dagegen geäußert, und darauf vertrauen, dass die Menschen, wenn man ihnen ermöglicht, einfach nur zu leben, dem nachgehen, was für sie sinnvoll ist. Und wenn jeder dem nachgeht, was für ihn sinnvoll ist, dann wird auch für die Gesellschaft etwas entstehen, weil man kann ja überhaupt nicht nichts für die Gesellschaft tun. Ein Bäcker tut was für die Gesellschaft, ein Lehrer tut was für die Gesellschaft. Nur wenn er vom Staat angestellt wird, wird er durch die Gesellschaft zahlt. Und wenn er privat ist, wird er auf einmal, muss er auf einmal Steuern zahlen. Ist absurd. Jede Arbeit ist Gesellschaftsarbeit. Bitte zur tatsächlichen Berichtigung. Ich bin nicht per se gegen diese bedingungslose Grundeinkommen. Mir ist es nur wichtig, dass es eine Grundversorgung ist. Das heißt, die Menschen brauchen die Kaufkraft in Waren und Dienstleistungen. Wenn ich jetzt sage, ich gebe nur das Geld her,
ja, und es steigen dann die Preise, dann hat die Bevölkerung nichts davon. Ja. Das ist das Problem. Und zusätzlich müssen wir auch noch sicherstellen, dass die Menschen, die dann zum Beispiel von diesen bedingungslosen Grundversorgung leben, auch noch sinnvolle Dinge in der Gesellschaft machen. Weil wenn sie dann wieder mit Bierdosen vom Fernseher einschlafen, dann ist es nicht mehr so. Also, mein Problem war Demokratiesystem meiner Meinung nach funktioniert ja deswegen nicht so gerne, wie es eigentlich sollte, weil gewisse Leute nicht ein dementsprechendes Bildungsniveau haben und eben dann auch nicht in dem System dementsprechend agieren können. Wie lange würde das dann dauern, dass man das quasi das Niveau anhebt, sodass dann alle auch dementsprechend agieren können und bei dem neuen System unter Anführungszeichen mitbestimmen können? Ein neues System, finde ich, hat nur dann Sinn, wenn alle dementsprechend mitbestimmen können. Ich glaube, wenn wir es schaffen würden, dass wir diesen theoretisch neuen Beruf des menschlichen Begleiters einführen, ja? Also jemand, der sich empathisch um das Wohl der anderen Menschen kümmert und dem hilft, dass er besser kommunikationsfähig wird und zum Beispiel dann auch in der Demokratie sich selber besser einbringen und ausdrücken, artikulieren kann, dann werden wir sehr schnell in diesem Zustand. Denn es reicht, wenn, es gibt ja immer mehr Leute, die sich jetzt hobbymäßig auch mit Psychologie beschäftigen oder die Reiki machen, ja, oder anders, einfach sich um das Wohl anderer Menschen kümmern. Wenn man denen jetzt noch ein bisschen Kommunikationstricks beibringt, ja, einfach kommunikationsfähige, gewaltlose Kommunikation, ähnliche Dinge, ja, so Standardregeln, wie sie miteinander umgehen, und die sich einfach vollberuflich um das Wohl und das Lebensglück von 10, 20 anderen Menschen kümmern, dann ist schlagartig der gesamten Bevölkerung geholfen. Denn wir haben heute das Problem der psychischen Krankheiten in einem Ausmaß wie noch nie, ja, in unserer Bevölkerung. Und daher brauchen wir diesen Heilungsprozess und dadurch könnten wir auch besser wieder zusammenwachsen. Ja. Also das würde wirklich segensreich sein. Und dann geht es schnell, dann werden wir heute. Für diesen Talk, für diese Diskussion. Das war wirklich toll. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch lange weitermachen. Ich habe auch das Gefühl, dass du noch lange machen würdest. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit, für eure rege Diskussion. Und wenn ihr euch jetzt selber noch einen Gefallen machen wollt, dann schaut jetzt um 23.25 Uhr auf FS1 noch Contra mit meinem Freund Oskar Prege dran. Ja, der wird sicher wieder lustig werden. Alles gut. Haben 7, 8, 10% begriffen, die werden die anderen dann noch schneller informieren in den heutigen Netzwerken. Und wenn einmal mehr als die Hälfte der Bevölkerung das versteht, dass es nicht geht, dann wird auch keiner mehr einen heutigen Geldschein verwenden wollen. Ja? Das ist ja eigentlich ein laufender Betrug an anderen. Auch wenn es ein anonymer Betrug ist, wenn ich nicht weiß, wen ich damit schade, will ich es nicht verwenden. Weil ich kenne den Defekt im System und daher mache ich das nicht. Und jetzt erkläre ich euch, ja, auf ganz einfache Art und Weise, warum Wachstum und Zinsen diesen merkwürdigen Zusammenhang haben und wie man unser System konstruiert hat, sodass der einzige sinnvolle Gebrauch unseres Wirtschaftssystems der Missbrauch ist. Ja? Wer heute unser System wirklich gut gebrauchen will, sodass es ihm selber und seiner Familie und diesen Leuten, euren Freunden und so wirklich gut geht, der muss es missbrauchen. Denn es ist für Missbrauch konzipiert worden. Das ist jetzt auch wieder kein moralischer Vorwurf, ja? Weil das machen alle, auch in meinem Freundeskreis. Es ist ja, denkt man alleine an Steuersparmodelle, ja, die ich jahrelang unterrichtet habe. Ja, wenn das kein Missbrauch ist, leben aber alle gut davon. Ja? Also bitte hören wir endgültig auf, uns auf der moralischen Ebene ewig Vorhaltungen zu machen, das ist kindisch. Ja? Wer das System einmal begriffen hat, der weiß, dass es ein Missbrauchssystem ist. Ne? Aber bitte, dann stehen wir alle ehrlich auf und sagen, wir wollen jetzt einfach was anderes. Ja? Es ist uns einfach zu blöd, dass wir uns sinnlos herumstreiten, nur weil das System so blöd gebaut ist. Drei Menschen ohne Geld wollen gut leben.
bitte, auch das ist jetzt kein moralischer Anspruch, du musst das immer wieder absichern. Ja? Gut leben wollen wir alle und auch ich will gut leben, ich gebe es auch zu. Was ich nicht mag, das ist, wenn jetzt alle so zum Sparen anfangen. Ne? Und so alle sagen, ich trage jetzt nur noch Secondhand-Kleider und die Möbel hole ich immer vom Müll. Und die, das ist nicht notwendig. Wir haben genug Ressourcen auf der ganzen Welt, es geht sich alles aus. Ja? Nur beim bestehenden Geldsystem stimmt die Verteilungsregel nicht. Das ist der Defizit. Also, Kreditkarussell. Drei Leute ohne Geld wollen gut leben. Sie müssen auch in unserem System ohne Geld gut leben, weil es Geld gar nicht gibt. Das ist nur eine Buchungszeile. Ja. Voraussetzung, dass das funktioniert, jeder ist Kunde bei einer anderen Bank. Ja, wenn jetzt jeder bei einer anderen Bank Kunde ist, eröffnet das Spiel der Herr B, indem er eine Rechnung von 100 an den Herrn A legt. Da müssen wir jetzt gar nicht lang philosophieren, was die Gegenleistung dafür sein soll. Im Zweifelsfall kommt Beratung immer gut an. Man kann sich aber alles Mögliche beraten, nicht? Welchen Hut setzt sie mal heute auf, nicht? Oder, soll ich eine Milch zum Kaffee nehmen oder nicht? Ne? Honorar untergelegt, geht ja schnell. Wir können es auch aller Maischberger machen, nicht was war meine Leistung. Lassen wir das einmal dahingestellt sein. Es wäre möglich, dass es gar keiner wissen will. Dann denke ich nicht drüber nach, dann nehme ich halt das Geld. So. Also eine Rechnung von 100. Jetzt sagt, nein, der wird 14 Tage später vom Rechtsanwalt geschrieben, da schreibt er an das Datum hin. Ne? Routinefall. Ne? Also, elektronische Netzwerke, Echtzeitkommunikation, elektronische Verträge und Rechnungen, elektronische Prozessketten, funktionales Geld, steht alles zur Verfügung. Ja? Was wir wollen, ist ein Baukastensystem im Internet für beliebige Geldsysteme und Wirtschaftssysteme. Und die Demokratie entscheidet selbst, was sie haben will. Aber es ist dann alles transparent. Ja? Man kann alles darstellen und es ist eindeutig nachvollziehbar. Das erste Mal, dass wir nicht Medienbrüche haben, wo in der Rechtsabteilung war anderer was sagt als in der Buchhaltungsabteilung. Ne? Und der Wirtschaftsprüfer hat dann die dritte Meinung dazu. Das wäre dann aber auch ein Geldsystem für die Wissensgesellschaft, weil wir dann ja kooperieren, können wir das Wissen auch wirklich weitergeben, weil wir nicht mehr in Konkurrenz zueinander stehen. Ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal die Weltraummächte heute auf diesem Planeten. Ja? Amerika, Russland, China, Indien, Japan, Europa. Ja? Die haben alle für ihre Raumfahrtprojekte einzelne getrennte Budgets. Klarerweise. Und natürlich kämpfen sie gegeneinander. Also die Europäer werden den Chinesen sicher nicht verraten, wenn sie eine neue Idee für einen Treibstoff haben. Ne? Und die Russen werden es den Japanern auch nicht erzählen. Ist ganz logisch. Und wenn wir jetzt eine neue Entwicklung brauchen, zum Beispiel einen Photonenantrieb oder irgendwas, der sehr teuer ist, dann werden es die einzelnen Staatenblöcke mit ihren kleinen Budgets noch dazu gegeneinander, was sie nicht sagen, wahrscheinlich nicht schaffen. Würden die aber alle ihre Budgets in einen Topf schmeißen, ne? Und würden sagen, okay, wir kooperieren, dann könnte sich die nächste Technologie in der Raumfahrt vielleicht gerade noch auskennen. Das geht heute nur in der Kooperation und nicht in der Konkurrenz. Das ist ganz klar. Dass Konkurrenz einen Vorteil schafft, dass der Wettbewerb zu Fortschritt führt, ist der größte Denkfehler in der Geschichte der Menschheit. Das ist leider Gottes wirklich wahr. Ja. System gäbe es nur noch die natürliche Person, ja? Menschen, die auf Augenhöhe kooperieren und die sich in Projekten in diesen Kooperationsnetzwerken zusammenschließen und konfigurieren, ja? Und dort alle an einem Strang ziehen. Die handeln sich die Konditionen aus, die Leistungen, die Gegenleistungen und ziehen das dann durch. Intelligente Entscheidungsstrukturen kann man da einbauen, das geht bis hin zu elektronischen Wahlsystemen, die Gruppen- und Schwarmintelligenz können wir entwickeln und die Kreativität kann mit Kaufkraft belohnt werden. So, wie schaut das aus? Wir sind heute darauf konditioniert, im sogenannten Individualtausch zu arbeiten. Ja? Immer wenn ich etwas haben will von einem anderen Menschen, wird er darauf bestehen, dass ich beinahe zeitgleich eine fast wertgleiche Gegenleistung erbringe. Und wenn ich das nicht kann, weil ich momentan kein Geld eingesteckt habe, ja, ist ein Problem, dann wird er das vielleicht gar nicht hergeben, was ich von ihm will. Da können natürlich viele Verträge nicht zustande kommen, nicht? Das ist eine Verknappung, eine schwierige Situation. Wenn wir aber sagen, wir haben in Wirklichkeit, ich bin nicht per se gegen diese bedingungslose Grundeinkommen, mir ist es nur wichtig, dass es eine Grundversorgung ist. Das heißt, die Menschen brauchen die Kaufkraft in Waren und Dienstleistungen. Wenn ich jetzt sage, ich gebe nur das Geld her, ja, und es steigen dann die Preise, dann hat die Bevölkerung nichts davon. Ja. Das ist das Problem. Und zusätzlich müssen wir auch noch sicherstellen, dass die Menschen, die da zum Beispiel von diesen bedingungslosen Grundversorgung leben, auch noch sinnvolle Dinge in der Gesellschaft machen.
Weil wenn Sie dann wieder mit Bierdosen vom Fernseher einschlafen, dann ist es nicht mehr so. Also, meine Frage war, Demokratiesystem meiner Meinung nach funktioniert ja deswegen nicht so, wie es eigentlich sollte, weil gewisse Leute nicht ein dementsprechendes Bildungsniveau haben und eben dann auch nicht in dem System dementsprechend agieren können. Wie lange würde das dann dauern, dass man das quasi das Niveau anhebt, sodass dann alle auch dementsprechend agieren können und bei dem neuen System unter Anführungszeichen mitbestimmen können? Ein neues System, finde ich, hat nur dann Sinn, wenn alle dementsprechend mitbestimmen können. Ich glaube, wenn wir es schaffen würden, dass wir diesen theoretisch neuen Beruf des menschlichen Begleiters einführen, ja? Also jemand, der sich empathisch um das Wohl der anderen Menschen kümmert und dem hilft, dass er besser kommunikationsfähig wird und zum Beispiel dann auch in der Demokratie sich selber besser einbringen und ausdrücken, artikulieren kann, dann werden wir sehr schnell in diesem Zustand. Denn es reicht, wenn, es gibt ja immer mehr Leute, die sich jetzt hobbymäßig auch mit Psychologie beschäftigen oder die Reiki machen, ja, oder anders, einfach sich um das Wohl anderer Menschen kümmern. Wenn man denen jetzt noch ein bisschen Kommunikationstricks beibringt, ja, einfach kommunikationsfähige, gewaltlose Kommunikation und ähnliche Dinge, ja, so Standardregeln, wie sie miteinander umgehen, und die sich einfach vollberuflich um das Wohl und das Lebensglück von 10, 20 anderen Menschen kümmern, dann ist schlagartig der gesamten Bevölkerung geholfen. Denn wir haben heute das Problem der psychischen Krankheiten in einem Ausmaß wie noch nie, ja, in unserer Bevölkerung. Und daher brauchen wir diesen Heilungsprozess und dadurch könnten wir auch besser wieder zusammenwachsen. Ja. Also das würde wirklich segensreich sein. Und dann geht es schnell, dann werden wir heute wieder. Für diesen Talk, also für diese Diskussion. Das war wirklich toll. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch lange weitermachen. Ich habe auch das Gefühl, dass du noch lange machen. Der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank. Warum? Was ist in den 80er Jahren passiert? Da sind hunderte kleiner Sparbanken zusammengebrochen, wurden mit Steuergeld aufgefangen und das war unter Reagan. Da haben wir gesagt, jetzt brauchen wir mutige Investoren, die kaufen jetzt zum Schnäppchenpreis die Pleitebanken. Und dann regulieren wir sie gar nicht und der freie Wettbewerb macht sie erfolgreich. Jetzt müsste man als kritisch denkender Mensch einmal hinterfragen, wer kauft denn eine Pleitebank? Wer kauft, auch billig, ein Unternehmen, das durch Konkurs bewiesen hat, dass sein Geschäftsmodell gar nicht funktioniert? Wer will denn sowas? Und der William K. Black gibt die Antwort in diesem Buch, How Corporate Executives and Politicians Looted the Saving and Loans Industry. Naja, er hat gesagt, das waren alles Strohmänner, die sich das Geld bei Mafia-Bossen geborgt haben. Ja, und die sogenannten Bankster haben die dann gehabt. Und kaum, dass sie zum Schnäppchenpreis diese Bank gekauft haben, haben sie dem Gangster, von dem sie sich das Geld geborgt haben, dem Bankster, ja, einen Kredit gegeben, der höher war als der Kaufpreis der Bank. Der hat den einfach nicht zurückgezahlt, die Bank ist wieder insolvent geworden und wieder mit Steuergeld aufgefangen. Und das ist das Grundproblem der heutigen Banken. Ja? Es ist eine Gelddruckmaschine für die Eigentümer, die sich einfach Kredite geben, sie nie zurückzahlen und der Steuerzahler richtet es. Das ist unser Hauptproblem, das ist es, auf den Punkt gebracht. Ja? Irgendwelche Parallelen zur heutigen Situation? Ja, jetzt machen sie es mit in einem Umfang, wo man die Nullen nicht mehr zählen kann, ja? Und wo sie sagen, too big to fail, jetzt kannst du uns nichts machen. Bitte, das ist natürlich ein völliger Unfug. Man kann jederzeit Banken insolvent werden lassen, ja sofort. Man tauscht einfach das Top-Management aus gegen ein paar Beamte und die Bankomaten laufen weiter. Also alleine schon diese Idee, was man damals noch dem Gusenbauer erzählt hat, am Montag gibt es kein Geld mehr in den Bankomaten. Ja. Na, drollig. Ne? Wenn ich die Eigentümer enteigne, und das gehört jetzt dem Staat und das Top-Management wechsle aus, kann der Rest weiterlaufen. Ja? Wir werden halt schrittweise die Geschäftsmodelle umstellen, aber die Versorgung mit Zahlungsmitteln der Bevölkerung muss man ja deswegen überhaupt nicht antasten. Nicht, wenn man das doch tut oder behauptet, ist das reine Erpressung. Erpressung und Bluff in Wirklichkeit, sonst gar nichts. Also wirklich ganz witzig. So, also da gehen wir jetzt ein bisschen drüber. Ja, eines ist vielleicht noch spannend. Eines ist spannend.
Wir brauchen eigentlich Geld deswegen nicht. Es reicht, wenn wir uns auf ein Wertverhältnis einigen. In China hat es über 10.000 Jahre lang ein ganz spannendes Währungssystem gegeben, Feilun, das fliegende Rad. Wie hat das funktioniert? Man kommt zu einem Händler, sucht sich ein paar Dinge aus, einigt sich auf einen Preis und der Händler macht einen Kreidekreis an der Wand und schreibt eine Zahl hinein. Und daher kommt der Begriff in der Kreide stehen. Ein paar Tage später kommt man mit anderen Waren, bietet sie dem Händler an, man einigt sich wieder auf einen Preis und um den Betrag wird dann die Zahl im Kreidekreis vermindert. Ganz leicht. Und in der unteren sozialen Schicht zwanghaft äffisch die imitieren, die in der sozialen Schicht über ihnen sind. Das heißt, die dumme Idee, ja, das Meme, geistige Muster, Gedankenvirus, von Angebot und Nachfrage wird vollautomatisch über die Pyramide nach unten kopiert. Durch Nachahmungsverhalten in den sozialen Schichten. Mehr brauche ich nicht machen. Ich fange nur die Kinder der Eliten ein, ja, vollziehe die Gehirnwäsche, schicke sie wieder zurück und dann funktioniert die soziale Pyramide als Kopierautomat. Übrigens hat man das schon gewusst, nicht? Weil das richtige Märchen dazu, früher hat man dieses Wissen im Märchen weitergegeben, ist der Rattenfänger von Hameln. Rattenfänger von Hameln erklärt euch nur, wie man geistig eine Gesellschaft beherrscht. Ja, indem man die Kinder wegführt und Gehirnwäsche vollzieht. Und übrigens, das mit dem Luftgeld ist auch ganz klar, das sind natürlich des Kaisers neue Kleider, nicht? Das ist des Kaisers neue Geld. Keiner sieht es, es ist gar nicht da, alle müssen daran glauben, sonst beschädigen sie ihren eigenen guten Ruf. Also die Märchen haben uns alles das schon erzählt, aber diese Art von Wissensquelle ist uns leider verloren gegangen. Und jetzt beginnt der tüchtige Unternehmer, sich das Wasser in seine eigenen Tanks abzufüllen, das Trinkwasser. Mehr und mehr und mehr. Und wenn ihn jemand fragt, sagt er, das hast du ja bei mir gelernt, ne? Das ist ein Überflussgut, da brauche ich nichts zahlen, alles in Ordnung, ihr habt immer noch genug. Wenn seine Tanks voll sind, da geht wirklich nichts mehr rein, dann wird er bei der Einleitungsstelle der Wasserleitung das ein bisschen verschmutzen. Ne? So viel zur Umweltverschmutzung. Ne? Damit macht er nämlich in der Ortschaft das Trinkwasser knapp. Dann wird er dafür sorgen, dass irgendwo die Wasserleitung leck wird. Vielleicht kommt zufälligerweise ein Terrorist um die Ecke, ja, sprengt die Leitung in die Luft. Auf einmal haben jetzt die Menschen weniger zu trinken oder gar nichts mehr. Dann sagt er, ja, das ist aber Glück, dass ich da so viel in meinen Tanks habe. Ich biege euch noch ein blaues Zettel drauf, ja, und versehe das mit einem schönen Werbeprospekt am Namen und ihr könnt es um Geld bei mir kaufen. Ja, ist ein besseres Wasser, nicht? Weil das hat einen lustigen Namen und ein Zettel. Ja. Und da zahlen die Leute dann gerne Geld dafür und er wird das weiter verknappen. Und die Leute werden völlig verstehen, dass sie dann teurere Preise zahlen müssen. Alle sind glücklich, alle sind gut befreundet und das Dorf wird wunderbar geplündert. So funktioniert das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das ist überhaupt kein Gesetz. Das ist ein Erpressungstrick der Bevölkerung, den man durch Gehirnwäsche in den Bildungsinstitutionen, durch Kopien in den sozialen Pyramiden in die Bevölkerung gekippt hat. Ist bekannt seit ewigen Zeiten, dass das so gemacht wird. Das ist ja unser politisches System, genau in diesem System leben wir. Und bitte, der Wasserkrieg in Cochabamba hat ja wirklich so funktioniert in Bolivien. Aber nicht nur dort, auch in Berlin und in Paris hat man es versucht. Ja? Und es ist beide Male gescheitert. Ja? Also, das ist euer Schicksal, wenn ihr im alten System bleiben wollt. Also, Angebot und Nachfrage ist eine Fügung in Erpressung, brauchen wir nicht. Die Geldwirtschaft, wie sie heute haben, in einem Nullsummenspiel, am Ende kann nur der Kampf stehen, nicht die berühmt-berüchtigten Ressourcenkriege. Ja, also das ist ja vollkommen klar, in einem Nullsummenspiel ist immer der Kampf das Letzte. Kooperation, was haben will von einem anderen Menschen, wird er darauf bestehen, dass ich beinahe zeitgleich eine fast wertgleiche Gegenleistung erbringe. Und wenn ich das nicht kann, weil ich momentan kein Geld eingesteckt habe, ja, ist ein Problem, dann wird er das vielleicht gar nicht hergeben, was ich von ihm will. Da können natürlich viele Verträge nicht zustande kommen, nicht? Das ist eine Verknappung, eine schwierige Situation. Wenn wir aber sagen, wir haben in Wirklichkeit unser Netzwerk, unsere Gesellschaft in der Mitte, da können diese rein individuellen, dualen Beziehungen sich auflösen, verschwinden und wir kommunizieren dann nur noch mit dieser Wolke, mit diesem Netzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt von jemandem etwas möchte, ja, ein Stück Brot, ja, eine Leistung, was auch immer, habe aber jetzt kein Geld dabei, kann er das trotzdem geben. Weil auf seinem Konto, wenn wir das jetzt einmal so zu umschreiben, ja, im Netzwerk wird ihm das gut geschrieben. Und das ist gleichzeitig schon seine Kaufkraft. Er kann das auch schon ausgeben. Ja? Und ich habe eine Belastung auf meinem Konto und werde es irgendwann in einem Deal mit irgendjemand anders wieder ausgleichen. Ja? Aber die Leistungen können jederzeit erbracht werden, weil niemand mehr von der Kaufkraft des Kunden abhängig ist. Okay? Wir sind das erste Mal nicht mehr abhängig von der Kaufkraft der Kunden. Wir haben die Kaufkraft sofort, wenn die Leistung erbracht ist. Ja? Und die Kunden leisten später, wenn sie wieder Kunden haben. Ja? Und in diesem System
brauchen wir eigentlich nur noch eines, das kommt dann noch dazu, als Zucker, einen neuen Beruf. Ja, das sind psychologische Begleiter. Neuer Beruf. 5-10% der Bevölkerung, ja, sollten nichts anderes mehr in ihrem Leben machen, als 10-20 Leute glücklich ein Leben lang. Indem sie diese Menschen fragen, was möchtest du eigentlich wirklich sein? Wie möchtest du dich entwickeln? Was macht dir Freude? Ja? Was ist deine schönste, tollste Tätigkeit? Und dann verschaffe ich dir im System so viel Kaufkraft, dass du einmal die Ausbildung machen kannst, ganz problemlos. Und was du dann aus Begeisterung in der Gesellschaft leistest, für das konfiguriere ich dir eine Schnittstelle, dass mit dem, was du aus Begeisterung freiwillig leistest, ja, der maximale Gemeinnutzen entsteht. Denn das sind kombinatorische Schnittstellenprobleme, die wir mit der heutigen Softwaretechnologie im Griff haben. Sonst nichts. Es ist Technologie, die uns den Weg weist. Und das ganze kombinatorische Potenzial der Möglichkeiten, ja, der menschlichen Kooperation steckt in diesem Netzwerk drinnen. Und das ist sogar schon fertig. Gut. Also, was bedeutet das jetzt aus technischer Sicht? Wir haben am Backend, am Server, die physischen Ressourcen und Fähigkeiten der Menschen im Netzwerk. Die sind dort indiziert, die sind verknüpfbar, die können wir in einfach beliebigen kombinatorischen Algorithmen auflösen, zerlegen für alle Projekte, die anstehen. Und da gibt es ein eigenes System mit künstlicher Intelligenz, ja, ein neuronales Netzwerk, das das pausenlos kombiniert, durchpermutiert und sagt nur, wie man geistig eine Gesellschaft beherrscht. Ja, indem man die Kinder wegführt und Gehirnwäsche vollzieht. Und übrigens, das mit dem Luftgeld ist auch ganz klar, das sind natürlich des Kaisers neue Kleider, nicht? Das ist des Kaisers neue Geld. Nicht? Keiner sieht es, es ist gar nicht da, alle müssen daran glauben, sonst beschädigen sie ihren eigenen guten Ruf. Nicht? Also die Märchen haben uns alles das schon erzählt, aber diese Art von Wissensquelle ist uns leider verloren gegangen. Und jetzt beginnt der tüchtige Unternehmer, sich das Wasser in seine eigenen Tanks abzufüllen, das Trinkwasser. Mehr und mehr und mehr. Und wenn ihn jemand fragt, sagt er, das hast du ja bei mir gelernt, nicht? Das ist ein Überflussgut, da brauche ich nichts zahlen, alles in Ordnung, ihr habt immer noch genug. Wenn seine Tanks voll sind, da geht wirklich nichts mehr rein, dann wird er bei der Einleitungsstelle der Wasserleitung das ein bisschen verschmutzen. Ja? So viel zur Umweltverschmutzung. Ja? Damit macht er nämlich in der Ortschaft das Trinkwasser knapp. Dann wird er dafür sorgen, dass irgendwo die Wasserleitung leck wird. Vielleicht kommt zufälligerweise ein Terrorist um die Ecke, ja, und sprengt die Leitung in die Luft. Auf einmal haben jetzt die Menschen weniger zu trinken oder gar nichts mehr. Dann sagt er, ja, das ist aber Glück, dass ich da so viel in meinen Tanks habe. Ich biege gerade noch ein blaues Zettel drauf, ja, und versehe das mit einem schönen Werbeprospekt am Namen und ihr könnt es um Geld bei mir kaufen. Ja, ist ein besseres Wasser, nicht? Weil das hat einen lustigen Namen und ein Zettel. Ja. Und da zahlen die Leute dann gerne Geld dafür und er wird das weiter verknappen. Und die Leute werden völlig verstehen, dass sie dann teurere Preise zahlen müssen. Alle sind glücklich, alle sind gut befreundet und das Dorf wird wunderbar geplündert. So funktioniert das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das ist überhaupt kein Gesetz. Das ist ein Erpressungstrick der Bevölkerung, den man durch die Hirnwäsche in den Bildungsinstitutionen, durch Kopien in den sozialen Pyramiden in die Bevölkerung gekippt hat. Ist bekannt seit ewigen Zeiten, dass das so gemacht wird. Das ist ja unser politisches System, genau in diesem System leben wir. Und bitte, der Wasserkrieg in Cochabamba hat ja wirklich so funktioniert in Bolivien. Aber nicht nur dort, auch in Berlin und in Paris hat man es versucht. Ja? Und es ist beide Male gescheitert. Ja? Also, das ist euer Schicksal, wenn ihr im alten System bleiben wollt. Also, Angebot und Nachfrage ist eine Fügung in Erpressung, brauchen wir nicht. Die Geldwirtschaft, wie sie heute haben, in einem Nullsummenspiel am Ende kann nur der Kampf stehen, nicht die berühmt-berüchtigten Ressourcenkriege. Ja, also das ist ja vollkommen klar, in einem Nullsummenspiel ist immer der Kampf das Letzte. Kooperation wäre besser, bietet mehr Möglichkeiten. Poker versus Wizard. Ja. Es gibt auch Kartenspiele, da muss man sagen, Poker ist klar, nicht? Da gewinnt immer nur einer auf Kosten der anderen. Der Winner takes it all. Ja, Nullsummenspiel gewinnen, Verluste heben sich auf. Es gibt aber auch Kartenspiele, wo die Plus- und die Minuspunkte pro Runde sich nicht auf Null ausgleichen. Ja, wo man zum Beispiel sagen muss, bei einem bestimmten Blatt, wie viele Stiche werde ich machen in dieser Runde. Wenn es mir gelingt, kriege ich Bonuspunkte. Wenn es mir nicht gelingt, kriege ich nur für die Differenz Strafpunkte. Und zwar sowohl, wenn ich zu wenig, als auch wenn ich zu viel Stiche mache. Ja? Und daran sieht man jetzt eines ganz deutlich. In dieser Art von Kartenspiel, Zeit, dass ich da mich da ein bisschen vervollkomme, wäre höchst an der Zeit. Inzwischen sagen wir so, da haben wir eine Frau machen, wo das hier ist genial. Ja, das war so die klassische Arbeitsteilung, nicht? Ich bringe das Geld nach Hause und sie repariert.
Aber ich finde das absurd. Ich finde das völlig absurd. Und ich will auch in Zukunft nur Dinge haben, die ich selbst reparieren kann. Zum Beispiel ein Auto. Ja? Warum können nicht alle Kfz-Hersteller sich auf einzelne Komponenten spezialisieren, die man wie mit einem Lego-Baukasten mit zwei Handgriffen ausbaut und wieder zusammenbaut, wenn sie hin sind? Und zwar nur den einzelnen Teil und nicht die ganze Karre verschroffen. Ja? Das muss doch bitte machbar sein, wenn wir das heute Ingenieuren in Auftrag geben, Entwicklern, dann macht genau so ein Auto. Bei jeder Tankstelle liegen die kompatiblen Ersatzteile und mit drei Handgriffen ist alles wieder repariert. Warum geht das nicht? Ich bin überzeugt, dass das geht. Nur die heutige Logik des Gewinns und die Verdrängungskonkurrenzindustrie, ja, verhindert das, weil die einzelnen Bauteile sind ja eh schon gleich, nicht? Wenn man sich die Auto-Hacks anschaut und sonst, das ist ja schon wurscht, wo das herkommt, die haben alle die gleichen Teile, schrauben irgendwo ein anderes Pickel drauf und sagen, das ist jetzt ein anderes Ding. Wenn sie es offen zugeben würden und sie würden zum Beispiel nicht vorne, ja, ein Viertel von Auto aus einem Bauteil machen. Ja, früher hat man Stoßstange gehabt und da hat man oft anfangen können, bevor man was gesehen hat. Und heute eckt man irgendwo an und muss ein Drittel der Karosserie aus. Zwei Fragen noch. Eine Frage ist draußen. Ja, mein Name ist Dietmar Hauser. Ich hätte noch eine Frage. Ein kurzes Beispiel nur. Wir haben ja alle schon eine massive Krise erlebt. Und zwar, wie wir als Baby im Bauch in dem Fruchtwasser gebadet und geschwommen sind, kam es dann ja zu einer Riesenkrise, nämlich dem Geburtsvorgang. Und das Interessante dabei ist, dass wir damals noch keine Ahnung gehabt haben, dass wir Organe vorbereitet haben im Körper, die dann später das Atmen und anderes ermöglichen. Deswegen meine Frage, wäre es nicht möglich, unter vor allem der Jugend hier positive Beispiele für eine Zeit nach dieser Krise, die ja jetzt da ist, zu geben, indem man genau ihr Wissen, das sie uns heute dargeboten haben, vernetzen mit Wissen aus der Technologie, aus der Medizin. Es gibt dermaßen vieles schon, das umsetzbar ist und auch schon umgesetzt wird, das noch nicht bekannt ist, dass man hier sozusagen eine positive Stimmung erzeugt, dass die Jugend ihre Kreativität wieder lernt einzusetzen und nicht schaut, wo kann ich noch unterkommen im alten System, wo kann ich noch retten, was zu retten ist. Das würde ich bitte gerne anregen, dass man hier sowas einmal in einem größeren Rahmen organisiert. Interessiert ist, dann nennt man es Informationsasymmetrie und sagt, das hat einen Wert. Das ist gut. Also, wie sich halt so, ja, manche Menschen den Rest der Bevölkerung entfremden im Zuge ihrer Ausbildung. Ja. Und dann haben sie ein Problem. Kommunikationsproblem. Ja. Also Informationsasymmetrie und Konkurrenz kann nur funktionieren bei inselförmigen Informationsinfrastrukturen. Wenn jetzt global, das globale World Wide Web ausbricht, ja, dann müssen wir im Kopf nur umschalten auf Kooperation, ja, und Transparenz. Das ist alles. Weg von der Konkurrenz, weg von der Informationsasymmetrie, sofort vollständige Kooperation, ja, und totale Transparenz und dann können wir eigentlich weitermachen wie bisher. Ja. Nur den einen Schalter müssen wir im Kopf umlegen, weil die Informationsinfrastruktur sich geändert hat. Ja. Das ist alles, was wir jetzt tun müssen. Und Geld ist ein Teilaspekt dieser Entwicklung. Gut. Das steht in manchen dummen Büchern drinnen und kann sofort widerlegt werden. Bitte, Geld ist kein universelles Tauschmittel. Ja, wenn ich also zwei Dinge habe, zwei Menschen tauschen, zwei Gegenstände, einen Tisch gegen einen Sessel, ja, ja, dann tauschen sie das einfach, da braucht man kein Mittel dafür. Niemand braucht ein Mittel. Und wenn sie sich darauf einigen, dass sie einen Apfel gegen zwei Birnen tauschen wollen, dann haben sie eine Wertrelation, einen Preis, 1 zu 2 oder 0,5 zu 1, ja. Und dann haben sie eigentlich schon gekauft. Und schon wieder machen sie das, ohne dass sie Geld verwenden. Ja, also es gibt kein universelles Tauschmittel. Tausch erfolgt einfach, wenn man sich auf eine Wertrelation einigt. Das ist eine abstrakte Zahlengröße, die man dafür braucht. Ja, und nicht ein Zwischending. Ja, das braucht man nicht. Aber wenn Monopolisten gesetzlich die einzigen sind, die das Zwischending erzeugen, dann können sie uns natürlich in jedes Geschäftsmodell sofort reinreden und dort mächtig sein. Was soll ein Wertemaßstab sein mit Eigenwert? Bitte, ein Meter ist die Länge, hat aber keine. Ja? Das war früher das Pariser Urmeter mit einer Metalllegierung, heute ist es ein Vielfaches einer blauen Lichtwellenlänge. Und der Metermaßstab ist an und für sich willkürlich, es ist egal, ob ich sage, der ist so, so oder so. Ja? Aber wenn ich ihn einmal definiert habe, darf er sich nicht mehr ändern.
Er darf sich gar nicht ändern in der Verwendung. Das macht ihn als Maßstab ja erst wichtig und wertvoll. Und jetzt schauen wir uns einmal an, das Geld hat ja angeblich einen Eigenwert. Das hat im Inland eine Inflation, das hat nach außen Wechselkurse. Ja? Ja, mit sowas soll ich messen können. Das ändert sich nach Angebot und Nachfrage. Das ist genau wie wenn ich zu einem Bretterstapel gehe mit 30 Brettern. Dann wird mein Metermaßstab ganz lang wegen der großen Nachfrage. Und wenn ich ein einzelnes Brett abmessen will, wird er ganz schmal, wegen der geringen Nachfrage. Ist das ein Wertmaßstab? Ja? Die wissen nicht, was messen heißt. Also es ist Geld kein universelles Tauschmittel, es kann auch kein Wertmaßstab sein, aus logischen Gründen. Wertaufbewahrungsmittel, Geld, da stelle ich immer die Frage, Dinge, die euch wirklich wichtig sind. Zum Beispiel Gold, dem einen, ja, oder so oder so. Ja. Aber wenn ich ihn einmal definiert habe, darf er sich nicht mehr ändern. Er darf sich gar nicht ändern in der Verwendung. Das macht ihn als Maßstab ja erst wichtig und wertvoll. Und jetzt schauen wir uns einmal an, das Geld hat ja angeblich einen Eigenwert. Das hat im Inland eine Inflation, das hat nach außen Wechselkurse. Ja, ja mit sowas soll ich messen können. Das ändert sich nach Angebot und Nachfrage. Das ist genau wie wenn ich zu einem Bretterstapel gehe mit 30 Brettern. Dann wird mein Metermaßstab ganz lang wegen der großen Nachfrage. Und wenn ich ein einzelnes Brett abmessen will, wird er ganz schmal, wegen der geringen Nachfrage. Ist das ein Wertmaßstab? Ja, die wissen nicht, was messen heißt. Also es ist Geld kein universelles Tauschmittel, es kann auch kein Wertmaßstab sein, aus logischen Gründen. Wertaufbewahrungsmittel, Geld, da stelle ich immer die Frage, Dinge, die euch wirklich wichtig sind. Zum Beispiel Gold, dem einen, ja, oder die Kinderfotos, ja, oder irgendwelche anderen, der Familienschmuck, geerbt aus über die Generationen. Wie bewahrt ihr den auf? Wahrscheinlich verkauft ihr das alles gegen Geldbündel und die Geldbündel steckt es dann in den Tresor. Wenn ihr das macht, dann ist Geld ein Wertaufbewahrungsmittel. Wenn nicht, dann nicht. Also alles drei sind absurd dumme Propaganda-Argumente. Ja? Geld hat in Wahrheit überhaupt keine Funktion. Das kann er keine haben, weil es entsteht in der Buchungszeile aus Luft und verschwimmt dort viel. Also das Einzige, was ja wirklich da ist, sind Güter und Dienstleistungen. Ja? Aber mit verschiedenen Geldtricks kann man natürlich andere Menschen um die bringen. Man kann sie enteignen, indem man Geld verwendet. Geld, das selbst keinen Wert hat. Früher hat man gesagt, Goldmünzen, die noch einen Wert hatten, zum Beispiel als Tauschmittel, das war Warengeld. Warengeld hat einen Eigenwert. Das heutige Geld ist Informationsgeld, entsteht als Bit und Byte im Computer, hat keinen Eigenwert. Aber es wird noch so getan, auch bei der Kreditvergabe mit dinglicher Besicherung, als würden wir es mit Warengeld zu tun haben. Also wären diese Zettelchen, die euch im Bankomaten holt, alles echte Goldstücke. Ja, dann ist es klar, wenn ich da echte Goldstücke kriege, ja, dann verpfände ich mein Häuschen, dann habe ich ja Gold. Aber Zettel, die nichts wert sind. Und wenn dann die Banker sagen, aber du kannst dir damit einkaufen gehen, dann kannst du ja den Wert, den ich nicht habe, ja, dir von jemand anderen holen, dann geht es wieder, ne? Dann ist es ja doch wertvoll. So kommt der Wert zwar nicht von mir, von einem anderen, ja? Das ist eine Argumentation wie von einem Gemäldedieb. Ein Gemäldedieb, der die echte Mona Lisa stiehlt im Museum und durch eine ganz tolle Kopie ersetzt, der dabei ertappt wird und man sagt, hey, du hast da die Mona Lisa gestohlen. Er sagt, ist ja nichts passiert. Der wahre Wert des Bildes ist ja nur, dass die Leute ihn anschauen können. Das können sie mit der Kopie genauso. Also nehmen wir das Echte einfach weg. Ne? Das ist die Argumentation der Banker mit dem wertlosen Informationsgeld. Ne? Diese Argumentation von Dieben in Wirklichkeit. Schlimm. Also da Geld gar nicht wirklich existiert als etwas Materielles, es funktioniert nur, wenn alle daran glauben, ist es eine Religion. Weil sie uns gesetzlich staatlich vorgeschrieben wird, ist es eine Staatsreligion. Also, ja, irgendwas kommt da schon. Ja, ich schaue es halt nicht an. Ja. Und so ist es mit Kreditkarten auch. Also das sind so kleine Tricks, ja, wo man euch in die Verschuldung treibt und in Wirklichkeit. Es gibt einen Bankenprüfer bitte aus den 80er Jahren. In den 80er Jahren war William K. Black einer der obersten Bankenprüfer in den Vereinigten Staaten. Und das war die Saving and Loan Crisis. Er hat ein tolles Buch geschrieben, 2005 auf den Markt gekommen. Kann ich jedem empfehlen. Jeder, der also mit Banken oder auch Politiker zu tun hat, eine Pflichtliteratur. Und das Buch heißt The Best Way to Rob a Bank is to Own One. Das erinnert an Bertolt Brecht. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ja. Warum? Was ist in den 80er Jahren passiert? Da sind hunderte kleiner Sparbanken zusammengebrochen, wurden mit Steuergeld aufgefangen und das war unter Reagan. Da haben wir gesagt, jetzt brauchen wir mutige Investoren, die kaufen jetzt zum Schnäppchenpreis die Pleitebanken. Und dann regulieren wir sie gar nicht und der freie Wettbewerb macht sie erfolgreich. Jetzt müsste man als kritisch denkender Mensch einmal hinterfragen, wer kauft denn eine Pleitebank? Wer kauft, auch billig, ein Unternehmen, das durch Konkurs bewiesen hat, dass sein Geschäftsmodell gar nicht funktioniert? Wer will denn sowas?
Und der William K. Black gibt die Antwort in diesem Buch, How Corporate Executives and Politicians Looked at the Saving and Loans Industry. Naja, er hat gesagt, das waren alles Strohmänner, die sich das Geld bei Mafia-Bossen geborgt haben. Ja, und die sogenannten Bankster. Und kaum, dass sie zum Schnäppchenpreis diese Bank gekauft haben, haben sie dem Gangster, von dem sie sich das Geld geborgt haben, dem Bankster, einen Kredit gegeben, der höher war als der Kaufpreis der Bank. Der hat den einfach nicht zurückgezahlt, die Bank ist wieder insolvent geworden und wieder mit Steuergeld aufgefangen. Und das ist das Grundproblem der heutigen Banken. Ja? Es ist eine Gelddruckmaschine für die Eigentümer, die sich einfach Kredite geben, sie nie zurückzahlen, und der Steuerzahler richtet es. Das ist unser Hauptproblem. Das ist es auf den Punkt gebracht. Ja? Irgendwelche Parallelen zur heutigen Situation? Ja. Jetzt machen sie es mit in einem Umfang, wo man die Nullen nicht mehr zählen kann. Ja? Und wo sie sagen, too big to fail, jetzt kannst du uns nichts machen. Bitte, ist natürlich ein völliger Unfug. Man kann jederzeit Banken insolvent werden lassen. Ja, sofort. Man tauscht einfach das Top-Management aus gegen ein paar Beamte und die Bankomaten laufen weiter. Also alleine schon diese Idee, was man damals noch dem Gusenbauer erzählt hat, am Montag gibt es kein Geld mehr in den Bankomaten. Ja. Na, drollig. Ne? Wenn ich die Eigentümer enteigne, und das gehört jetzt dem Staat und das Top-Management wechsle aus, kann der Rest weiterlaufen. Ja? Wenn ich dann halt schrittweise die Geschäftsmodelle umstellen, aber die Versorgung mit Zahlungsmitteln der Bevölkerung muss man ja deswegen überhaupt nicht antasten. Nicht, wenn man das doch tut oder behauptet, ist das reine Erpressung. Erpressung und Bluff in Wirklichkeit, sonst gar nichts. Also, wirklich, ganz witzig. So, also, da gehen wir jetzt ein bisschen drüber. Ja, eines ist sowas von abartig, das geht sich nicht aus. Es gibt im normalen Insolvenzrecht für Unternehmen zwei Kennzahlen. Das eine ist 8% Eigenkapitalquote und das andere ist die dynamische Schuldentilgungsdauer von 15 Jahren. Aber das ist die Relation Cashflow, ja, zu den Verbindlichkeiten. Das heißt, der echte Cashflow-Überschuss, wie lange brauche ich, um aus dem rein theoretisch meine Verbindlichkeiten zu tilgen? Und wenn das über 15 Jahre ist, ja, und auch noch das Eigenkapital kleiner 8%, das müssen beide Bedingungen sein, dann bin ich insolvenzgefährdet. Ja? Als normales privatwirtschaftliches Unternehmen. Jetzt schauen wir uns einmal an, ob es irgendwann in der Geschichte Österreichs oder anderer Staaten wirkliche Cash-Überschüsse des Staates gegeben hat. Ja, in der Geschichte praktisch nie. Die sind daher von der Konstruktion weg, von unserem heutigen Insolvenzrecht aus gesehen, insolvent. Ja, aber schon per Design. Staaten sind schon per Design insolvent. Das geht gar nicht anders. Ja. Ein Staat hat keinen Markt, der verkauft keine Produkte, der hat keine Mitarbeiter. Ja. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, da eine Analogie zu machen, Staat und Unternehmen, abartiger geht es gar nicht. So, Subprime-Kredite ist also klar, was da wirklich passiert ist. So gesehen kann man natürlich durchaus argumentieren, dass diese Ratingagenturen und diese, auch die Investmentbanker, dass sie doch keine Gauner waren. Aber wenn sie das öffentlich eingestehen würden vor Gericht oder vor Kongress oder so, müssten sie das Geheimnis des Geldsystems lüften. Ne? Und das wollen sie nur viel weniger, dann lassen sie sich lieber als Gauner beschimpfen. Kreditkarten, das ist auch so ein lustiges Spielchen. Ja, ist fast das gleiche, ist ein ähnliches Märchen, wie die Banken geben das Geld der Sparer weiter in Kredit. Wenn ihr mit einer Kreditkarte eine Rechnung bezahlt, erzählt man euch das Märchen, ja, im Gasthaus, 50 Euro, Unterschrift am Beleg, erzählt man euch das Märchen, nach zwei Tagen oder so kriegt der Wirt sein Geld, abzüglich bestimmter Spesen, und ihr zahlt es dann viele Wochen später in einer Sammelrechnung, in der Zwischenzeit borgt euch jemand Geld, ja, und dafür fallen die Gebühren an. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn ihr eure Rechnung unterschreibt, ja, der unterschriebene Beleg mit 50 Euro, dann habt ihr ein Wertpapier erzeugt. Man nennt das auch Kreditverbriefung. Mit dem Zettel könnt ihr zu jeder Bank gehen und sagen, ich kriege dafür 50 Euro, weil das ist ein Schuldschein mit meiner Unterschrift. Ich habe gerade mein eigenes Geld hergestellt. Macht ihr jeden Tag. Ihr erzeugt per Unterschrift euer eigenes Geld in der Kreditverbriefung. Und die Kreditkartengebühr zahlt sie in Wirklichkeit dafür, dass ihr das gar nicht wissen dürft. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Ja, weil ihr werdet so darauf geprägt, sozialisiert, dass ihr immer an eine Gegenleistung glaubt, wenn ihr irgendwo Geld hineinschmeißt. Ja? Also wer etwas bezahlt, ein Abonnement hat für irgendwas, was er vielleicht gar nicht braucht, ja? Den werdet ihr nie davon überzeugen können, dass es überflüssig ist. Ja, irgendwas kommt da schon. Ja? Ich schaue es euch nicht an. Ja? Und so ist es mit Kreditkarten auch. Auswirkungen, die also diese Magnetfelder auf das menschliche Bewusstsein, das Gehirn haben, die Zellaktivitäten. Und
da gibt es definitiv einen Zusammenhang, man hat das ja auch statistisch mit Börsenbewegungen in der Vergangenheit immer wieder korrelieren können. Das ist richtig, dass es das gibt. Aber inwieweit das sozusagen jetzt der ultimative Knall wird, genau wenn diese Sonnenflares kommen, also das wäre möglich, aber wie gesagt, da fehlt mir... Meine Frage war auf das bezogen, ja. Ob die Elite mit dem spekuliert. Ach so, naja, also die Elite, ich mag diesen Begriff nicht, weil das ist die Gruppe, naja, abgesehen davon, die Gruppe ist so heterogen. Da gibt es verschiedene Glaubensrichtungen, da glaubt jeder an seine eigenen Schriften und Das ist nicht ein Topf, in den man alle hineinwirft. Ja, und da sind auch Menschen mit unterschiedlichen Entwicklungsspannen dabei. Ja, da gibt es einige, die das, was wir machen, toll finden. Ja, also das ist nicht eine homogene Gruppe. Und die haben auch unterschiedliche Meinungen. Es gibt bestimmte Vereinigungen und so, die in diese Richtung gehen. Das schon. Aber das ist nicht geschlossen, die ganze Elite. Das ist eine Untergruppe. In einer Untergruppe gibt es solche Meinungen. Ja, das stimmt. Vielleicht über die nächste Wortmeldung. Ja, mein Name ist Franz Kogler. Mir gefällt das System mit der Wolke sehr gut, aber nur wie kann man hier absichern, dass sich nicht wieder die 7000 bereichern und ja, 99% an sich reißen? Naja, die Regeln, die in diesem System eingestellt werden, werden ja durch die Mehrheit eingestellt. Also das ist wirklich ein IT-System mit Zugangsberechtigungen, das überwacht wird. Und es ist immer nur die Frage, sozusagen, welchen Aufwand treibt man, um solche Systeme abzusichern. In der heutigen normalen Bankenwelt zum Beispiel werden die meisten IT-Systeme gar nicht besonders abgesichert, weil bei kleineren Transaktionen mit Kreditkarten oder so, da ist ein Verlust durch Hacker und Ähnliches einfach eingeplant. Ja, also der Aufwand, die Systeme zu erneuern oder sicherer zu machen, wäre viel, viel zu hoch. Ja, und das bisschen, was also die Hacker da so wegschnappen bei den Transaktionen, das riskiert man einfach, es ist billiger. Aber wenn man jetzt ein wirklich hochsicheres System haben will, zum Beispiel für Österreich ja, alleine, dann könnten wir da schon was hinstellen, wo die heutigen Hacker sich ganz schön schwer täten, da reinzukommen. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen das für die ganze EU, ja, dann ist das schon ein Bereich, der dann wirklich ziemlich sicher ist. Es ist, wie gesagt, immer nur die Frage, Aufwand, Nutzen, ja, was will man da hineinstecken, damit man es sicher macht. Die alten Geschichten, die ich auch vor Jahren noch gelesen habe, ich bin ja eigentlich Wirtschaftsinformatik, komme schon aus dem Bereich, dass zum Beispiel die Hacker in den Vereinigten Staaten an den Universitäten geheime Baupläne von Versuchsflugzeugen des amerikanischen Militärs gehackt haben und so. Ne? Sogar, die kommen überall hinein. Da muss man schon noch dazu sagen, wie das damals gelaufen ist. Das amerikanische Militär hat sich einfach bestimmte Sektoren auf den Festplatten. Immer nicht. Ja? Und so ist der Grund, warum die Banken ja, maßlos verschuldet sind und da nie rauskommen, weil mit jeder Kreditvergabe steigt ihre Verbindlichkeiten. Müssen sie verschulden. Ja? Ganz klar, dass sich das nicht ausgehen kann. Also das ist ganz, ganz schlimm, das muss man ändern. Na, da sieht man eine schöne Spiegelung, Geldvermögen und Schulden, ja, das ist genau auf der Nullachse gespielt, ja, von der Deutschen Bundesbank. Ja, das ist die Buchungstechnik, das ist kein Wunder und kein Zufall. Nicht, wenn alle richtig buchen, schaut so aus. Aber wenn ich jetzt die Zinsen dazu habe bei der Schuld und in der Geldmenge kommen die nicht vor, dann divergieren die immer mehr und ab einem bestimmten Spannungszustand macht es einen Crash und alles bricht zusammen. Das heißt, es ist nicht vermeidbar, dass dieses System sich verabschiedet und uns um die Ohren fliegt, aber das soll uns nicht weiter stören. Ja, wir können ganz cool in ein neues System überwechseln und das ist bei Weitem stabiler. Ja. Das ist ein unschöner Nebenaspekt, dass nämlich die Zinsen und die Zinseszinsen eine Verteilungswirkung haben, nämlich von den ärmeren Menschen zu den Reicheren. Ja. Das ist kein Vorwurf an die Reicheren, ja. Die machen das vielleicht wirklich nicht absichtlich. Ja. Die machen so, okay, ich lebe halt gut. Schön, ich will gar nicht wissen, warum. Ja. Weil wenn ich zu lange nachschaue, ist mir vielleicht eh unangenehm. Ne? Aber es ist ein Systemfehler. Es ist ein reiner Systemfehler und den kann man ja beheben. Nicht? Also ein Zehntel sozusagen profitiert maßlos von den Zinsen. Beim zweiten Zehntel ist ungefähr pari und der ganze Rest verliert eigentlich nur durch Zinseszinsen. Da gibt es Untersuchungen, wie viel Zinsen alleine in den Produktpreisen eingepreist sind. Ja, es ist ganz, ganz schlimm bei Mieten. Ja, Mieten von Wohnungen und von Gebäuden. Da können es bis zu 80-90% sein.
weil das sehr langfristige Finanzierungen sind. Ja? Und da sind unglaubliche Zinsanteile drin. Und da kann man auf Knopfdruck sofort einsparen. Mein Freund Ottmar Brigitta, ein Co-Autor, der mich heute vertritt in der Sendung Konter, 23.25 Uhr, FS1, ja? Wenn wir jetzt lang quatschen, könnt ihr angehen, könnt ihr gleich das nächste anhören. Der wird wahrscheinlich, zumindest hat er das vor, als Beispiel bringen für zinsloses Geld, was man sich ersparen hätte können beim Brenner Basistunnel. Da hat er so ein schönes Beispiel, das versteht jeder. Ja, Wahnsinnsbeträge, einfach nur das Geld, das sich der Staat selber schöpft, anstatt dass er sich bei Banken verschuldet. So, Henry Ford hat einmal etwas Schönes gesagt, eigentlich ist es gut, dass die Menschen das Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution von morgen früh. Und bitte für alle, die schon was davon gehört haben, das erklärt jetzt die Occupy-Bewegung. Occupy ist nichts anderes als das, was der Henry Ford da gesagt hat. So richtig intellektuell komplett durchdrungen haben die das Geldsystem wahrscheinlich noch nicht. Oder vielleicht nur zu 2% oder zu 5%. Ne? Aber keine Sorge, das kommt schon noch. Ja, das kommt schon noch. Irgendwann einmal haben 7, 8, 10% begriffen, die werden die anderen dann noch schneller informieren in den heutigen Netzwerken. Und wenn einmal mehr als die Hälfte der Bevölkerung das versteht, dass es nicht geht, dann wird auch keiner mehr einen heutigen Geldschein verwenden wollen. Ne? Das ist ja eigentlich ein laufender Betrug an anderen. Auch wenn es ja dann so viel zur Umweltverschmutzung. Ne? Damit macht er nämlich in der Ortschaft das Trinkwasser knapp. Dann wird er dafür sorgen, dass irgendwo die Wasserleitung leck wird. Vielleicht kommt zufälligerweise ein Terrorist um die Ecke, ja, sprengt die Leitung in die Luft. Auf einmal haben jetzt die Menschen weniger zu trinken oder gar nichts mehr. Dann sagt er, ja, das ist aber Glück, dass ich da so viel in meinen Tanks habe. Ich biege euch noch ein blaues Zettel drauf, ja, und versehe das mit einem schönen Werbeprospekt am Namen und ihr könnt es um Geld bei mir kaufen. Ja, ist ein besseres Wasser, nicht? Weil das hat einen lustigen Namen und ein Zettel. Ja. Und da zahlen die Leute dann gerne Geld dafür und er wird das weiter verknappen. Und die Leute werden völlig verstehen, dass sie dann teurere Preise zahlen müssen. Alle sind glücklich, alle sind gut befreundet und das Dorf wird wunderbar geplündert. So funktioniert das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das ist überhaupt kein Gesetz. Ja. Das ist ein Erpressungstrick der Bevölkerung, den man durch Gehirnwäsche in den Bildungsinstitutionen, ja, durch Kopien in den sozialen Pyramiden in die Bevölkerung gekippt hat. Ist bekannt seit ewigen Zeiten, dass das so gemacht wird. Das ist ja unser politisches System. Genau in diesem System leben wir. Und bitte, der Wasserkrieg in Cochabamba hat ja wirklich so funktioniert in Bolivien. Aber nicht nur dort, auch in Berlin und in Paris hat man es versucht. Ja, und es ist beide Male gescheitert. Ja, also, das ist euer Schicksal, wenn ihr im alten System bleiben wollt. Also, Angebot und Nachfrage ist eine Fügung in Erpressung, brauchen wir nicht. Die Geldwirtschaft, wie sie heute haben, in einem Nullsummenspiel, am Ende kann nur der Kampf stehen, nicht die berühmt-berüchtigten Ressourcenkriege. Ja, also das ist ja vollkommen klar, in einem Nullsummenspiel ist immer der Kampf das Letzte. Kooperation wäre besser, bietet mehr Möglichkeiten. Poker versus Wizard. Ja. Es gibt auch Kartenspiele, da muss man sagen, Poker ist klar, nicht? Da gewinnt immer nur einer auf Kosten der anderen. Der Winner takes it all. Ja, Nullsummenspiel gewinnen, Verluste heben sich auf. Es gibt aber auch Kartenspiele, wo die Plus- und die Minuspunkte pro Runde sich nicht auf Null ausgleichen. Ja, wo man zum Beispiel sagen muss, bei einem bestimmten Blatt, wie viele Stiche werde ich machen in dieser Runde. Wenn es mir gelingt, kriege ich Bonuspunkte. Wenn es mir nicht gelingt, kriege ich nur für die Differenz Strafpunkte. Und zwar sowohl, wenn ich zu wenig, als auch wenn ich zu viel Stiche mache. Ja? Und daran sieht man jetzt eines ganz deutlich. In dieser Art von Kartenspiel werden die Menschen nicht dafür belohnt, dass sie gierig sind und sich auf Kosten anderer bereichern, wie bei Poker, sondern sie werden dafür belohnt, dass sie sich an den Spielkontrakt halten. Dass sie also das einhalten, was sie vorher vertragsmäßig zugesagt haben. Na, was wäre denn die schönste Variante eines Geldsystems, eines ethischen Geldsystems, als Menschen dafür zu belohnen, dass sie sich an Verträge halten? Ne? Das wäre doch einmal eine sinnvolle Idee. Und dann sehen wir aber eines sofort. Ganz klar, wenn jetzt zum Beispiel 10 Stiche existieren in der Runde, bei 5 Mitspielern und jeder sagt, er macht 2 Stiche und die bringen das durch, ja, dann kann ich mit einem Nullsummenspiel die Leute nicht belohnen. Die Summe wegnehmen müssen, weil es von der Bank ja nicht geschöpft wurde. Das halte ich für eigentlich ziemlich schlimm, diesen Zustand. Ja? Ganz schlimm. Andere Organisationen, also vor allem Gebietskörperschaften, ja, die jetzt nicht im Wettbewerb stehen auf einem Markt, Gemeinden, ja, Bundesländer, Staaten, internationale Räume, Wirtschaftsräume. Ja, was machen die? Die konkurrieren nicht auf einem Markt. Ja, die müssen sich laufend weiter verschulden, alleine um die Zinsen zahlen zu können. Wenn ich also Zinsen zahlen will, brauche ich neue Schulden.
Und das muss man sich mal vorstellen, nicht? Was, da machen wir den Politikern Vorwürfe und sagen, schaut, wie die Schulden gewachsen sind. Ja, der einzige Vorwurf ist die Buchhaltungsabteilung der Privatbanken. Ja? Wie erzeugt sie eigentlich Geld? Und wenn man aber jetzt dieses Wissen hat, dann stellt sich die Frage, wieso sichern dann Banken ihre Kredite mit irgendwelchen Sicherheiten der Kreditnehmer ab? Ursprünglich ist Papiergeld so entstanden, dass das Lagerscheine waren, Depotscheine von Goldschmieden, wo halt die reichen Leute ihr Gold quasi in den Tresor gelegt haben und die haben dann Zettel ausgegeben, Depotscheine, ja? Und die haben dann gemerkt, die Bevölkerung, es ist praktischer, wenn ich am Markt diese Scheine, die Zettel weitergib und wenn ich immer das Gold vom Goldschmied hole. Und der Nächste trägt das Gold wieder zum Goldschmied, holt seinen anderen Zettel. Ne? Zettel einfach weitergeben. Da kommt dann auch die Idee her, dass diese Zettel mit Gold gedeckt sein müssen. Ja, na klar, weil das ist das, was hoffentlich noch im Tresor liegt. Ja? Aber in dem Zeitalter ist dann auch den Goldschmieden aufgefallen, dass nur 10% der Leute sich das Gold wieder abholen. Und die haben dann 10-mal so viele Zettel in Umlauf gebracht. Und auch das haben wir in Ehren gehalten und immer kopiert und nachgemacht. Und das heißt heute Mindestreservesystem. Ja? 10% Mindestreserve in den Vereinigten Staaten, 2% im EU-Raum. Und das Traumland der Banker ist England. Ja? 0% Mindestreserve. Also ganz toll. Das ist schon klar, dass man sich die Frage stellen muss, wieso kann man eigentlich Dinge, die ganz offensichtlich Betrug waren oder schlecht durchdacht, ja, einfach immer nur so unreflektiert weitergeben über die Generationen. Wird das nie hinterfragt? Ja? Stellt man das nie auf den Prüfstand und sagt, geht das überhaupt, was wir da tun? So wurde halt nie gelehrt oder unterrichtet, ja, hinterfragen, sondern immer nur durch geistiges Kopieren. Und jetzt muss man sich aber schon die Frage stellen, wie kommt eine Bank heute dazu? Geld? Dass wenn sie es im Kredit erst erzeugt, der vorher noch gar nicht bestanden hat, das entsteht ja durch die Buchung in der Kreditvergabe, ja, das mit Zinsen zurückhaben zu wollen und sich noch dazu vom Kreditnehmer dinglich besichern zu lassen. Ursprünglich war es ja so, dass der Goldschmied, wenn er den Zettel hergegeben hat, nachweisen musste, dass das Gold wirklich in seinem Tresor lag. Ja? Heute hat die Bank nichts von Wert, sie gibt uns wertlose Zettel oder Zahlen im Computer, da ist kein Wert, der Anhänger der Golddeckung und des Goldstandards. Da gibt es einige, die sagen, ja, das waren so tolle Zeiten, so ganz toll mit Bretton Woods war das auch nicht. Es war auch das nicht wirklich logisch. Damals gab es die Spielregel, eine Feinunze Gold wird festgesetzt auf $35, diese Wertrelation. Ja, $35 entsprechen einer Feinunze Gold. Und hat dann viele Jahre oder Jahrhunderte sogar gegolten, das ist dann ein Herrenmaßanzug, also in der Kaufkraft umgesetzt. Aber gleichzeitig, und das ist das Merkwürdige, hat man täglich in London ein Goldpreisfixing durchgeführt. Es hat aber immer noch daneben einen freien Goldmarkt gegeben, wo einfach auf Zuruf durch Telefonat jeden Tag Gold wieder in Dollar bepreist wurde. Ja, und das ist ja ein logischer Zirkelschluss. Ich kann ja nicht sagen, ich habe eine fixe Relation, $35 für eine Feinunze und dann schnappe ich mir nebenbei auf dem Markt einen anderen Goldpreis aus, nur damit die Mehrheitseigentümer des Goldes die Nationalbanken unter Druck setzen können, ja, dass die zu jedem absurden Goldpreis Gold zukaufen müssen, damit ihre Währungen stabil bleiben. Ja, das war das Spielchen, das damals gespielt wurde. Das ist auch nicht sehr fein. Ja. Wenn das mal durchschaut ist, glaubt man dem Gold. Also Gold bitte könnt ihr als Wertanlage auch streichen von der Liste. Das ist etwas für einfache Gemüter. Bitte, ja, natürlich, wenn man sich psychologisch wohlfühlt, warum denn nicht? Soll man machen, was man will, nicht? Da kann man, weiß ich nicht, auch Warzen besprechen oder sonst was. Menschen sollen sich wohlfühlen, ja, in der Vielfalt. Aber wir erzeugen mit dem Buchungssatz eine doppelte Schuld. Der Kreditnehmer nennt die Forderung, der es zurückgeben soll. Und die Bank verschuldet sich ja auch durch diese Verbindlichkeitsbuchung. Und beide diese Schulden, zweimal Schulden, die da entstehen bei einer Kreditvergabe, sind auch noch verzinst. Und das ist systemisch der Grund, warum bei uns überall im System die Schulden so explodieren. Die Banken verschulden sich in dem Fall ja völlig überflüssigerweise. Ja, durch diese dumme Buchung, ja, sie bestehen da, ich hab das Geld nicht, ich hab das nicht, ich hab's ewig zurück mit Zinsen, ja, aber ich hab's noch immer nicht, hab's noch immer nicht. Ja. Und so ist der Grund, warum die Banken ja, maßlos verschuldet sind und da nie rauskommen, weil mit jeder Kreditvergabe steigt ihre Verbindlichkeiten. Müssen sie verschulden. Ja. Ganz klar, dass sich das nicht ausgehen kann. Also das ist ganz, ganz schlimm, das müssen wir ändern. Na, da sieht man eine schöne Spiegelung,
Geldvermögen und Schulden, ja, ist genau auf der Nullachse gespielt, ja, von der Deutschen Bundesbank. Ja, das ist die Buchungstechnik. Das ist kein Wunder und kein Zufall. Nicht, wenn alle richtig buchen, schaut so aus. Aber wenn ich jetzt die Zinsen dazu habe bei der Schuld und in der Geldmenge kommen die nicht vor, dann divergieren die immer mehr und ab einem bestimmten Spannungszustand macht es einen Crash und alles bricht zusammen. Das heißt, es ist nicht vermeidbar, dass dieses System sich verabschiedet und uns um die Ohren fliegt, aber das soll uns nicht weiter stören. Ja, wir können ganz cool in ein neues System überwechseln. Und das ist, dass unsere Geldscheine heute nichts anderes als verzinste Schuldscheine sind, dann sind auch die Subprime-Kredite ganz, ganz einfach von allen Leuten auf der Straße zu verstehen. Besser als von den Politikern und den Bankern. Das ist euer Vorteil. Ja? Mit dieser einfachen Sichtweise habt ihr das System besser durchschaut als die meisten Leute heute in der Politik. Bei den Subprime-Krediten in den Vereinigten Staaten ist Folgendes passiert. Es haben Menschen Kredite erhalten für ihre kleinen Häuschen, von denen man wusste, dass sie sie nie zurückzahlen werden. Das waren die sogenannten Ninja-Loans. No income, no job, no assets. Die hatten also kein Einkommen, keinen Job und auch kein Vermögen. Trotzdem wurde ihnen der Kredit gegeben. Ja, warum? Man wusste, dass der Kredit nie zurückgezahlt wird, es werden aber trotzdem Zinsen gezahlt. Und das Allerbeste, man hat diesen Kreditbrief selbst wieder an andere Banken und Finanzinstitute weiterverkauft. Ja, die sogenannte Kreditverbriefung. So, und was ist dann passiert? Die Ratingagenturen haben sich keinen einzigen, man weiß das, es hat Untersuchungen darüber gegeben, ja, keinen einzigen der Kreditverträge angeschaut und haben sie aber alle mit Triple E geratet. Also null Risiko. Da sagen dann viele, dass das war eigentlich Betrug, nicht? Weil es war sicher, dass die Kredite nicht zurückgezahlt werden. Wie kann man so etwas mit Triple E raten? Bitte unter der Hand, es ist ganz lustig, es haben einige Mitarbeiter von Ratingagenturen wollten, die wollten sich ernsthaft die Kreditverträge anschauen. Die haben gesagt, na, schauen wir doch nach, nicht Triple E, wer weiß. Ne? Die Chefs haben sie alle zurückgepfiffen. Die haben gesagt, nein, nicht hineinschauen, gar nicht, Triple E, aus, Ende. Ja. Warum? Weil die Chefs der Ratingagenturen zum Unterschied von den einfachen Mitarbeitern das Geldsystem verstehen. Ja? Ein Schuldschein, dessen zugrundliegende Schuld nie zurückgezahlt wird, worauf wenn Zinsen anfallen und der weitergegeben wird mit Kaufkraft, ist nichts anderes als unser heutiges Geld. Ja? Jeder Dollarschein, jeder Euroschein, ja, ist nichts anderes als ein Subprime-Kreditbrief. Das heißt, was die da gemacht haben mit den Subprime-Krediten ist, sie haben unser Geldsystem kopiert. Und solange Dollar und Euro funktionieren, haben sie gesagt, Triple E. Dann ist aber etwas sehr Unangenehmes passiert, die deutschen Banker haben es nicht geschnallt. Die haben auf einmal geschrien und gesagt, um Gottes Willen, die Kredite werden ja nicht zurückgezahlt. Die Amerikaner haben sich hingegriffen und gesagt, wie blöd kann man denn eigentlich sein? Das darfst du nicht laut rausschreien. Ja? Das ist doch logisch, dass das ganze Spiel zusammenbricht, wenn der Erste sagt, ja, das kommt nicht mehr zurück. Habt ihr das Geldsystem nicht verstanden? Das macht es doch jeden Tag. Das ist doch das Grundgeschäft der Bank. Ja? Und deswegen haben sie die Daten und kaufen einfach Sachen ein, ohne ein einziges Mal nachzuschauen, was sie am Konto haben. Weil das einfach egal ist. Ja? Sie können sich kaufen, was sie wollen. Ja? Es ist immer Geld da. Geld hat für sie keine Bedeutung. Sie geben es einfach aus. Ja? Und sie erkennen dann zwei Dinge. Erstens, den meisten anderen Menschen geht es nicht so. Die treiben einen Nierenaufwand und haben dann einen läppischen Bruchteil von dem Lebensstandard. Ne? Und die sind daher auch irgendwie nicht gut zu sprechen auf solche Leute, denen es so gut geht. Dabei können die nichts dafür. Die sind einfach in der falschen Familie geboren oder in der richtigen, ja, wie man sieht. Ja. Die sind also einfach in einer anderen Familie geboren und haben jetzt Feindseligkeiten auszuhalten, für was eigentlich nichts dafür können. Ne? Die sagen, ja, mir geht's gut, da kann ich ja nichts dafür, ich bin hier geboren. Ja, was soll ich tun? Soll ich das jetzt einfach abbrechen? Soll ich sagen, nein, ich vergriffe mich irgendwo, damit die anderen nicht mehr neidig oder böse auf mich sind? Ja, ist ja auch eine komische Idee. Ne? Aber die kriegen jetzt noch etwas mit, dass nämlich ohne dieses Geldsystem, wenn wir nur die Ressourcen betrachten, ja, die meisten anderen Menschen einen vergleichbaren Lebensstandard haben könnten, ohne Neid, ohne Aggression. Ja, und die sind natürlich auf unserer Seite. Hat
danke, Herr Hörmann. Sie öffnen für mich Denkräume und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein besseres Geldsystem gibt oder ein besseres Verteilungssystem. Und jetzt brennen mir ein bisschen schon brennt mir die Ungeduld im Herzen und in den Fingern und wollte Sie fragen, was können Sie empfehlen? Gibt es dieses Baukastensystem schon, auf das man zugreifen kann, ja, für verschiedene Geldsysteme? Das Bankgeldsystem, also diese intelligente Wolke, die ich gezeichnet habe, die gibt es schon. Ja, da rennt im Hintergrund die Postgres-Datenbank aufgebohrt, ja, im Systemkernel, kann Millionen von Anfragen über das Internet gleichzeitig beantworten, extrem leistungsfähig. Und sie hat eben, wie gesagt, ein neuronales Netz für Sprachanfragen. Und da kann man eingeben, zum Beispiel, also jeder Mensch gibt seine Fähigkeiten an. Ja, so beginnt es einmal ins Profil. Was kann ich, habe ich für Dinge, die ich herbeugen kann, welche Projekte habe ich abgeschlossen, was sind meine Wünsche, ja, mit wem bin ich vernetzt, wen kenne ich. Diese Daten kommen dann da hinein, alles ganz ehrlich. Und dann kann ich eingeben, zum Beispiel, ich möchte heute Nachmittag Tennis spielen. Und dann sagt die Lisa, so heißt also diese Benutzerschnittstelle, die sagt, dann glaubst du, dass da das Wetter passt. Und ich sage, ich spiele gerne auch in der Halle. Und dann sucht sie, ja, alle Tennisplätze, alle Hallen, die am Nachmittag frei sind, ja, mögliche Spielpartner, die in der Nähe sind, die Zeit haben, sagt, vernetz dich mit dem, mit dem, mit dem. Wenn ich eingebe, ich will ein Kaffeehaus gründen, ja, dann sagt sie, dort steht ein Lokal frei, der hat eine Gewerbeberechtigung, der war früher Kellner, vernetz dich mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Sie kann aber auch intelligente Schlüsse vollziehen. Wenn ich zum Beispiel ein Tennislehrer bin, ja, dann wird sie auch den Schluss ziehen, dass ich möglicherweise auch Federball spielen kann. Und dass ich es hätte uns eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg und in den 30er Jahren auch auffallen können, aber aus irgendwelchen Gründen waren wir da so beschäftigt. Haben wir gesagt, machen wir lieber einen Zweiten Weltkrieg, dann fordert es vielleicht wieder was Besseres ein. Und haben immer wieder das gleiche Idiotensystem aufgezogen und was anderes ist uns nicht eingefallen. Aber wir müssen doch sparen. Wenn wir jetzt verstanden haben, dass wir alle über Buchungskreise miteinander verbunden sind, soll haben, soll haben, soll haben, dann heißt es, dass jeder, der was spart, ja, das am Rücken eines anderen macht, der sich notgedrungen verschulden muss. Ganz logisch. Ja. Irgendjemand muss immer buchungstechnisch, wenn er die Zoll haben, soll man buchungstechnisch sich immer auf immer wieder ausgleichen müssen. Ja. Irgendjemand muss immer in die Schuld gehen und am Schluss ist es immer der Staat. Es wird am Schluss wird die ganze Schuld beim Vater Staat abgekippt. Ja. Die Privaten haben kein Geld mehr, die Unternehmen wollen sie auch nicht mehr verschulden. Ja. Am Schluss landen die ganzen Schulden beim Staat und dann sagt man, oje, jetzt ist der Staat bankrott. Dann sagt man, die Politiker hätten mehr sparen sollen. Dann hätten sie halt die Privaten und die Unternehmen verschulden müssen. Ne? Aber wenn die sie nicht verschulden wollen, muss halt der Staat sein. Und das ist eben, das ist das Ergebnis der Buchhaltung. Es hat Ende der 70er Jahre schon betriebswirtschaftlich sehr interessante Schulen gegeben im deutschen Sprachraum, in Deutschland. Die finanzplanorientierte Betriebswirtschaftslehre, dann sagt doppelte Buchhaltung, Bilanzen, das ist eh so ein Wischiwaschi, ja? Alles so willkürlich, nicht beweisbar. Nehmen wir ganz knallharte Finanzpläne. Schauen wir ganz genau, wer gibt wann dem sein Geld weiter an wen, für welche Gegenleistung. Das stimmen wir mit den Plänen und Verträgen ab und das ist 10-mal vernünftiger als diese komischen Stichtagsrechenwerte wie Bilanzen. Das hat sich aber nie durchgesetzt, obwohl dann eigentlich sogar die Netzwerke da gewesen wären, die elektronischen, dass man das sogar in Software umsetzen hätte können. Ja? Und ich habe mich wirklich jahrelang gefragt, warum das nicht implementiert wird, warum machen wir das nicht. Heute ist es mir klar, wir können die doppelte Buchhaltung, ein mittelalterliches Instrument von Luca Pacioli, das erste Mal aufgezeichnet, zu der Zeit, wie gerade Kolumbus Amerika entdeckt hat. Ja, das ist der Stand, ja? Das ist die Technologie, auf der wir uns da bewegen. Ja? Entdeckung Amerikas. Wir können davon nicht abgehen, weil mit diesem Buchungssatz unser Geld erzeugt wird. Wenn wir heute die doppelte Buchhaltung aufgeben würden und sagen, wir machen lieber Finanzpläne, weil sie eh besser sind, ja, dann können wir kein neues Geld mehr schöpfen, weil das ist dieser Buchungssatz. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Also in dieser Welt, guten Tag, ja, leben wir. In dieser Welt leben wir. Und das ist was, wo ich sage, da will ich mal, meine Kinder sollen auch nicht damit leben. Die sollen nicht auf ewig in einer mittelalterlichen System versklavt werden, ja, für nichts und wieder nichts. Ja. Das ist ja Unsinn. Massive Sparprogramme für Staaten wie Griechenland, das kann ja nur eine Rezession sein. Man gräbt ja dort allen Leuten das Wasser ab, die gibt es keine Nachfrage mehr, daher können die Unternehmen nichts mehr produzieren, damit können sie auch keine Mitarbeiter mehr bezahlen, nicht? Das ist also eine Teufelsspirale nach unten. Es geht nicht. Das hat man immer gewusst, dass es nicht geht. Wenn man es doch macht, ist das eigentlich. Mit einigen Aussagen, aber nicht mit allen. Ja. Hallo. Wir kennen uns eh. Ja, ja, natürlich. Ich habe natürlich einige Blogs, wo ich mich mit Themen beschäftige. Gut so, ja. Auch am Blog das Geldsystem, also geld21.wordpress.com. Und ich schreibe auch über
wie Sie gesagt, meiner Sicht, der Informatiker-Sicht, das Backup-System des Kapitals. Mhm. Oder Geld aus dem Nichts. Ja. Und ich sehe das natürlich eines in meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrer, dass die Logik bei den Schülern verloren geht. Ja. Und sie Ergebnisse aus dem Computer nicht mehr verifizieren. Mhm. Ja. Und ich glaube, da ist es auch sehr sinnvoll, wenn man über ein neues Bildungssystem nachdenkt. 100%. Ich glaube, das ist sogar das, womit wir, wenn wir jetzt eine neue Gesellschaft andenken, beginnen müssen. Das Bildungssystem, das wir heute haben, es gibt einen amerikanischen Lehrer, John Taylor Gatto, der schreibt sich mit A, ja, und der wurde zum besten Lehrer New Yorks gekürt, und in der Dankesrede hat er gefordert, man soll das Pflichtschulsystem abschaffen, weil er anhand von Dokumenten nachgewiesen hat, dass 1880 bei der Einführung des Pflichtschulsystems in den Vereinigten Staaten die Zielsetzung der amerikanischen Elite die Verdummung der Bevölkerung war. Mit den Instrumenten Frontalunterricht, Einzelbenotung und Auswendiglernen. Ich würde mal so bezeichnen, angelernt, anerzogen, antrainiert, anerlernt, ja, aber falsch. Ja, er hat zwei tolle Bücher geschrieben, also mehr, ja, aber zwei, die auf jeden Fall lesenswert sind, ist Dumbing Us Down, also uns durch Verdummung unten halten. 1880, wie dieses Pflichtschulsystem in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde, hat es in mehreren Bundesstaaten fast bürgerkriegsähnliche Zustände gegeben, weil die Eltern ihre Kinder diesem Verdummungssystem nicht ausliefern wollten. Und da mussten die Kinder mit Militäreskorten in die Schulen gebracht werden. Und bitte bei uns, Maria Theresia war auch nicht die Menschenfreundin, als die man sie uns verkaufen will, die wollte Soldaten, Kanonenfutter. Und in Preußen hat man die pensionierten Offiziere als Lehrer angestellt, weil die gesagt haben, wir wissen, wie das funktioniert, der Offizier erklärt den Vorderlader und die Rekruten schauen zu. Und das Stillgestanden und nicht reden, Augen geradeaus, die Disziplin haben die vom Militär in die Schulen importiert. Und nach dem Role Model des Kanonenfutters, ja, kam das Fließband, die Industrialisierung. Und so sind die Schulen heute noch organisiert. Und alles das hat nichts mit Wissen zu tun und nichts mit Bildung. Ein Prozess gegeben. Da hat ein Architekt mit dem Namen Daly, Dora Anton Ludwig Y, und der hat einen Prozess gegen die Credit River Bank geführt. Daly versus Credit River Bank findet ihr im Internet, die Unterlagen dazu. Der hat $14.000 sich einen Hypothekenkredit aufgenommen und hat ihn nicht zurückgezahlt, hat sich geweigert. Und zwar mit Verweis auf einen alten Rechtsgrundsatz, die haben ja dort dieses President's Law, wenn irgendwann einmal ein Gericht in einer Sache entschieden hat, dann kann man sich später darauf berufen, dann müssen die anderen das auch so entscheiden. Und da hat es wirklich den Grundsatz gegeben in Amerika, wenn in einer Leihe eine Sache, ja, das erste Mal erzeugt wird, das war vorher gar nicht da, das was da verliehen wird, dann muss der sich das ausgeborgt hat, es nachher nicht mehr zurückgeben. Ja, als Rechtsgrundsatz. Und genau so hat er es interpretiert. Er hat gesagt, die Bank hat aus Luft das Geld erzeugt, ja, Buchumsatz, Fiat Money, und daher, weil das vorher nicht da war, gebe ich es nicht zurück. Und der Richter hat dann das Kindermärchen geglaubt, die Banken verleihen nur das Geld der Sparer, hat den obersten CEO der Bank in den Zeugenstand gerufen, der hat das dort natürlich zugegeben und gesagt, ja, die Banken machen das so, das ist das berühmte Fiat Money, das im Buchumsatz entsteht. Daraufhin hat dann der Architekt seinen Prozess gewonnen, musste den Kredit nicht zurückzahlen und hat das sogar in einer Zeitschrift publiziert. Ja? Sagt, Leute, wisst ihr eigentlich, was in unserem System geht? Nehmt euch doch Kredite, es ist Geld, das vorher gar nicht da war, es wird für euch geschaffen und nach unseren Rechtsgrundsätzen müsst ihr es auch nicht zurückzahlen. Natürlich wäre das jetzt nicht Amerika, wenn das gehalten hätte, sondern man hat dann politisch, ja, einfach gesagt, dieses Bezirksgericht, ja, hatte nicht die Kompetenz, über so eine wichtige Sache so zu entscheiden und hat das in den höheren Instanzen alles wieder umgedreht. Aber nach dem Rechtsgrundsatz und nach der Logik her war es natürlich durchaus begründet. Ne? Und jetzt ganz kurz erkläre ich euch eine Sichtweise auf die Subprime-Kredite, die euch alles darstellen werden, weil da wird ja auch immer wieder verschiedene Dinge werden da durcheinander geworfen. Viele kennen sich nicht aus, was da passiert ist. Wenn ihr das Geldsystem versteht, dass unsere Geldscheine heute nichts anderes als verzinste Schuldscheine sind, dann sind auch die Subprime-Kredite ganz, ganz einfach von allen Leuten auf der Straße zu verstehen. Besser als von den Politikern und den Bankern.
Das ist euer Vorteil. Ja? Mit dieser einfachen Sichtweise habt ihr das System besser durchschaut als die meisten Leute heute in der Politik. Bei den Subprime-Krediten in den Vereinigten Staaten ist Folgendes passiert. Es haben Menschen Kredite erhalten für ihre kleinen Häuschen, von denen man wusste, dass sie sie nie zurückzahlen werden. Das waren die sogenannten Ninja-Loans, no income, no job, no assets. Die hatten also kein Einkommen, keinen Job und auch kein Vermögen. Trotzdem wurde ihnen der Kredit gegeben. Ja, warum? Man wusste, dass der Kredit nie zurückgezahlt wird, es werden aber trotzdem Zinsen gezahlt. Und das Allerbeste, man hat diesen Kreditbrief selbst wieder an Aufwand, Nutzen, ja, was will man da hineinstecken, damit man sicher macht. Die alten Geschichten, die ich auch vor Jahren noch gelesen habe, ich bin ja eigentlich Wirtschaftsinformatik, ich komme schon aus dem Bereich, dass zum Beispiel die Hacker in den Vereinigten Staaten an den Universitäten geheime Baupläne von Versuchsflugzeugen des amerikanischen Militärs gehackt haben und so. Ne? Sogar, die kommen überall hinein. Da muss man schon noch dazu sagen, wie das damals gelaufen ist. Das amerikanische Militär hat sich einfach bestimmte Sektoren auf den Festplatten der Universitätsrechner zugemietet. Ja? Und wenn sozusagen auf der einen Partition die Informatik-Hacker arbeiten, ja, und auf den Sektoren daneben so die geheimen Dinge abgelegt vom Militär, dann ist das klar, dass die irgendwann drüben sind. Ja? Also es ist vollkommen absurd, ja, diese Vorgangsweise. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht gesichert in dem Fall. Also die Eliten, die werden, wie gesagt, freundlich aufgenommen. Also die Leute, die heute superreich sind, denen werden wir versuchen, den Lebensstandard, den gefühlten, den sie haben, beizubehalten, solange bis sie sich schrittweise anpassen können, weil sie werden sehen, dass sie dafür eigentlich relativ wenig Geld brauchen. Ja? Das, was sie also 24 Stunden mal 7 erleben, ist nicht das, was auf ihren Konten steht. Was auf ihren Konten steht, sind dumme Zahlen, von denen sie in der jetzigen Entwicklung sowieso die Mehrheit verlieren werden. Ja? Nur das ist ein rein psychologisch gefühlter Verlust. Anfangen können sie damit eh nichts. Hinterher sind sie glücklicher, aber dann müssen sie sich keine Sorgen mehr drum machen, dann sind sie los. Vor allem glaube ich, dass auch der Bezug zu der Dimension schon total verloren gegangen ist. Ist ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Völlig richtig. Und dann sage ich ja, es gibt ja Leute, die mit dieser Bewegung, mit dem, was wir da tun, durchaus sympathisieren. Wenn sie in einer Familie von Superreichen geboren sind, ja, und sie gehen jetzt von früh bis spät mit einer Magnetkarte herum und kaufen einfach Sachen ein, ohne ein einziges Mal nachzuschauen, was sie am Konto haben. Weil das einfach egal ist. Ja. Sie können sich kaufen, was sie wollen. Ja. Es ist immer Geld da. Geld hat für sie keine Bedeutung, sie geben es einfach aus. Ja. Und sie erkennen dann zwei Dinge. Erstens, den meisten anderen Menschen geht es nicht so. Die treiben einen irren Aufwand und haben dann einen läppischen Bruchteil von dem Lebensstandard. Ne? Und die sind daher auch irgendwie nicht gut zu sprechen auf solche Leute, denen es so gut geht. Dabei können die nichts dafür. Die sind einfach in der falschen Familie geboren oder in der richtigen, ja, wie man sieht. Ja. Die sind also einfach in einer anderen Familie geboren und haben jetzt Feindseligkeiten auszuhalten, für was eigentlich nichts dafür können. Ne? Die sagen, ja, mir geht's gut, da kann ich ja nichts dafür, ich bin hier geboren. Ja, was soll ich tun? Soll ich das jetzt einfach abbrechen? Soll ich sagen, nein, ich vergriff mich irgendwo, damit die anderen nicht mehr neidig oder böse auf mich sind? Ja, ist ja auch eine komische Idee. Ne? Aber die kriegen jetzt noch etwas mit, dass nämlich ohne dieses Geldsystem, wenn wir nur die Ressourcen betrachten, ja, die meisten anderen Menschen einen vergleichbaren Lebensstandard haben. Ich glaube, so auch aus eigener Erfahrung, weil ich mich ja schon sehr lange mit diesen Dingen beschäftige, wir haben es wahrscheinlich einfacher, einen Zugang dazu zu finden, wenn wir über das Gefühl gehen und nicht über den Verstand. Das war der erste ganz, ganz wichtige Punkt. Ein ganz kleines Beispiel, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Wenn man durch eine unbekannte Gegend geht, im Finstern, ja, und man fühlt sich also irgendwie nicht wohl, weil man weiß nicht, wer kommt einem da jetzt entgegen und an der nächsten Ecke. In einer funktionierenden Gesellschaft, auch in der Rezension, also auch wenn es den Leuten wirklich schlecht geht, das Einzige, was passieren, oder das Schlimmste, was passieren könnte, wenn jemand dann an mich herantritt, ist die Frage, wie kann ich dir helfen? Ja. Also in einer Gesellschaft, wo das Schlimmste, der Worst Case, wenn mich jemand ansieht, ist, dass ich sage, und was kann ich für dich tun? Ja. Ich glaube, in so einer Gesellschaft braucht sich keiner fürchten. Ja, und wenn wir das einmal verstanden haben, ja, dass das unsere eigene Verhaltensgrundlage ist, die das möglich macht, dann haben wir eine grundlegende Angst überwunden.
Und so kann man die Angst vor Knappheit überwinden, ne, so kann man die Angst vor Verschwinden von Geld überwinden, etc. Indem man eigentlich sagt, es hängt ja nur von meinem eigenen Verhalten ab. Ja, wenn ich mich in einer Panik oder einer schlimmen Situation einfach ganz, ganz freundlich, kooperativ, hilfsbereit verhalte und das andere auch machen, ja, dann gibt es das Bedrohungsszenario nicht mehr, dann ist es einfach weg. Und das ist aber eine emotionale Erfahrung. Also diese Sicherheit kann man nur aus dem gelebten Gefühl heraus haben, nicht aus dem Verstand. Weil wenn ich Verstand sage, dann muss ich sagen, das muss ich jetzt in ein Buch schreiben, das müssen alle lesen, dann müssen sie das verstehen, dann müssen sie das tun und das geht sich nie aus. Ja, aber wie kriegen Sie die Leute, keine Angst zu haben? Die meisten Leute, wenn sie in der Nacht durch die Gegend gehen und was kommt irgendwer entgegen, haben nun mal Angst. Und aus einem Angstzustand in einen Nicht-Angstzustand zu kommen, wir haben ja irgendwie keinen Gedanken- oder Gefühlsquantensprung vor uns, oder ich weiß es nicht, das muss ja eine Art, wie kriegt man die Leute? Am schönsten ist es, wenn man es vorlebt, nicht? Also, und wenn es immer mehr vorleben, dann pflanzt sich dieses Verhalten in die Gesellschaft ein. Das ist einfach so. Ja. Und ich glaube schon, dass heute die Menschen schon auch in der Krise ganz anders reagieren als noch in den 30er Jahren. Und das ist unsere Chance, dass wir uns weiterentwickeln. Andere haben wir eh nicht. Die nächste Frage kommt von draußen. Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Schöffel, Franz Schöffel. Ich bin Investmentberater für Vermögenssicherung. Zu meinen Kollegen beschäftige ich mich nicht mit der Vermehrung von Geld, so nach dem Motto, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten, sondern ich beschäftige mich darum, wie die Kunden hier... Ganz lustig, es haben einige Mitarbeiter von Ratingagenturen wollten, die wollten sich ernsthaft die Kreditverträge anschauen. Die haben gesagt, na, schauen wir doch nach, nicht Triple E, wer weiß. Ne? Die Chefs haben sich alle zurückgepfiffen. Die haben gesagt, nein, nicht hineinschauen, gar nicht, Triple E, aus, Ende. Ja. Warum? Weil die Chefs der Ratingagenturen zum Unterschied von den einfachen Mitarbeitern das Geldsystem verstehen. Ja? Ein Schuldschein, dessen zugrundeliegende Schuld nie zurückgezahlt wird, worauf wenn Zinsen anfallen und der weitergegeben wird mit Kaufkraft, ist nichts anderes als unser heutiges Geld. Ja? Jeder Dollarschein, jeder Euroschein, ja, ist nichts anderes als ein Subprime-Kreditbrief. Das heißt, was die da gemacht haben mit den Subprime-Krediten ist, sie haben unser Geldsystem kopiert. Und solange Dollar und Euro funktionieren, haben sie gesagt, Triple E. Dann ist aber etwas sehr Unangenehmes passiert, die deutschen Banker haben es nicht geschnallt. Die haben auf einmal geschrien und gesagt, um Gottes Willen, die Kredite werden ja nicht zurückgezahlt. Die Amerikaner haben sich hingegriffen und gesagt, wie blöd kann man denn eigentlich sein? Das darfst du nicht laut rausschreien. Ja? Das ist doch logisch, dass das ganze Spiel zusammenbricht und der Erste sagt, ja, das kommt nicht mehr zurück. Habt ihr das Geldsystem nicht verstanden? Das macht es doch jeden Tag, das ist doch das Grundgeschäft der Bank. Ja? Und deswegen haben sie die Deutsche Bank auch heftig verklagt und gesagt, so blöd darf man nicht sein. Also, das geht so nicht. Aber wie dann die Leute gesehen haben, hoppla, dass die Subprime-Kredite, die das Geldsystem kopieren, die brechen zusammen und gehen nicht, sind aus dem Grund dann unter anderem Euro und Dollar unter Druck gekommen. Und jetzt gesagt haben, wenn ein System, das eigentlich eine Kopie des Geldsystems ist, schon das Vertrauen verliert, ja, dann das zählt selber auch. Nicht? Und das war sozusagen das Öffnen der Büchse der Pandora, dass die Leute begonnen haben, das Geldsystem zu durchschauen und sagen, ist ja auch nur ein Schuldschein, wo die Schuld nicht zurückgezahlt wird. Ja? Die zugrundeliegende Schuld beim Geld ist die Staatsschuld. Ja? Würde nie zurückgezahlt. Kann man gar nicht, systemisch bitte. Ja? Praktisch nie in der Geschichte wurde die Staatsschuld wirklich getilgt. Wo soll denn das stattfinden? Und bitte, diese ganze Relation, nicht? Das Verhältnis Bruttoinlandsprodukt zu Staatsschuld, das finde ich so wahnsinnig lustig, dass man das als Kennzahl verwendet. Bruttoinlandsprodukt, wenn ich was produziere, dann gehört es dem Unternehmer, aber nicht dem Staat. Ja? Und wenn es verkauft wird, gehört es dem Kunden, aber auch nicht dem Staat. Der Staat kassiert ein bisschen Steuern von denen, ja, aber sonst nichts. Also im Prinzip zu sagen, Bruttoinlandsprodukt ist jetzt eine Größe für die Rückzahlung der Staatsschuld, ist sowas von abartig, das geht sich nicht aus. Es gibt im normalen Insolvenzrecht für Unternehmen zwei Kennzahlen. Das eine ist 8% Eigenkapitalquote und das andere ist die dynamische Schuldentilgungsdauer von 15 Jahren. Aber das ist die Relation Cashflow, die Politik sehr wohl weiß. Die Bevölkerung würde sich eine Währungsreform nach altem Muster heute einfach nicht mehr gefallen lassen. Ja?
zögern sie und ist ihnen die Idee auch nicht gekommen. Nicht? Also ich glaube, das traut sich die Politik nicht mehr zu, eine Währungsreform. Und was dann sonst noch überbleibt, ist, ehrlich gesagt, und das macht es schön, etwas Neues. Weil warum müssen wir denn immer in die Vergangenheit schauen und sagen, mein Gott, wie war es in den 30er Jahren und wie war das? Es kommt sicher nicht das alte Muster. Ja? Das alte Muster kommt nicht mehr, es kommt etwas völlig anderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf. Ja? Ich freue mich drauf, weil schlechter werden kann es nicht mehr. Eine Frage habe ich da noch kurz, und zwar möchte ich trotzdem wissen, wir leben ja noch in diesem Geldsystem, wie veranlagen Sie selber Ihr Geld? Das interessiert mich. Sie sagen ja voll selber, Sie sind so super, wie machen Sie es sonst? Ja, kann ich ganz genau Ihnen sagen, ich gebe es einfach in der Realwirtschaft aus. Ja. Also ich lasse bei meinem Einfamilienhaus noch alles reparieren, was repariert werden muss. Ich bin gerade am Überlegen, ob sich noch ein neuer Kleinwagen ausgeht, ja, mit ein paar schäbigen Resten, und meine Lebensversicherungen habe ich alle schon verkauft und dann haben wir Urlaub gemacht. Ja. Ich habe vor ein paar Monaten die Zeitung gelesen, ob das stimmt, ab 2050 werden alle reich. Stimmt, würde das stimmen oder nicht? Naja, es ist die Frage immer, was man unter reich versteht. Ja, ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir in der Bevölkerung ein anderes Grundverständnis implementieren, also dass die Leute sozusagen nicht nach materiellen Werten streben, also nicht nach einer Zahl auf dem Konto oder nach einem Auto mit einer Luxusmarke oder nach einem Haus, das ein paar Quadratmeter größer ist als das vom Nachbarn. Ja, wenn wir es dorthin schaffen, dann sind wir gut unterwegs und dann werden die Leute vielleicht auf die Idee kommen, dass wenn sie selber Fähigkeiten haben, dass sie das glücklicher macht, weil sie mit ihrer Lebenszeit dann einfach mehr anfangen können, als wenn sie nichts kennen. Ja? Also Fähigkeiten zu haben, ist nach meiner Erfahrung für das Glücksgefühl im Leben viel, viel besser als Eigentum zu besitzen. Weil auch noch so viel ich auch habe, ich kann alle Dinge, die ich habe, nie gleichzeitig verwenden. Ja? Ich verwende immer nur einen Bruchteil, inzwischen wird das andere aber hin. Nicht? Es rottet vor sich hin oder ich muss es wieder reparieren lassen und durch andere verwenden und dann ist es nicht mehr verknüpfbar. Die können wir in nach beliebigen kombinatorischen Algorithmen auflösen, zerlegen für alle Projekte, die anstehen. Und da gibt es ein eigenes System mit künstlicher Intelligenz, ja, ein neuronales Netzwerk, das das pausenlos kombiniert, durchpermutiert und sagt, was gibt es alles für Möglichkeiten mit den bestehenden Ressourcen, welche neuen Projekte anzulernen. Die Menschen sind in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Ja? 95% der Menschen, ihr vielleicht schon ein bisschen besser, wenn ihr jetzt hingeht, ja, aber 95% der Menschen können ohne Geld nicht leben. Ist so. Ne? Die brauchen das, damit sie sich festhalten. Und jetzt habe ich mir nachgedacht, was ist denn eigentlich Geld noch, außer der Regel zur Verteilung von Gütern und Dienstleistungen in der Gesellschaft? Geld ist eigentlich eine Benutzerschnittstelle. Wenn ich etwas leiste in die Gesellschaft, kriege ich Geld. Wenn ich etwas haben will, ja, gebe ich Geld. Geld ist also die Benutzerschnittstelle zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Bei funktionierenden Systemen sind Benutzerschnittstellen auswechselbar. Ich kann mir bei Linux aussuchen, ob ich KDE oder GNOME als Oberfläche nehme. Ja? Ich kann mir bei Windows die Farbe einstellen von meinen Fenstern, ja? Das Verhalten, alles Mögliche. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn hinten die echten Ressourcen und Fähigkeiten, also das, was Realökonomie ausmacht, am Server liegen und dort nach ökologischen Gründen ja nachhaltig verwaltet werden, dann spiegel ich das Geldsystem einfach am Frontend und für jeden Menschen individuell einstellbar. Hm? Ja? Jeder Mensch kann sich sein Geldsystem aussuchen, ja? Das er haben will. Das kann er auch weiterentwickeln, bis er geistig so reif ist, dass er vielleicht gar kein Geld mehr braucht. Ja? Aber unsere Software stellt sicher, dass er im Hintergrund mit jedem faire Transaktionen abschließen kann, weil es ja immer nur um die echten, realen Güter und Leistungen im Hintergrund geht. Hm? Das heißt, das ist eigentlich nur so eine psychologische Stütze. Ja, selbstverständlich. Es ist eine psychologische Stütze, eine Entwicklungshilfe der Menschen, damit sie schrittweise von der Konkurrenz zur Kooperation übergehen können. Ja? Das ist doch eine schöne Interpretation. Okay.
Geld ist die Benutzerschnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft und soll in der Software auch als Benutzerschnittstelle implementiert werden. Ja? Mit den psychologischen Begleitern, die das menschliche Potenzial ausschöpfen, sodass es nie wieder Stress gibt, sondern einfach ja, Harmonie, Ästhetik, ja, lauter schöne Dinge. Und die Menschen werden sehen, das wirkliche Glück kommt ja, wie die Hirnforscher uns immer wieder beweisen, aus Hormonausschüttung, einem Hormongleichgewicht im Gehirn. Und das kann man trainieren. Man kann trainieren, glücklich zu sein. Man muss es lernen. Menschen, die Glück gelernt haben, die die Fähigkeit haben, glücklich zu sein, die sind es unabhängig von materiellen Bedingungen in der äußeren Welt. Ja? Menschen, die die Fähigkeit aber nicht haben, die sind auch dann nicht wirklich glücklich, wenn die äußeren Bedingungen ganz toll sind. Ja? Die können das nicht. Das heißt, wir müssen erst lernen, uns glücklich zu machen, merkwürdige Nullsummenspiel haben. Das heißt, in dieser Realwirtschaft gibt es kein Vermögen, dem nicht gleichzeitig eine Schuld entspricht. Da gibt es keinen Gewinn, dem nicht irgendwo ein Verlust entspricht. Und das ist nicht so eine moralische Vermutung, das ist ein Hard Fact durch die doppelte Buchhaltung. Ich bin der Erste, und ich habe das auch schon oft vor größerem Publikum gesagt, der Erste, der wirklich dafür eintritt, dass wir die Buchhaltung endlich abschaffen. Wir müssen sie abschaffen. Ja? Denn auf der einen Seite erzeugt sie dieses unschuldige Nullsummenspiel-Denken. Ja? Ich muss also immer dem anderen was wegnehmen, damit ich was habe. Wir werden sehen, es gibt andere Lösungen auch. Und auf der anderen Seite sind die sogenannten Bewertungsregeln. Also immer dann, wenn ich etwas als Geld darstelle, das gar kein Geld ist, eine Maschine, ein Grundstück, ein Gebäude, ja, ziemlich willkürlich und nicht eindeutig nachweisbar. Und da haben wir unglaublich viele Probleme in der Praxis, wenn wir an Bilanzen denken. Und das entgleitet mittlerweile auch schon ziemlich stark in den Missbrauch. Ja. Und das ist nicht nur meine Meinung, da gibt es auch internationale Literatur, die das belegt. Das heißt, über die doppelte Buchhaltung ist es relativ leicht zu erklären, dass mein Exportüberschuss dein Importdefizit sein muss. Das bezieht sich jetzt auf Probleme wie Deutschland, Griechenland. Ja? Es ist ganz klar, wenn ein Land exportiert und das andere importiert, dann wird spiegelbildlich gebucht und was der eine jetzt mehr hat, nämlich einen Überschuss aus dem Export, das ist zwingendermaßen der Verlust, den der andere beim Import erleidet. Ja? Und aus dieser über die doppelte Buchhaltung konstruierten Realität, ja, dann eine moralische Empörung zu konstruieren und zu sagen, die faulen Griechen, ja, die können sich das nicht leisten. Toll, hätten sich die faulen Griechen nicht geleistet, ja, gäbe es keine Exportüberschüsse für Deutschland. Ja, also, das kann man so nicht interpretieren. Es geht nicht. Ja. Wir kommen dann zu dem Kritikpunkt Geldschöpfung aus Luft, Kritik der Grundlagen des Wirtschaftssystems und dann zur alternativen Sicht des Geldes. Kurz aber noch vorher zum Wachstum. Ihr seht hier drei Wachstumsverläufe. Die grüne Kurve A ist, wenn man so will, das natürliche Wachstum. Ganz am Anfang hat das natürliche Wachstum einen exponentiellen Verlauf. Die grüne Kurve geht am Anfang exponentiell hinauf. Also eine Zellkugel, eine Morula, ja, die explodiert geradezu in der Entwicklungsphase, ja, des Embryos. Ja, und später auch, nicht, da wächst man dann noch, aber dann flacht sich das ab. Und realistischerweise, also in meinem Alter, nicht, Knut wird zwar, wir gehen schon wieder zurück. Da geht es eigentlich wieder mal gerade, da geht es dann wieder hinunter. Die lineare Wachstumskurve B kommt schon in der Wirklichkeit nicht vor. In der Natur gibt es dieses lineare Wachstum schon gar nicht. Aber das Exponentielle, das C, das wir in der Kurve A nur ganz vorne am Anfang finden, ja, die nachgezogen bis auf ewig hinauf, die ist tödlich. Ja, das kann nicht, der Rest verliert eigentlich nur durch Zinseszinsen. Da gibt es Untersuchungen, wie viel Zinsen alleine in den Produktpreisen eingepreist sind. Ja, es ist ganz, ganz schlimm bei Mieten, ja, Mieten von Wohnungen und von Gebäuden, da können es bis zu 80-90% sein, weil das sehr langfristige Finanzierungen sind. Ja, und da sind unglaubliche Zinsanteile drin. Und da kann man auf Knopfdruck sofort einsparen. Mein Freund Ottmar Brigitta, ein Co-Autor, der mich heute vertritt in der Sendung Konter, 23.25 Uhr, FS1. Ja, wenn wir jetzt lang quatschen, könnt ihr angehen, könnt ihr gleich das nächste anhören. Der wird wahrscheinlich, zumindest hat er das vor, als Beispiel bringen für zinsloses Geld, was man sich ersparen hätte können beim Brenner Basistunnel. Da hat er so ein schönes Beispiel, das versteht jeder. Ja, Wahnsinnsbeträge, einfach nur das Geld, das sich der Staat selber schöpft, anstatt dass er sich bei Banken verschuldet. So, Henry Ford hat einmal etwas Schönes gesagt, eigentlich ist es gut, dass die Menschen das Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution von morgen früh. Und bitte für alle, die schon was davon gehört haben, das erklärt jetzt die Occupy-Bewegung. Occupy ist nichts anderes als das, was der Henry Ford da gesagt hat.
so richtig intellektuell komplett durchdrungen haben die das Geldsystem wahrscheinlich noch nicht. Oder vielleicht nur zu 2% oder zu 5%. Ne? Aber keine Sorge, das kommt schon noch. Das kommt schon noch. Irgendwann einmal haben 7, 8, 10% begriffen, die werden die anderen dann noch schneller informieren in den heutigen Netzwerken. Und wenn einmal mehr als die Hälfte der Bevölkerung das versteht, dass es nicht geht, dann wird auch keiner mehr einen heutigen Geldschein verwenden wollen. Ne? Das ist ja eigentlich ein laufender Betrug an anderen. Auch wenn es ein anonymer Betrug ist, wenn ich nicht weiß, wem ich damit schade, will ich es nicht verwenden. Weil ich kenne den Defekt im System und daher mache ich das nicht. Und jetzt erkläre ich euch ja, auf ganz einfache Art und Weise, warum Wachstum und Zinsen diesen merkwürdigen Zusammenhang haben und wie man unser System konstruiert hat, sodass der einzige sinnvolle Gebrauch unseres Wirtschaftssystems der Missbrauch ist. Ja? Wer heute unser System wirklich gut gebrauchen will, sodass es ihm selber und seiner Familie und diesen Leuten, euren Freunden und so wirklich gut geht, der muss es missbrauchen. Denn es ist für Missbrauch konzipiert worden. Das ist jetzt auch wieder kein moralischer Vorwurf. Ja? Weil das machen alle. Auch in meinem Freundeskreis. Es ist ja, denkt man alleine an Steuersparmodelle, ja, die ich jahrelang unterrichtet habe. Ja, wenn das kein Missbrauch ist, leben aber alle gut davon. Ja? Also bitte hören wir endgültig auf, uns auf der moralischen Ebene ewig Vorhaltungen zu machen. Das ist kindisch. Ja? Wer das System einmal begriffen hat, der weiß, dass es ein Missbrauchssystem ist. Ne? Aber bitte, dann stehen wir alle ehrlich auf und sagen, wir wollen jetzt einfach was anderes. Ja? Es ist uns einfach zu blöd, dass wir uns sinnlos herumstreiten, nur weil das System so blöd gebaut ist. Drei Menschen ohne Geld wollen gut leben. Bitte, auch das ist jetzt kein moralischer Argument, du musst das immer wieder absichern. Ja? Gut leben wollen wir alle und auch ich will gut leben, ich gebe es auch zu. Was ich nicht mag, das ist, wenn jetzt alle so zum Sparen anfangen. Ne? Und so alle sagen, ich trage es.